Da kam ich gar nicht rein, aber ich vermisse die Frisur von dem Char. Ach stimmt, du hast ja mit auf Nifty gezockt, ne? Ja, kritisch, ich habe schon mal Cop-EP gemacht mit dem Cody Bourbon-Charakter. Kann ich mir vorstellen, aber ich habe wirklich, um ehrlich zu sein, habe ich keinen Bock auf Akten-EP und so eine Kacke. Und jeden Tag mit einem neuen Kollegen im Auto zu sitzen und im Kreis zu fahren und darauf zu hoffen, dass irgendwas abgeht und so. Man hat als Cop, ich weiß nicht, wie das auf Unity genau ist, aber so wie ich das kennengelernt habe, hat man als Cop, wenig Freiraum für eigene Aktivitäten, so für sein eigenes RP. Da läuft immer alles so ganz strikt nach Regeln ab und so. Das gefällt mir nicht. Ich bin Freigeist, wir machen, was ich will. Lieber im Kreis stehen, ja. Da hat man immerhin noch die Chance, dass irgendwas passiert. Oder man kann sich dazu entscheiden, dass was passiert. Wo ist Mila? Die müsste eigentlich recht. Ah, da. Ha, Meter. Geil. Hast du gut geschlafen? Hallo? Mademoiselle? Was? Was? Bah, du hast dir nicht die Zähne geputzt, ne? Du kannst doch Ich deinen hab Finger meinen benutzen. Zahnbürster Bah! nicht Du dabei. musst Den mit dem musst Finger du. deinen Zahn putzen. Hast du. Ich. Oh, wie cool. Du hast ja nicht mal Zahnpasta. Ja, ich weiß. Ich hab noch. Das stinkt voll nach Arsch. Ich habe gerade ein Kaninchen gegessen, was ich gefunden Was habe. hast du gegessen? Da war ein totes Kaninchen. Da hinten im Busch. Ich habe es gegessen. Übrigens habe ich mit meinem. Aber wir haben doch Burger gestern gekauft und Donuts. Warum isst du ein totes Kaninchen? Habe ich nicht gesehen. Ich habe gerade meine Tasche erst gefunden. Ich habe heute mit einem Menschen geredet. Mit wem hast du, hä? Mit einem Menschen geredet. Du hast doch Ich gar kein könnte. Handy. Na, oh. Ich war da hinten am Eppefeld. Hab nach einem Telefon gefragt. Hab da mit einem Menschen geredet, der mir sein Telefon ausgeliehen hat. Ich habe meine Mama angerufen. In 2 Jahren können wir einen Feuerwerfer bekommen und dann brennen wir die Scheiße da hinten nieder, okay? Was ist denn ein Feuerwerfer? Ein Feuerwerfer, damit Du meinst wirst du einen Feuer. Flammenwerfer? Ein Flammenwerfer. Willst du den Park abfackeln? Ja, wir fackeln alles ab. Die ganze Stadt. Weg damit. Auf deren Haupt. Also nicht spucken, das löscht man ja dann damit. Aber Feuer. Ja, aber in 2 Jahren dauert Auf noch viel den zu lange. Was sollen wir 2 Jahre noch Bäumen. machen? Monopoly spielen. Wir haben kein Monopoly. Aber vielleicht können wir das klauen aus dem Laden oder so. Wo gibt's denn hier Monopoly-Laden? Oh, mein Himmelvorschlag. Ja, ne, gestern hatte die noch voll Angst, Alter, und wollte unbedingt klären, jetzt würde die ganze Stadt abfackeln, Alter. Wo willst du hin? Was willst du machen? Ich weiß nicht, was. Weg von hier? Ja, aber wohin? Wir können nirgends wohin. Du hast gesagt, wir brauchen ein Handy noch. Ja, aber der Händlerladen ist eine Stadt, ne? Aber wir sind doch. Guck mich an. Ich sehe aus wie Scheiße. Du siehst auch nicht besser aus. Was Als soll ob wir das so denn auffallen. heißen?
Guck mal, wie süß ich bin. Ja, aber guck mal. Aber guck mal, wie süß ich bin. Ja, aber guck mal, wie süß ich bin. Ich mach Schnute. Ich mach auch Schnute. Guck mal, wie, guck, süß, wie süß ich bin. Guck mal, wie süß ich bin. Ich hab die ganze Nacht darüber nachgedacht. Ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich hab ein paar Kellerassen im Ärmel, aber... Kellerassen? Ja, ich hab einen Ass im Ärmel. Also so. Ganz viele, auch das wegen dem europäischen Waffenhändler. Ach ja, da war ja was. Ich könnte ganz viele Sachen machen, aber ob das taktisch klug wäre? Wir können auch hingehen und die abknallen. Abknallen? Aber ich hab... Ich glaube, es wäre besser... Ich glaube, es wäre besser, wenn wir Johnny empfehlen. Johnny? Echt Johnny? Ich dachte, wir nehmen Jack und schießen ihn ins Bein. Aber Johnny hat Parkverbot gegeben. Das stimmt. Wir müssen erst mal rausfinden, was abgeht. Ja. Wie ich weiß nicht, ob ich meinem Bruder vertrauen kann. Der ist bestimmt Gehirn gewaschen. Welchen genau? Goofy. Ach so. Ich weiß nicht. Ich weiß eigentlich nicht, was wir machen sollen. Wir können das ganze Polizei-Equipment verkaufen, aber noch haben wir keine Geldprobleme. Ich habe 80.000 Dollar. Ja, ich habe auch 15.000. Ganz schön reich. Wir können... Warum... Kaufen wir uns nicht einen Zoo? Was willst du mit... Was sind das für Dänen? Weiß nicht. Was willst du mit einem Zoo? Unsere Lage ist misslich, das ist nicht lustig. Du hast gekichert. Also, gut, pass auf. Wofür willst du denn Johnny entführen? Weiß nicht. Okay. Ich will die bestrafen. Ich will denen zeigen, dass die sowas mit mir, weil die haben dir ja nichts getan. Dass die sowas mit mir nicht abziehen können. Okay. Die müssen lernen. Die müssen bestraft werden. Du warst doch schon mal mit arbeiten, ne? Bei dem Feld und so, ne? Ich hab halt dann so Sachen gedacht, wir können ein Auto kaufen gehen. Und dann schmeißt mir ganz viele Cannabispflanzen rein. Dann stellen wir das im Park und dann rufen wir die Bullen. Dann gehen wir in den Gefängnis. Ja. Aber so wie ich die Bullen kenne, passiert gar nichts. Ja, ich hab letztens keine 5 Dollar für eine Geisel bekommen. Komm, wir besorgen uns erstmal ein Handy. Ja, okay. Und dann rufe ich meinen Bruder an. Was ich auch machen kann, ist alle verraten, ne? Alle verraten. Ja. Die Frage ist ja auch... So würde ich den am meisten wehtun. Ja, definitiv. Also willst du nie wieder zurück dahin? Das ist das Ding halt. Wir können nie wieder zurück und wir werden wahrscheinlich sterben. Ja. Willst du sterben? Oh, weißt du, endlich habe ich noch 1-2 Pläne. Also... Cool, wenn sich das noch in die Länge ziehen würde. Ich wollte nämlich irgendwann einen Zoo kaufen, weißt du? Aber die müssen bestraft werden. Die können das nicht mit mir machen. Können die bestrafen, ist kein Problem. Wollen wir jemanden Fingernagel ausreißen? Am liebsten würde ich die SMG holen und auf dich schießen und umbringen. Aber ich glaube, dann können wir auch nie wieder zurück. Die Frage ist, ob es überhaupt für uns Sinn macht, zurückzugehen.
Oder boxen wir uns selber durchs Leben? Ich hasse die sollen sterben alle. Boah, also ich bin nicht schlecht im Boxen. Wir brauchen Bomben. Ich weiß, was wir machen. Wir besorgen uns Bomben. Bomben. Und dann tun wir die an die Autos dran kleben. Und dann warten wir auf dem Dach, bis die bei den Autos sind. Und dann macht das BOOM! Bist und der ganze Park ist weg. Eine Gelbe oder weißt du, wo man Bomben herbekommt? Mm-mm. Ja, dann glaube ich, wird das nicht so einfach. Wasserbomben. Oh, das geht. Das können wir machen. Trinkwasser vergiften. Wir können beten gehen und Gott fragen, ob der einen Blitz mal auf den Park wirft. Ich will, dass die sterben. Ich will, dass Memo stirbt. Memo. Und Journey. Und Jack. Ich bin kein Lügnerin, oder? Weiß nicht, hoffe, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Ich hab dir die Wahrheit gesagt. Ja. Ich schwöre auf meinen kleinen Fingernagel. Und guck mal, wie schön der ist. Guck, siehst du? Mhm. Ja, da stinkt ein bisschen der Arsch. Hast du dich wieder im Popo gekratzt? Eigentlich ist das nicht lustig. Ja, hör auf. Wir können die bestrafen, aber dafür müsste ich alle verraten. Wirklich alle. Und dann gibt's richtig Ärger. Vielleicht doch nicht, vielleicht kommen die dann lebenslänglich ins Gefängnis. Meinst du, die würden für all das schon lebenslänglich bekommen? Was meinst du für die 75 Geiselnahmen? Für das Verletzen von Polizeibeamten? Für 3,5 volle Autos voller Polizeiequipment? Für diese ganzen Drogen-LKWs? Die haben aber niemanden. Die vollgestopft sind mit Kokain und so. Du kennst die Polizisten. Liegen dann, keine Ahnung. 5 Jahre, 30 Monate. Ende. Sind die wieder draußen? Sind dann vollkast durchtrainiert, stärker als wir und jeder andere, weil im Knast kann man trainieren. Und dann sind wir tot. Das so recht, die trainieren im Gefängnis, ne? Ja. Und wir sind voll die Waschlappen. Waschlappen. Mit uns kannst du gerade mal die Theke putzen. Mehr nicht. Ich weiß ehrlich nicht, was ich machen soll. Das kommt drauf an, was die machen. Wenn die uns jagen, dann fick ich die. Wir können uns umhören, ob wer was weiß. Ich rufe Goofy an gleich. Ja, genau. Und ich habe vergessen, bei Codys Danke zu sagen. Und wir müssen, oh mein Gott, morgen ist Samstag, ne? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Warum? Was denn? Der Typ wollte doch, dass wir das mal was besorgen. Oh, stimmt. Ja, richtig. Wie soll ich da rankommen? Du kommst dann alles da. Oh, Jess ist da. JFK hat angerufen. Zurückrufen? Ja, hallo. Jess? Ja? Was geht ab? Oh, ich arbeite gerade. Und bei dir? Wir haben Stress. What's cracking? Was ist denn los, Curtis? Ich habe Stress mit allen anderen. Wieso denn das? Johnny hat gesagt, ich bin eine Missgeburt und soll nie wieder zum Park kommen. Wieso sagt er denn sowas? Ach, da ist gestern was vorgefallen. Ist denn vorgefallen? Ach, das ist vor viel. Da wurde ein Hund angefahren, ich habe mich um den Hund gekümmert. Und wer hat denn den armen Hund angefahren? Der Kiez hat ihn angefahren. Dann wollte der Kiez dem Hund im Kopf schießen. Dann bin ich durchgedreht ein bisschen. Dann waren wir mit Mila und ich mit dem Hund in der Tierklinik. Dann sind wir nach Hause gefahren. Dann kam der Jack direkt zum Auto gerannt und meinte, was will die Misttöte hier? Dann habe ich mich mit dem Jack geprügelt. Warte mal. Man muss die Geschichte erzählen. Hallo. Nee, ich hab grad schon versorgt. Also
gibt welche. Ich telefoniere gerade mit Jason, Müller. Ja, muss meine Oma. Man kann ja nicht mehr nur im Krankenhaus rumhängen, ne? Hörst du weiter? Hallo? Boah. Also. Warte bitte kurz, ja? Moment. Ja. Ich brauche die Schlüssel. Ja. Das stimmt wohl. Ich bin ja ein Paletto, also, ja. Sonst ist ja ein bisschen anders. Nee. Ah, nee. Klappelungen. ja, warte mal, ich muss mal kurz telefonieren. So. Dann habe ich mich mit dem Jack geprügelt, der dann auf so, dann hat der Hund angefangen, den zu beißen, weil der mich beschützen wollte. Dann ist der Jack auf dem Auto geklettert und hat auf den Hund geschossen. Und dann bin ich komplett durchgedreht. Oh, fuck. Dann habe ich mit Johnny gemeckert und dann hat Johnny mich beleidigt und ich habe Johnny beleidigt. Und dann und hat er der vom RTW Logan. Was? Ja, ich bin gerade bei den Jadis in der Hund und die beklettern gerade mein RTW. Ich brauche auch Medizinhilfe. Als ob der auf den Hund geschossen hat. Doch, hat er. Und dann hat der Johnny mich beleidigt, ich hab den beleidigt und dann hat er mir gesagt, dass ich ein Missgeburt bin und nie wieder zum Park kommen soll. Boah, heftig. Aber ich habe ein ganz anderes Problem. Was denn? Ich habe mich gestern mit einem Typen getroffen, der ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das wissen die anderen, glaube ich. Wissen die das, Milda? Ja, ich glaube, die haben das auch mitbekommen. Die wissen, dass der wichtig ist. Ich habe mich gestern mit einem ganz wichtigen Typen getroffen. Der verkauft Sachen, weißt du? Was für Sachen verkauft er? Ja, oder? Du weißt doch, was ich meine. Oh Gott, die machen mein RTW kaputt. Ich bringe die gleich alle um. Ach ja. Ja. Der verkauft halt ganz, ganz krasse Sachen. Aber der will einen Vertrauensbeweis haben. Ja. Und du willst dein Vertrauen gerne haben, ja? Du willst ihn gerne diesen Vertrauensbeweis haben. Ja, das Ding ist, was ich dich, wenn ich dich jetzt etwas frage, du darfst das nicht weitergeben. Mach ich nicht, versprochen. Der Typ will Schlüssel fürs Krankenhaus. Okay. Und ich meine mich zu erinnern, dass du welche hast, von denen keiner weiß. Warte mal, Funk. Oh. Ja, für Paletto habe ich halt nur meine Schlüssel. Hast du nicht mehr für unten? Ich glaube, ich habe keine. Ich weiß jetzt nur, ich habe schon so viel Stress in meinem Kopf, ich weiß gar nicht mehr, welche Schlüssel er haben wollte. Ich glaube, für beide Krankenhäuser. Okay. Ich habe übrigens heute meine psychologische Grundausbildung gemacht, also bin ja, ihr da die haben wir auch beide bitte nötig, Mila und ich. Ich bin jetzt noch nicht ganz völlig ausgebildeter Psychologe. Ja, sie ist eine Psychologin. Oh ja, die ist jetzt Psycho. Ich bin eher PSAV, also so, ne, Seelsorge, Notfallgedöns. Richtig Psychologe bin ich erst, wenn ich meine ganzen Fortbildungen ja, habe zu den speziellen halt. Sachen. Auf jeden Fall will der Schlüssel haben. Ja, weiß ich nicht, das ist halt schwierig, weil das ist wohl so, dass, soweit ich weiß, die Schlüsselkarten alle getrackt werden. Das heißt, jeder weiß, wann, wie, wo, ich wo rangehe und dies und das. Ich muss halt gucken, ob das geht, sowas. Halt schwierig. Ja, wenn die getrackt werden, ist mir doch egal, ich hab die ja nicht. Ja, aber es wird ja dann mit meiner Schlüsselkarte getrackt, wann ich wo rangehe, weißt du? Nein, das verstehe ich nicht. Aber ist doch egal, ich kläre das nur mal vorher ab. Ja, mach das mal. Und nicht mich verpetzen, ne? Nein, niemals. Ich verpetze dich auch nicht bei deinem Chef. Was willst du dem dann sagen? Ja, du weißt genau, dass du Dreck am Stecken hast. Was hab ich denn für Dreck am Stecken? Mhm. Ja, was dann? Du weißt genau, was ich meine. Nee, was dann? Doch.
Ja, was denn? Ja, du weißt genau, dass du Sachen bunkerst oder gebunkert hast. Nee, ich habe keine Sachen. Du hattest aber Sachen. Ja, aber die hat Johnny alle. Warum war mir das Johnny, klar? Johnny wollte die irgendwie haben, er wollte mir nicht sagen, warum, keine Ahnung. Ja, aber ja. Durch die Story jetzt von dir verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Das, er meinte, war mir schon klar, dass der sich ein bisschen absichert, aber der hat trotzdem keinen Schnitte. Wenn ich loslege, dann explodiert die Stadt. Aber das ist jetzt auch keine Drohung. Oh Mann, dass ihr euch doch verkracht habt, ey. Ja, keine Ahnung, das Johnny Ding meinte ist auf nur, jeden er Fall, braucht das mit irgendwie dem Typen die Sachen. Das mit dem Typen ist mega wichtig, weil der das bis Samstag haben will. Und wenn wir das bis Samstag nicht liefern und ich kann mit den Jungs nicht quatschen, ne? Dann wird er niemals mit uns irgendwelche Geschäfte machen. Aber willst du nicht vielleicht schauen, dass du mit denen wieder auf den grünen Zweig kommst, dass ihr euch wieder irgendwie annähert das und vertragt? Das ist erstmal dann nicht vielleicht möglich, die müssen bestraft werden. Ja, doch so schlimm. Oh ja. Na, wenn du willst, können wir vielleicht mal ein bisschen quatschen und dann. Ja, ich brauch sowieso, meine Schulter tut richtig weh. Wo bist du denn gerade? Ich bin gerade mit Mila am Handyladen oben in der neuen Stadt. Am Handyladen, ja, ich komme da gleich hin, bleib mal da. Okay. Gut, dann ist gleich fertig, ja? Johnny hat schon angefangen, sich abzusichern. Abzusichern? Mhm. Inwiefern? Der wusste genau, dass ich Jazz als Druckmittel bin, dass ich die erpressen kann. Weil die Scheiße am Stecken hat. Und die hat Sachen gebunkert. Ich krieg schon wieder ganze Zeit Anrufe. Von wem? Irgendwelche Nummern. Ja, geh nicht dran, wenn du Nummern nicht kennst. Geh nur bei Jeff kennt, dann musst du wirklich anrufen. Ja, der hat schon versucht, mich anzurufen. Jazz ist eine Mulde gewesen von uns. Die hat Sachen gebunkert. Illegales Zeug. Auch ein bisschen Polizei-Equipment. Und auch die Schlüssel. Die hatte nämlich Schlüssel vom unteren Krankenhaus. Die hat den einfach behalten. Und den hat die nicht mehr. Also hat Johnny sich die Schlüssel geholt. Also glaubst du, der Typ hat doch mit denen geredet? Mm-mm. Aber vielleicht haben die rausbekommen, was der haben will. Von Cody. Wir müssen mit Cody quatschen. Ja. Wir haben ja eh einen Vorwand, dahin zu gehen. Wegen Dankeschön sagen. Soll ich JFK anrufen, zurückrufen? Der kannst du machen. Angerufen. Ich vertraue JFK. Okay. Also haben die Spiele schon begonnen? Sieht so aus. Oh, okay, es klingelt. Hallo, Mr. President. Hier ist Mila. Mila muss morgen. Muss morgen von also nicht morgen, sondern ich bin heute, jetzt morgen. Ja, jetzt bin ich morgen. Morgen, nein, morgen. Nein, heute, also, nein, ich meine, also, genau genommen, morgen. Ja, also, nein, wir sollen jetzt reden. Du hast angerufen? Ja. Die ist jetzt Psycho. Welche Schulung? Ach so, okay. Also ist die noch kein Psycho. Nicht ganz so halb eher? Ich telefoniere kurz mit Taris. Ja. Ja gut, jetzt deine Tenno ist wieder zu Hause, ne? Ja. Die Waschmaschine habe ich Spülmaschine war, dann habe ich auch nicht mehr angerufen, wir sind abgehauen. Ja, habe ich gemerkt, die Pizza hat mich stehen lassen, ne? Ja, ich habe Hellen weggeworfen. So viele Leute haben mich angerufen. Arschloch, du. Ich stand 2 Stunden lang doof herum und habe auf dich gewartet. Naja, egal, dann habe ich die Zeit genutzt und habe 1800 Bierflaschen gesammelt für den Pfand, für meinen Pfandleier, weißt du? Mit der Super Nintendo können wir nichts mehr anfangen, wir kommen nicht nach Hause. Warum kommst du nicht nach Hause? Weil ich glaube, dass wir jetzt richtig Ärger haben. Also für den Pride Park und wir, Milo und ich. Was haben sie gemacht? Ja, nix wegen der Sache gestern. Was für eine Sache gestern? Das mit dem Hund und so, was Johnny gemacht hat. Was für ein Hund? Boah, ich will jetzt nicht nochmal erzählen. Auf jeden Fall hat Johnny zu mir gesagt, dass ich eine Missgeburt bin und nie wieder zum Park kommen soll. Das sind harte Worte von dem Kerlchen.
Aber der momentan ist halt ein kleiner Pipsen, hab ich letztens gesehen, ne, beim Pissen, ne. Der hat überhaupt keinen Schwanz, der alte Mumu. Ja, eine Mumu hat der. Ey, meld dich mal, wenn was ist, ne. Also ihr hört, verändert. Ne, gut, ich geh mal wieder zu den Junkie Park. Ja, geh du mal hin, Verräter. Wieso Verräter? Ich dachte, du hättest zum Milterweiß. Ja, du bist abgehauen. Ja, ich muss abhauen. Der hat, bist du abgehauen? Der macht doch schon Sachen gegen mich. Der Johnny. Was macht der denn? Ja, der will mich bestimmt kalt machen. Soll ich den mal infiltrieren? Der wollte einfach nur den. Was infiltrieren? Ja, rausfinden, was die von dir wollen. Du kannst schon mal zuhören. Ich geh mal dahin, ich spiel mal wie immer, ne? Ich geh mal dahin, ich melde mich mal. Ja, geh mal hin, sag und mal, frag, was gestern passiert ist da mit uns. Ich sag mal, in T30 rufe ich dich wieder an. Okay. Gut Nächtle. Bis gleich. Ja, auf jeden Fall hat der Johnny gesagt, dass der Curtis sich vom Park verpissen soll. Mila, hast du Schmerzen? Ich weil hab Jess keine kommt. Schmerzen. Okay. Boah, 500 Mal die Story heute erzählen, hat gar keiner mitbekommen gestern. Gar kein Bock. Aber das mit Jess ist nicht schlimm, ich habe noch einen anderen Plan. Was geht ab? Was geht ab? Ich weiß nicht mehr, was gestern passiert ist. Auf jeden Fall tut mein recht Schulter weh. Ja, ich schau mir das mal an. Soll ich Jacke ausziehen? Ja, das wäre ganz gut. So, schauen wir mal. Hat Johnny dich gestern schon angerufen? Nee, heute tatsächlich. Heute? Ja. Er meint irgendwie. Keine Ahnung. Der braucht das. Ja, aber ja, klar. Ich wurde ja auch angewiesen, das keinen anderen außer ihm zu geben. So. Curtis? Mhm. Der Jeff Case mit dem Dämon unterwegs, die fragen, wo wir sind. Ja, sag dir ruhig, dass wir hier sind. Wir sind beim Handyladen. Irgendwie klar, dass er das macht. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, er hat mir auch nichts darüber gesagt. Aber egal. Wenn ich nicht liefern kann, dann haben die auch ein Problem. Dann können die nämlich Schwänze lutschen gehen. Für Sachen. Echt? Mhm. Da geht's halt um ganz illegales Zeug, ne? Du weißt das mal. Ja, Sachen, die du auch gebunkert hast. Hattest. Ne, Waffeln und so. Hast da einen blauen Flecken ein bisschen, das ist aber nicht so schlimm. Ich würde da die gute Annika-Salbe drauf machen, ne? Schön pflanzlich. Bah! Ach, hab dich nicht so. So, machen wir eine ganz leichte Bandage drum. Die kannst du dann heute Abend, wenn du schlafen gehst, gerne wieder abnehmen. Okay. Oh. Kann ich Jacke bei dir anziehen? Ja, kannst du machen. Soll ich Tabletten nehmen? Muss mal gucken, ich glaube, ich habe tatsächlich keine Schmerztabletten mehr dabei, weil ich die gerade verteilt habe, aber... Ich kann nur zur Apotheke fahren. Ja, unsere Tabletten knallen mehr, wir haben ein bisschen eine andere Apotheke. Mit anderem Workshop. Ja, ich kann nur gleich nach oben fahren, nochmal. Ja, ich kann aber ich muss mich jetzt um ganz viel Zeug kümmern. Und auch ein bisschen immer hinter mir achten, dass keiner hinter mir ist. Ja, kann ich verstehen. Also was Tabletten angeht, so Schmerztabletten kann ich dir noch mitbringen. Ich wollte jetzt eh bald nach oben und dann außer Dienst gehen. Okay, dann kannst du ja Bescheid sagen, wenn du wieder in die Stadt fährst. Und sag dem bitte nicht davon, dass wir geredet haben, ne? Nee, mach ich nicht, alles gut. Oh Mann, da ist ja ganz schön was los, ey. Bist du mal nicht da und dann sowas. Ihr macht alle Sachen. Ja, mal schauen. Ja, ich muss auch mal gucken. Mediziner sein lohnt sich halt, ich krieg halt richtig viel Kohle, ne? Ja, ich krieg, glaube ich, 1450. Oha. Pro Überweisung. Pro Überweisung, 1450. Ja. Ja, dann weiß ich ja, wo ich mir Geld leihen kann. Weil jetzt wird nämlich knapp, wenn wir unterwegs sind. Ja, du meinst echt nicht, dass jemand denn wieder auf den grünen Zweig kommen kann? Erstmal nicht. Einer von denen muss bluten dafür. Ich lasse mich nicht so behandeln. Und keiner geht mit mir so um.
Vor allem nicht, wenn die mal davon quatschen, die Familie muss zusammenhalten. Und dann so mit mir umgehen. Und sowas zu mir sagen. Ja, das stimmt. Das ist ja dann das Gegenteil von Familie zusammen. Und mich wie Dreck zu behandeln. Die werden schon sehen, was ich kann. Das werden die schon zu spüren bekommen. Wenn die es drauf anlegen. Ja, das mag sein. Ich glaube auch schon, dass du öfter mal ein bisschen unterschätzt wirst von so einigen. Ich glaube, du hast das ganz faustdick hinter den Ohren. Naja, die wollten, dass ich so bin, ne? Ich habe keine Ahnung von der Straße, aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Die wollten, dass ich so bin. Aber das heißt nur lange nicht, dass ich der Fußabtreter bin. Und dass ich alles, was die machen, akzeptieren muss. Vor allem, wenn es um irgendwelche Tiere geht und so. Ja, das stimmt. Nee, genau wie der Kiez. Die wollten dem Hund gestern im Kopf schießen, nachdem die ihn angefallen haben. Oh, weia. Wurde der Hund wenigstens noch medizinisch versorgt? Ja, wir haben den einmal in die Tierklinik gebracht, einmal ins Krankenhaus. Ja, das ist gut. Wir haben ja extra die Tierklinik dafür. Oh Mann, war schon ganz schön krass, der arme Hund, ey. Sag dem Jack, dass der halt auf den geschossen. Oh Mann, oh Mann. Ja, schade, dass ihr euch so verkracht habt. Aber nein, ich glaube, das ist kein Ärger mehr. Ja, ich glaube, da werden ganz schlimme Sachen passieren jetzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde es trotzdem schade. Naja, die wollten das so. Oder Johnny will das so. Aber ich kann auch verstehen. Weil er ist ja der Big Boss, er hat ja überall den Durchblick. Er ist ja der große Macker. Mhm. Also ich kann dir sagen, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass du dich so nicht behandeln lassen möchtest, weil, weiß ich nicht, so sollte man niemanden behandeln, einfach. Und schon gar nicht, wenn das Familie ist, so. Ach, das sind Idioten. Vor allem haben die dann dem Max und so irgendwas, Mila hat irgendwas mitbekommen, dass da Geld geboten wurde, wer den Hund umbringt und solchen Quatsch. Warte mal, Funk. Interessant. Ja. Das ist halt richtig geil gerade. Also wie gesagt, ich kann dir nur anbieten, wenn du oder ihr mal irgendwen zum Reden braucht, so wenn es euch nicht so gut geht. Ich muss jetzt erstmal quatschen. Ganz und? Viele haben das gestern gar nicht mitbekommen, Tyrese und so. Echt nicht? Mhm. Aber so generell, auch wenn irgendwas ist, ne? Ich bin ja nicht aus der Welt, bin da trotzdem feuchter, also. Okay. Dankeschön. Ja, kein Problem. Dann geh du mal ums Feierabend. Ja, auf mich wartet wahrscheinlich noch ein bisschen Papierkram. Ein paar Leitungsgespräche, das Übliche, auf Gottes Willen. Ja. Lust, ne? Aber es ist cool, dass du so viel Geld verdienst. Ja, ich finde das auch gut. Das Doppelte als das, was Amos vorher gab. Gab ja Gehaltserhöhung. Dann ist dir der Job ja richtig wichtig. Ja, im Prinzip mache ich es nicht unbedingt wegen dem Geld. Ich habe mein Auto und das reicht eigentlich so. Naja, aber du machst was Positives, das was du tun. Du musst keine illegalen Sachen machen. Ja, das stimmt. Das macht irgendwie auch Spaß. So. Das ist halt, man weiß nicht, man kann anderen Leuten helfen. Das ist gut. Quatsch du nämlich, rufst du gleich nochmal an, weil du Tabletten hast? Ja, ich rufe dich gleich an. Ich fahre eben hoch und dann hole ich mir noch welche aus dem Lager. Okay. Gut, dann passt auf euch auf. Bis gleich. Bis gleich. Jetzt verrat mich mal, Alter. Dann nehme ich dich aber komplett auseinander. Das nützt nämlich gar nichts, ob dir die Schlüssel abgegeben habt. Ich weiß da nur ein paar Sachen. Boah, ich schwöre bei Gott, ich reiß alle in den Abgrund mit runter, Alter. Wenn die mir auf den Sack gehen. Macht ruhig eure Schachzüge. Ich habe nie was anderes gemacht. Ich reiß die alle mit runter. Da kannst du dir deine 1450 Dollar jede 15 Minuten in den Arsch schieben. Da wirst du nämlich nicht mehr im Krankenhaus arbeiten.
Nee, ich bin nicht auf 180. Aber ich finde das halt extrem spannend gerade. Vor allem, weil Johnny schon angefangen hat, seine Schachfiguren zu bewegen, so. Mal gucken, ob der viel gelernt hat. Ich hole mir jetzt erstmal Leute ran. Was geht ab? Hallo, ich bin überhaupt nicht eingeengt hier. Lass nach hinten gehen. Ja. Das ist unser neues Zuhause. Boah, du siehst wirklich aus wie eine Weinkennerin. Ja. Ich dachte, das wäre ein Witz. Bring mir Wein aus dem Tetrapack. Aber nur den guten Weißen aus dem Tetrapack. Also Therese hat mich gerade angerufen, der hat gar nichts mitbekommen, was gestern abgegangen ist. Weil der schon wieder besoffen war. Therese ist immer besoffen. Ja, Mila hat dich ja schon aufgeklärt, ne? Oder ruhig? Ja, grob. Ich habe mit Jack gerade gesprochen, der hat ja, der Craig hat mich schon angerufen, weil der so sich fickt. Geschichte erzählt. Was hat der? Geschichte erzählt. Was hat er erzählt? Dass da gestern ein Hund war und dass der angefahren wurde, aber er nicht weiß, ob der von dir oder vom Kiez angefahren wurde. Auf jeden Fall wart ihr wohl beide da und du hast den zum Krankenhaus gebracht. Kiez hat den angefahren. Ja, aha, die wollten den dann noch im Kopf schießen. Und dann wollten die den Hund im Kopf schießen, Mann. Die wollten den umbringen, weil der verletzt ist. Und keiner von den Idioten hat verstanden, warum wir uns so aufgeregt haben darüber. Ich hab gesagt, wir sind nicht im Mittelalter. Da haben die Pferde abgeknallt, wenn die kaputtes Bein hatten. Aber jetzt gibt's Ärzte und Kliniken, die können das. Dann waren wir auf jeden Fall in der Tierklinik, dann sind wir zum Park zurück. Und aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht weiß, wir haben das Auto geparkt und dann kam Jack sofort aufs Auto zugerannt und meinte, was soll diese Dreckstöle hier? Dann ja, hab zu ich mir dem hat Jack eine... gesagt, der meinte einen auf, oh, ich wollte witzig sein und einen hier nee, auf frag doch Mila, zitieren machen und aber so. Aber warum sollte mir jetzt lügen? Der kam aufs Auge, aber da, jetzt krieg ich schon wieder hohen Puls, ne? Weil der schon wieder am, war den Lügen. Diese dreckigen Schwanzlutscher. Ja, der kam aufs Auto zu und meinte, was will die Dreckstöle hier? Dann ja, habe ich dem eine Bombe gegeben, hab mich mit dem geprügelt. Und weil wir dem Hund vorher geholfen haben, was macht ein Hund, wenn sein Herrchen geschlagen wird? Ja, Jack hat gesagt, ihr habt euch dann da rumgeprügelt, weil, ne, er gesagt hat, ey, für die Tölle hier abknallen, ja. Bla bla bla. Ne, weil er meinte so, ich wollte voll witzig sein und einen auf Kiez machen und so. Ja, Jeff, gell, ich hab mich dann mit dem geprügelt und der Hund hat dann angefangen, den anzugreifen. Ja, der hat gesagt, der Hund hat geschnappt und dann sagte Jack, dass er dir gesagt hat, ey, pfeif den Hund zurück, ne. Sonst, ja, ich hab dann gesagt, Peanut aus und so, aber der hat nicht aufgehört. Jack ist dann auf den Guardian geklettert. Wo denn hast Sicherheit du denn eine war? Leine gehabt? Nee, ne? Nee, der hat keine Leine. Wie willst aber du einen Hund zurückholen ohne Leine? Ja, aber ist doch egal. Der hat sich dann auf dem Guardian gestellt, hat seine Knarre gezogen und auf den Hund geschossen. Und dann bin ich durchgedreht. Ich hab auch gesagt, dass das irre ist. Jack hat zu JFK gesagt, dass der Hund ihn nicht mal getroffen hat. Ja, und dann, das ist ja noch schlimmer dann. Er hat gesagt, dann. Der hat geschnappt und dann das, hat ja, er das gesagt, ist ja noch schlimmer dann. Hol den Hund zurück. Und dann hast du das nicht gemacht. Und dann hat er weitergeschnappt, den aber nicht getroffen. Ja, und der ist dann auf den Garten geklettert und hat dann angefangen, auf den Hund zu schießen und hat den so getroffen. Ja, dass der irgendwo rumgeklettert ist, hat er nicht gesagt. Ja, siehst du, lügt er dich auch noch an. Super. Dann haben wir den Hund in den Cavalcade gepackt und ich war richtig sauer, weil auch keiner was gesagt hat. Dann kam Johnny und meinte irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, was der gesagt hat. So, was, wo willst du erzählen, ungefähr, was holst du so rum? Bring den Hund ins Krankenhaus und setz den irgendwo aus. Dann habe ich zu Johnny gesagt, er soll die Fresse halten. Weil man das mit einem Tier nicht macht. Und dann meinte der, als ich weggefahren bin, dass ich eine Missgeburt bin und nie wieder zurück zum Park soll. Was? Mhm. Ne was? Der hat mir hinterher geschrien, dass ich eine Missgeburt bin und nie wieder in den Park kommen soll. Der hat mich quasi verstoßen. Das sagt man nicht. Der hat auf sein, wir sind eine Familie, wir müssen zusammenhalten, drauf geschissen. Weil ich mich um ein wehrloses, weil wir uns um ein wehrloses Lebewesen gekümmert haben. Der Jack auch gerade so, versteht er nicht, ein Tüll, ne, die du gerade irgendwo aufgesammelt hast. Und hier, ne, von wegen auf Kopf ballern, aber irgendwie bei so einer Tülle irgendwie, ne. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich meine, guck mal, die schießen Kopf, auf Männer, die stechen Leute ab und so, ist auch alles gut. Meistens gibt es auch einen guten Grund.
Und die Menschen sind intelligent genug, um zu wissen, mit was für ein Feuer die spielen. Wenn die sich mit denen dafür. Genau. Nicht. Aber ein Hund macht nur, was seinem Instinkt denen sagt. Genau, und der ist und der klein. Ist wehrlos. Der ist nicht so schlau wie ein Mensch. Und da zieht man nicht mit einer Knarre auf den Schießen an. Nein, kein Chihuahua. Nein, aber Golden der ist 2 Jahre nur alt. Okay. Jack hat gesagt, das war ein Labradoodle. Nee. Aber ich habe gesagt, das war bestimmt ein Pudel oder so. Mhm. Und er spielt sich nur auf. Dann waren wir, danach waren wir im Krankenhaus mit dem Hund, danach waren wir bei Codys. Dann haben wir rausgefunden, dass der Hund zu der Grove gehört. Haben dem da freigelassen überall. Der ist dann noch irgendwann verschwunden. Und dann hat Mila erzählt, dass die in einer Gruppe standen noch am Park. Und ich glaube, dem Max Geld geboten haben, dass der den Hund töten soll für $10,000 und so. Was? Mhm. Ja, irgendwen haben die gesagt, Geld geben zum Nachtäten oder so. Und während die sich geprügelt haben, der Jack und der Curtis und der Hund da zwischengegangen ist, hat dann zum Beispiel, hat Memo dann auch gesagt, er geht dazwischen, er geht auch auf den Hund. Er würde da auch drauf täten. Boah! Und dann später der Cody sagte mir, das hätte er nie gesagt. Der Klassiker, ha? Aber hat er. Hat er eh. Pass auf, aber noch was ganz anderes, Jeff Kell, ne? Nee, weißt du, was der immer macht? Was denn? Der sagt so irgendwas, was einem nicht passt, und dann sagt er, ha, nee, war nur ein Witz. Mhm. Ja, aber das war nicht witzig. Deswegen sagt er jetzt auch, das hat er gar nicht gesagt. Ja, das war aber auf jeden Fall gestern kein Witz, was die gemacht haben. Und auch, man hat richtig mit Johnnys Stimme gehört, dass der es mit Hass gesagt hat. Ich bin so oder so schon die letzten Tage mit Johnny mal angeeckt, weil der sich immer aufplustert und immer so tut, als wäre der Big Boss. Boah, hast du mitgekriegt, wie der mich angemault hat? Hm? Nee, als ihr mit dem Kiez da an Halloween was machen wolltet. Ja. Und ich hatte mich extra verkleidet und so ja an Halloween. Und wollte dann halt nicht bei irgendeiner Geiselnahme. Du wolltest nicht mitmachen. Da hat er mich doch angemault von wegen, boah, war das aus Witzchen an, also im Schrank geworden und so was. Ja, seine ganze Und dann ich hat er auch Ahnung, nicht mehr mit mir gesprochen. Ob der manipuliert, ich habe keine Ahnung, was der vorhat. War voll gemein. Der Quatsch damals hatte mich überzeugt davon, Läden zu überfallen und für die Familie mitzumachen, Geld zu verdienen und... Ich hab dich niemals... Doch, du auch. Nur ein bisschen. Und Quatsch von Familie und so und dann passiert sowas und der verbannt mich, der verstößt mich und quasi Mila auf, weil Mila zu mir halt. Was soll ich machen? Soll ich eine Knarre nehmen? Soll ich in den Park rennen? Soll ich den die Knarre im Maul stopfen und den abknallen? Nein! Soll ich den umbringen? Bist du irre? Ja, aber der lässt mir doch keine Wahl. Kannst du ihn doch nicht umbringen? Ja, der lässt mir doch keine Wahl. Pass auf. Andere Sache. Dann standen wir gestern bei Codys, ne? Macht der jetzt noch irgendwas? Weiß nicht, keine Ahnung. Ja, siehst du? Der doch, der macht was. Der macht im Hintergrund macht der Sachen. Ich erklär dir. Wir standen gestern bei Codys und Cody quatscht mich die ganze Zeit an. Dass der einen Freund hat, der mit mir quatschen will, aber der hat kein Handy. Das war irgend so ein weißer Typ. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist eine Falle vom Johnny, ne? So, dass der irgendwem von der Nachtschicht geschickt hat, um mich zu holen oder so. Um mir wieder in die Fresse zu hauen. Um mich wieder zurechtzuweisen. Boah, die haben dich mal voll umgeprügelt, ne? Nee, pass auf. Ich habe die ganze Zeit dann abgelehnt und bin mit Mila abgehauen. Wir wollten dann gucken, wo wir schlafen die Nacht. Dann hat Cody wieder angerufen und hat gemeint, der Typ ist echt wichtig, treff dich mal den Eastside am Tattoo-Studio. Haben wir dann gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Typ ist ein europäischer Waffenhändler. Der hat gestern den Kontakt für uns gesucht zum Park. Ne? Aha. Der hat uns auch später Waffen gezeigt, Revolver und so und SMGs und Scorpions. Ja, der kam mit einer ganzen Waffenlieferung. Wir durften die Waffen nur testen und so. Auch Sprengstoff? Weiß nicht, ich habe nicht nachgefragt. Ich will Granatwerfer haben. Rein in die Schuhe. Hör mal zu. Okay, haben wir einen Flammenwerfer. Hör doch mal zu. Ja, ich hör zu. Wir sollen, aber ich hab einen Deal mit denen gemacht, um mich auch abzusichern, damit ich was in der Hand hab. Ich hab zu denen gesagt, wir können Geschäfte machen, unter einer Bedingung, auch wenn du am längeren Hebel sitzt, du machst nur Business mit mir. Damit habe ich Johnny die Grundlage weggenommen, ne? Um mit dem Geschäfte zu machen. Oh. Der Typ weiß ja nichts davon, dass es da jetzt gerade diesen Stress gibt. Nee. Mm-mm. Aber Jack hat gesagt, dass Cody irgendwas gesagt hat von. Ja, die wissen, dass der Typ da war. Aha. Die wissen auch, dass ich mit dem gequatscht habe.
Aber was die nicht wissen, ist, dass ich den Kontakt weggenommen habe. Der Typ will aber... Jack hat gesagt, also ich weiß nicht, was die anderen wissen, weil Jack wohl nur irgendwie bis 23 da war, aber der hat gesagt, dass er davon gehört hat, dass Codys gesagt hat, dass der Typ da sich mit dir treffen wollte. Mhm. Aber der weiß nicht, ob du tatsächlich mit dem gequatscht hast. Ja, das wissen die nicht. Das weiß jetzt nur du und Mila. Und wo immer Denver gerade ist. Ich hab mich mit dem getroffen. Hin? Wir haben auch alles geklärt, aber hör doch mal zu, Jeff K. Der Typ will einen Vertrauensbeweis. Der will, dass wir dem was besorgen. Der will nämlich den Schlüssel für das obere Krankenhaus, ein Paletton für unten. Was ja kein Problem ist. Hast du die Schlüssel? Jazz hatte Schlüssel. Und jetzt kommt's, Jazz war gerade hier. Ja, ich habe mit der telefoniert. Und ich habe dir auch gezeigt, wo wir sind und habe dir davon auch erzählt mit dem Schlüssel, ne? Aha. Weil ich gucken will, ob die mich verpetzt, ob die mich verrät. Weil ich habe noch was in der Hinterhand bei der. Wenn die mich jetzt verrät, nehme ich dir die komplette Grundlage für ihr ganzes Leben. Oh. Dann werde ich dir auf jeden Fall verraten, dass die aus dem Job fliegt und macht dir ihr Leben zur Hölle. Mann, ich knall die ab, Alter. Aber das ist ein Test jetzt nur. Die hat die Schlüssel nicht mehr. Johnny hat die heute geholt. Woher auch immer. Die hat keine Schlüssel mehr fürs Krankenhaus. Die hatte Schlüssel. Aber die arbeitet doch da. Die hat den Schlüssel für oben noch, aber nicht für unten, den die geklaut hat. Johnny hat sich den Schlüssel schon geholt. Aber das ist eigentlich egal. Bis morgen. Der hat gesagt bis Samstag. Ich weiß nicht, ob er das morgen meint oder bis nächsten Samstag. Morgen ist Samstag. Entweder bis morgen oder nächste Woche Samstag müssen wir das abliefern. Ansonsten wird er sich nie wieder bei uns melden und macht keine Geschäfte mit uns. Na super. Mir soll es egal sein, ob Johnny sich den Schlüssel geholt hat. Ich kümmere mich einfach nicht drum. Das tut denen genauso weh, wenn der Typ keine Geschäfte mehr mit dem Park macht. Bedeutet, die kommen über den niemals an Waffen. Die müssen dann woanders irgendwo gucken, dass sie an Waffen kommen. Weiß nicht, von anderen Gangs abkaufen, irgendwo bei irgendwie in dem Schwanz lutschen oder so und betteln, dass die an Waffen kommen. Ja, aber wenn du Waffen hast, ist das doch gut. Ich habe aber keine Waffen. Ich könnte jetzt. Ja, aber ich muss denen erst die Schlüssel besorgen. Ich müsste jetzt Jazz erpressen und unter Druck setzen, dass sie die Schlüssel besorgt und mir gibt. Ansonsten vernichte ich die. Tut doch sicher den Gefallen. Nö, mach den nicht. Sicher? Mhm. Weil Johnny die in der Hand hat. Aber die denkt, ich habe die nicht in der Hand. Aber da hat die sich geschnitten. Weil ich weiß noch eine Sache und kann die auch beweisen. Oh. Ich muss mit Codys quatschen, um den zu fragen, wann der die Schlüssel haben will. Ob diesen Samstag oder den nächsten. Boah, wenn du das gestern Abend erst gesagt hast, dann hast du nur einen Tag Zeit. Da ist voll wenig, um sowas zu bekommen. Der Typ macht nur Geschäfte mit absoluten Profis, ne? Der geht davon aus, dass der Park, die Leute aus dem Park Profis sind. Und das will der jetzt bewiesen haben. Ja, Profis hin oder her, aber Profis schaffen manche Sachen auch nicht in einem Tag. Na klar. Das ist doch einfach. Kommt immer drauf an. Entweder besorge ich die Sachen und habe den dann selber in der Hand und auch vielleicht irgendwann mal für den Park, falls sich das wieder regeln sollte. Oder ich besorge die Sachen nicht und der meldet sich nie wieder bei keinem von uns und auch nicht beim Park. Ja, aber wenn du es hast, dann kann was für alle abfallen, so. Aber warum sollte ich denen den Gefallen tun? Warum soll ich den Leuten den Gefallen tun, die mich verstoßen aus dem Park? Nein, nö, wenn sich das einringt, dann für die alle. Ansonsten hast du das halt. Mir ist das egal, ob ich das hab. Es ist nur gerade ein Druckmittel. Wovon Johnny aber so nichts weiß. Da bist denn jetzt nur wir von. Und Jazz. Aber bei Jazz war es eine Falle. Ja, wirklich schön blöd, wenn sie da irgendwie was jetzt, ne? Naja, das testen wir jetzt. Also ich teste das. Wenn ich davon mitbekomme, dass die mich verraten hat, werde ich ihr Leben zur Hölle machen. Die weiß doch, dass wir davon wissen, dass, was die so macht. Ja, aber die denkt jetzt, weil die Schlüssel abgegeben hat und kein Cop-Equip mehr versteckt für uns und so, dass sie aus dem Schneider ist.
Aber die hat eine Sache vergessen. Eine Sache hat die vergessen. Zum Glück. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Achso, ich dachte, du sagst jetzt, was ich vergessen habe. Nö, das behalte ich für mich. Es klang so, als wolltest du das sagen. Mm-mm. Das behalte ich jetzt für mich. Erstmal solltest du vielleicht mit Cody quatschen. Fragen, wie lange wir wirklich Zeit haben, ob jetzt... Ja, wir fahren dahin. Ja, okay. 20 Minuten macht er auf. Ja, was sagst du denn dazu, Jeffke? Cody ruft zufällig gerade an. Red nicht am Telefon mit dem drüber. Sag, wir treffen uns Wanda, nachher. Du hast verändert. Ja? Hi. Oh, ja, ich hatte seine Nummer nicht. Ich gehe gerade nicht an unbekannte Nummer ran. Ja. Ja, sag mir mal eben die Endzahlen. Nochmal bitte. 181. Okay, alles klar. Dann, warte, Cody. Wir kommen später eben kurz zu dir, müssen eben was bequatschen. Okay. Alles klar. Nein. Er sagt, wenn entspannt, dann nach 11 und sonst sollen wir einfach in den Laden kommen. Entspannt nach 11? Ja. Dann macht er zu oder nach 11. Soll ich seinen Laden abfackeln, Alter? Der soll mir nicht auf den Sack gehen. Wir können auch in den Laden kommen. Ja, aber warum nach 11? Ja, er sagte auf entspannt so. Ich denke mal, das dann so entspannt. Ein bisschen chillen einfach. Wir brauchen ja nur eine Info. Der soll mir jetzt nicht auf den Sack gehen. Ja, nach 11 hat er den Laden dicht und dann meint er so. Ja, was ist mit der Nummer, mit den Endziffern? Das ist der Besitzer von dem Hund. Der versucht hat, mich anzurufen. Was will der? Keine Ahnung. Ja, auch wieder ein Druckmittel. Können wir dir Grove sagen, dass der Junkie Park den angeschossen hat? Aber wahrscheinlich haben die so viel Angst vor denen, dass die nicht mal was machen werden. Der arme Hund. Scheiß drauf. Nicht auf den Hund scheißen. Nein, scheiß auf die Info weitergeben, wer den angeschossen hat. Ja, aber die wissen ja, dass ihr dem geholfen habt. Deswegen meldet er sich doch bestimmt. Wenn die Krieg wollen, Jeff Kerr, dann bekommen die Krieg, ne? Ich hab keine Angst vor denen. Ich hab auch keine Angst vor der Nachtschicht. Ja, chill. Ich weiß so vieles. Und ich habe das ganze Equipment noch, ne? Als ob die einen Krieg vom Zaun brechen. Hm? Als ob die einen Krieg vom Zaun brechen. Doch. Klar, weil die sich doch für die Größten halten, oder Johnny? Der denkt doch, der wäre der Kingpin der Stadt. Der muss mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Was geht ab? Hallo? Ja. Wie geht's dir? Wo bist du? Wir sind weg. Ich habe gestern versucht, dich 10 Mal anzurufen, 20 Mal anzurufen, keiner rangegangen. Mila auch nicht. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob ich dir trauen kann. Wie meinst du das? Ja, ich weiß nicht. Du hast gestern von der ganzen Aktion mitbekommen, du hast nichts gesagt, außer nur Scheiße gelabert. Ich habe doch was gesagt und ich habe zu dir gesagt, dass ich mitkomme. Wenn irgendwas ist, ich habe gesagt, komm, wir suchen uns eine Villa, wir ziehen aus. Ich bin gerade mit JFK und mit Mila und Dember rennt ja auch irgendwo rum und rennt wieder Schmetterling hinterher oder so. Wo seid ihr denn? Bist du allein, ne? Ich bin gerade weggegangen, der biete ich dann neben mir. Und da bist du sicher? Ich stehe gerade neben keinem. Die haben mich schon gefragt, der Jack hat mich schon gefragt, was du gestern am Codys gesagt hast, aber ich habe gesagt, ich weiß nicht, der hat nichts mehr gesagt. Dann habe ich gesagt, dann bin ich weggegangen, auf einmal war er weg. Wallah, du hast schwer. Das heißt, sie wissen gar nichts von denen, wenn ein anderer, was der dabei war, was erzählt hat. Von dem, dass du eine Villa willst und sowas. Ja, wir sind im Norden, am Handy lang. Kommst du her? Aber alleine und guck, dass dir keiner folgt.
Okay. Weil Johnny versucht, mir jetzt schon Steine im Weg zu legen und so, ne? Okay, ich glaube, der will es drauf anlegen. Ich komme erstmal hoch. Unter der Staatsbank. Nö, wir haben alles. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Warte, war da noch nicht mal da, da war nur Jack. Hm? Im Park. Ne, aber Beatty und so steht rum. Boah, ich hab keine Ahnung, wer von denen Speiche von Johnny leckt. Stimmt, der eine hat gesagt, er heißt Beatty. Jetzt weiß ich wieder, wie der heißt und wie der aussieht. Ha! Jeden Tag neue Leute im Park. Keine Ahnung, was ich... Ich hab absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Wenn die es drauf anlegen wollen, können sie es gern haben. Ey, mach aber dann pack ich, aber... Dann packe ich alles aus der Trickkiste aus. Ja, aber chill ein bisschen. Weiß genau, der ausrastet und dann rastest du aus. Dann habt ihr euch beide in den Haaren. Naja, soweit ist das ja jetzt schon. Ist doch schon soweit. Der trifft ja schon Vorkehrungen. Quatsch mit Jazz, besorgt sich die Sachen. Denkt, der kann mir die Druckmittel wegnehmen, was er nicht kann. Ich glaube, ich gehe einfach zu dem Waffenhändler, wenn er sich meldet und sagt dem, dass er sich ins Knie ficken soll. Und dass, wenn wir vom Park den sehen, nur einmal in seiner Dreckskar rumfahren, wir den Hops nehmen. Das ist, glaube ich, das ist eine gute Idee. Sich mit irgendwelchen Leuten die Waffen verkaufen anzulegen. Findest du? Jo. Der Gedanke gefällt mir, wenn auf einmal so ein Raketenwerfer in den Park reingeschossen wird. Aber nur wenn dieser Jack Green da ist. Die sollen alle da sein. Obwohl ich nicht mal weiß, was die anderen davon halten. Ich habe zum Beispiel mit einem Max nicht gequatscht. Und mit Finn und Simon nicht. Keine Ahnung. Aber ich sag dir, ne, so ein Memo, was Mila da gesagt hat. Ach, Memo, Alter. Das ist typisch, der denkt nicht nach, plappert irgendwas, weil er denkt, die anderen finden das cool. Und ja. Finn stellt dann fest, oh, die finden das nicht cool, und dann macht er wieder einen Rückzieher. Keine Ahnung, ob der das wirklich gemeint hat oder nicht, oder ob der einfach nur cool sein wollte. Ist ganz egal, ob der das... Es gilt ja auch gar nicht darum, es gilt ja einfach nur... Es gilt einfach nur wirklich darum, dass die andauernd irgendwas von Familie quatschen und bla, und dann berücksichtigen die nicht mal meine Sachen. Und gehen mir auf den Nerven, und dann sagt er mir noch sowas. Ja, keine Ahnung, so... Was da mit dem Hund so passiert, das war super scheiße, was Jack da gemacht hat. Aber dass die dann da so ausrasten, gerade Johnny so ausrastet, weil du... Ja, weil er einen Grundkomplex hat, weil er denkt, die ganze Stadt gehört dem. Um den Straßen... Das sind doch die großen Ehrenmänner, die haben doch Balls of Steel. Alle quatschen nur, wir haben keinen Bock mehr mit Kiez irgendwas zu machen und geht immer in die Hose, das macht scheiße, aber keiner hat die Eier, denen das zu sagen. Ja, apropos, die haben gestern wieder irgendwelche Vorkehrungen getroffen. Ja, die können sich auch ficken. Ja, sollen sie machen. Ja. Ich mach gar nichts mehr mit denen. Das wird nicht passieren. Wird mich angehen. Hey. Ach, der Kleine. Bist du alleine? Ja, der Tyrus hat mir gefolgt, aber ich habe aufgepasst, ja, dass er mir nicht. Dem Tyrus vertraue ich. Denver ist hinterm Tor. Ja, der hat die ganze Zeit zum. Der will irgendwas. Er hat gepfiffen. Du musst nicht hart arbeiten, du bist auf einem anderen Server unterwegs, aber kein Scheißpexen. Du Drecken. Ach, Curtis, komm rein in mein Büro, ich warte schon auf dich. Du kannst ja nicht einfach rein, du Dude. Setz dich. Du arbeitest mein hier gar Freund. Nicht. Setzt euch, macht bequem. Wir haben was zum Quatschen. Ja, für die muss ich das nicht erklären, was passiert ist, ne? Nee, ich war dabei. Du warst dabei. Ist alles drunter und drüber gegangen gestern. Und Johnny fängt jetzt schon an, mir Steine im Weg zu legen. Setzt euch, ihr Frägel. Ich sag mal so, es kam gestern jemand auf mich zu, der einen Vertrauensbeweis will. Weil der uns Sachen anbietet. Ja. Und der will gewisse Dinge haben. Um Vertrauen aufzubauen und zu gucken, ob wir aus dem Park cool sind, ne? Ob wir professionell genug sind. Und es gibt doch eine Person in unseren Reihen, mit der wir Kontakt haben, die sowas besorgen kann, was der Typ haben will. Und Johnny hat die Dinger heute schon an sich gerissen. Und er hat Taurus. Ja, bis jetzt hier wird noch keine weiteren Infos. Okay. Der Jack steht zwar hier mit ein, aber der lässt mich nicht zuhören und der mault mich an, wenn ich mit ihm quatschen will. Ja. Der ist ein bisschen zickig auf mich, keine Ahnung warum. Bist du alleine? Ich bin alleine, ja. Dann komm zu uns, ich bin mit Dumba, Jeff Cam, Miller und Goofy. Oh, Goofy, vom Goofy krieg ich noch Geld. Wo bist du denn? Oben, Norden, am
Also nicht im Norden der Stadt, ne? Und über diesen Handyladen in einem Autohaus. Der sieht mein Auto da. Alles klar, ich komm gleich mal rum. Und guck, dass du keine Pfeil. Ich wollte sagen, ich fahr mal so um den Highway rum. Ich brauche so 15 Minuten, dann bin ich da. Ja. Die Stimmung im Park ist ganz komisch. Darf man jetzt auch mal was sagen? Na klar, ist die komisch, weil die Lager sich jetzt teilen. Ich frage mich da aber gerade was. Hm? Der Jack hat mich sofort ausgefragt. Ja, ne, erstens natürlich, was Jack da alles erzählt hat. Ne, du sagst, heute hat er die Schlüssel bekommen, oder was? Ja, der hat sich heute die Schlüssel geholt, hat Jazz gemeint von. Wann hat er das heute gemacht? Keine Ahnung, heute Mittag. Okay. Aber eben war keine Spur von dem. Hallo, bisschen Respekt, ihr seid in meinem Büro. Warte mal, halt bitte. Darf auch mal jetzt was sagen? Ja. Habe ich dich nicht gestern um was gebeten? Was denn? Mich zurückzurufen. Ja, und weißt du, was gestern bei uns abgegangen ist? Sag mal, wo ich geschlafen habe. Wo denn? Ich bin unter Brücke gegangen, habe ein Pendlerzelt geklaut und habe da drin geschlafen. Ich war ganz alleine und hilflos und ich wusste nicht, wo ich hin soll. Ja, wo schläfst du denn sonst immer? Zu Hause, aber da konnte ich jetzt nicht hin, weil die haben uns alle verstoßen. Nee, nur ich wurde verstoßen. Kass, ich bin sehr traurig und habe das Gefühl, du willst mich nicht dabei haben. Fresse, Alter. Nie rufst du mir an, nie. Sonst hätte ich jetzt nicht gesagt, du sollst herkommen, du Idiot. Nein, du bist in mein Büro gekommen. So sehen die Fakten aus. Ich hab dir deinen Teddybär gegeben, den habe ich vergessen. Wir haben nicht die Zeit, jetzt Witze zu machen. Das ist wirklich ernst. Das ist auch wirklich ernst. Mein Herz ist zutiefst verletzt. Ich dachte, ich bin dein Cousin. Dämmer, wir haben gestern schon gesagt, dass du mit einer der bist, dem wir vertrauen. Er hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern mit Zurückrufen. Es gibt Flatrate. Hier, und jetzt halt die Klappe. Ich fick deine Scheißblumen. Ruf mich demnächst einfach zurück. Weißt du, was gestern bei uns abgegangen ist, Alter? Wir hatten dieses Gespräch mit dem Typ. Angeschossen. Nein, ich meine ganz später, als wir dich eigentlich zurückrufen wollten. Unsere Handys haben geklingelt, die sind fast explodiert. Jeder uns ist auf die Nerven gegangen. Und wahrscheinlich hat Johnny Leute geschickt, um uns zu suchen. Ich bin fast gestorben. Bist du nicht? Du hast schon oft in der Pernerhöhle gepennt. Ich hab den Penner weggeboxt, aber ich bin traurig. Und ich bin nicht traurig, ich bin wütend. Dann isst die Blumen. Und ich will Blut sehen, ich will Leute töten. Okay, nun haben wir das Förmliche getan. Ich habe eine Idee, wie man Lage nicht entschärfen, sondern zurückschlagen kann. Lass doch einfach die Dealer verpetzen. Was willst du denn die Dealer verpetzen? Ja, dass die kein Geld mehr kriegen, Johnny. Denver. Ja? Wir haben doch Geiselnahmen gemacht, ne? Ja. Und wir haben doch Sachen geklaut. Ja. Taser, Westeln, was weiß ich. Ja. Und das ist alles versteckt. Und nur ich hab Zugriff darauf. Wir könnten alles verkaufen gehen, hätten, was weiß ich, 10 Millionen. Und könnten uns eine Villa kaufen. Ich mag Villen. Klingt doch gut, aber die nicht. Ja, die nicht. Lass doch einfach entweder die Dealer von denen schlagen oder bei Polizei verpetzen. Dann haben die keine Geldquelle mehr. Das ist gar keine schlechte Idee, eigentlich die Dealer auszuschalten. Falls es hart auf hart kommt. Ohne die weh zu tun, tun wir nur die weh mit Geld. Erstmal. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, die wegzuficken. Der ist voll dumm, aber eigentlich auch ganz schlau. Daran habe ich nicht gedacht. Welche Dealer außer Chap und Dungeon haben wir eigentlich? Boah, da müsste ich nachdenken jetzt. Haben wir noch mehr? Ja, das sind... Na, eigentlich nicht. Danju... Also ich weiß, dass Choco Jeff so gerade den absoluten Überblick über alles hat. Choco wollte ich eigentlich auch anrufen, weil den vertraue ich auch. Das ist einer von den normalen. Also der hat den absoluten Überblick über die kompletten Geschäfte. Ich weiß nicht, ob man so vielen vertrauen sollte. Hm? Ich weiß nicht, ob man so vielen vertrauen sollte. Das sind auf jeden Fall die Leute, die nicht auf den Kopf gefallen sind, die nicht dumm sind und auch verstehen, was ich meine, was gestern passiert ist. Aber vielleicht halten sie trotzdem zu Johnny und so, weil die einfach mehr Macht haben. Weißt du? Jo, aber dann machen wir Johnny zu Bitch, zu der eigentlich ist. Ich weiß genug. Und du hast mich auch. Ja, und Denver. Ja, aber Denver hat nicht mehr die gleichen Haare wie Curtis.
Na klar. Nein, ich habe andere Haare jetzt. Egal, Tarnung fliegt nie auf. Die halten mich für einen Basketballspieler. Wichtig ist erstmal, dass die Stimmung da im Arsch ist. Und im Notfall haben wir Tyrese. Tyrese ist auch auf unserer Seite. Dem schneiden wir einen Bombengürtel um. Lass uns doch einfach das Grundwasser vergiften. Oh, den Brunnen im Park. Den Brunnen. Tyrese pinkelt da einfach rein. Zack, alle vergiftet. Aber wenn der Johnny wirklich welche losgeschickt hat, um dich zu suchen, ist das doch nicht so schlau, sich in der Stadt aufzuhalten, oder? Ich glaube nicht, dass die heute suchen. Das war auch nur eine Vermutung. Man muss gestern, aber immer allzeit komischerweise hat gestern Kiez angerufen, alle haben angerufen. Obwohl die Sache schon, was weiß ich, 2 Stunden später schon gegessen war. Wir dann auf einmal haben alle angerufen. Und dann schießen wir den Kopf und werfen den in den Fluss. Wir können auch verbrennen gehen. Da ist ein Krematorium oben am Friedhof. Ja, und der JFK hat ein Dings. Ein Leichenwagen. Die große Frage ist jetzt, was für einen Hammer ich auspacke. Ich muss rausfinden, was der vorhat oder ob die überhaupt irgendwas machen. Und wenn die nichts machen, wie groß die Strafe für dich ist, weil das ist mir nicht gefallen. Du solltest es vielleicht nicht voreilig handeln, weißt du? Erstmal warten, bis Johnny seinen ersten Zug macht, aber du kannst ja trotzdem deine ganzen Asse in der Hinterhand halten, weißt du? Asse haben, aber nicht sofort auf den großen roten Knopf drücken. Genau. Und nur beobachten, das habe ich. Ich habe nur einen großen roten Knopf. Ja, der macht alles kaputt. Ich habe keine kleinen Sachen. Wenn ich wirklich mich entscheide, was zu tun, wäre das nämlich alles verraten und das komplette Kartenhaus an zum Einstürzen zu bringen. Atombombe. Und dann, gehen wir alle unter. Das solltest du vielleicht nicht sofort machen, sondern erst warten, was der erste Zug ist. Aber wenn der mich in die Ecke drängt, ja, wenn der meint, er ist schlauer als ich, soll das versuchen. Aber du solltest jetzt nicht sofort jetzt auf den großen roten Knopf drücken. Aber Bock hätte ich schon. Verdient ja, hat das. Aber nicht alle Knaller sofort zünden, kennst du doch. Aber verdient Silvester. Hat das trotzdem. Wer ja, den vom Boden aufhebt, ist Penner. Weißt du doch. Dann sollte trotzdem nicht seine ganze Kraft schon aufbrauchen. Warum? Ich habe doch nichts zu verlieren. Curtis, ähnliche Sache, aber ein bisschen anders. Ich weiß nicht, was genau hinter steckt. Ob einer von Giffy oder so irgendwas noch gestern mitbekommen hat. Die nächste Sache, die abziehen wollen mit dem Kiez. Giffy, hast du was gehört? Nee. Jack sagte, die waren gestern oben beim Taxiladen und haben den ein bisschen ausgekundschaftet. Und da gibt es wohl nächste Woche eine große Besprechung innerhalb des Unternehmens. Und da haben die sich gedacht, hey, da ist ein Haufen an Mitarbeitern im Taxiladen. Das ist doch perfekt für so eine klassische Geiselnahme. Ich glaube nicht, dass die eine Aktion starten, wenn ich freidrehe. Ja, das ist die Sache. Die wissen ganz genau, wenn ich die Informationen bekomme und das Ding da auskundschaftet und die sehe, dass die da irgendwas reißen wollen, dass ich die verpfeife. Gesagt, wenn die direkt vor der Tür von dem Lost irgendwann machen, könnte da kritisch werden, wenn die Situation zwischen Lost und dem Park immer noch so angespannt ist. Lass die doch einfach die Bikes umfahren von denen und sagen, schöne Grüße vom Junkie Park. Ja, das haben die doch alle schon, die machen doch eh nichts. Die haben doch alle so Schiss vor dem Park, weil da nur Psychopathen drin sind. Ja, Junkie halt. Ich kann schon verstehen. Hä? Keiner macht was. Die Nachtschicht ist permanent unterwegs und macht irgendwas. Ja, aber wenn die erfahren, was so alles passiert. Ein paar ne? Mila, schön, dass du sitzt. Sitzt wenn die bequem? Wissen, wie das gerade so im Park läuft. Ich sitze bequem, ja. Freut mich, ich habe extra neue Stühle in meinem Büro geholt für Kunden. Ja, da die kommt. Sind kasse. Oh, hoffentlich ist der nicht besoffen. Der ist 100% besoffen. Den Juden, die Herren. Besser besoffen? Wie die Kutte aus. Wann nicht? Was sag ich? Okay. Du bist trotzdem ein Wichser, Güffi. Wieso? Curtis, du kannst den Lost. Weil du gestern beim Cody stand, so nichts dazu gesagt hast und auf einmal sagst du, er steht zu dir und bla bla bla. Du hast zu mir gesagt. Ich sag dir eins, nur wenn du mein Bruder bist, verrätst du mich, ne? Schieß dir eine Kugel im Kopf und vergrab deine Leiche. Wie sehe ich aus, jetzt, ob ich meinen eigenen Bruder verrate? Der hat doch schon Zielkreuz auf der Stirn. Güffi wurde als Wichser geboren. Ich werde dir ein scheiß Messer in den Schädel rammen, ich sag's dir. Der hat sogar schon eins tätowiert im Gesicht. Du hast gestern bei Codys gesagt, ob ich mitkomme und da habe ich gesagt, klar, bin ich bei dir. Du hast trotzdem die ganze Zeit scheiße gelabert von wegen, ich bin jetzt Mafia. Ich hab was, was gegen den Güffel spricht. Was denn? Was? Der hat mir gestern meine Bestellung von Codys geklaut. Was denn das? Halt die Schnauze. Das ist ein Dieb. Ich hatte Hunger.
Rechtfertigt das? $500. Ruhig. Du musst dir um mich keine Sorgen machen, ansonsten hätte ich doch schon im Junkie-Pack ausgepackt, was du gestern alles erzählt hättest. Wie, ich hab das eh erzählt, auch vor dieser Tante und so, die Johnny seinen Schwanz lutscht. Dafür kann ich ja nichts. Ja, aber die sagt ihm das doch eh. Ist mir egal, soll er ruhig erfahren. Immer ich so viel Schwanz hier. Aber Küffi hat vorhin nichts gesagt im Park. Und du kannst ja den JFK fragen, ich stand keine Sekunde bei Jack oder so. Und der Jack hat dich gerade die ganze Zeit weggeschickt, Harris? Ja, ich wollte zweimal mit dem Rainer, hat er mich weggeschickt. Beziehungsweise er gesagt hat, der hat jetzt keinen Kopf dafür. Als so hingegangen habe, so gesagt, der Sven gehört eine Moppe da vorne, ich will damit mal fahren. Ich hab keinen Kopf dafür. Was ist mit John? Kann man John vertrauen? John hat mich gerade angerufen. Er gefragt, wo ich hingefahren bin. Was ist mit Beatty? Hab ich gesagt zum John einfach, ja. Was geht ab? Ist alles okay bei euch? Alter. Naja. Was heißt naja? Naja, meine eigene Familie liegt mir Stein im Weg, will mich ficken. Verbannt mich aus dem Park. Ja, das war gestern alles Schmutz. Ja, was soll ich machen? Ja, weiß ich nicht. Anscheinend will Johnny es eskalieren lassen. Warum das denn? Ja, so wie ich gerade mitbekommen habe, macht er schon Aktionen, so. Okay, ich hab davon noch nichts mitbekommen. Ab. Also er denkt, dass er sich absichert. Ja, wenn irgendwas ist, ich sag dir Bescheid. Wenn ich irgendwas mitbekomme. Bist du sicher? Ja, ich bin ja sicher. Was sagst du denn zu gestern? Weil ich bin ja gerade mit ein paar Leuten. Ich muss mal kurz... Ja, das gestern war scheiße. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das kaum meiner mitbekommen hat gestern. Ne, ich stand daneben. Tyrese wusste zum Beispiel nicht, was abgegangen ist. Ja, das war gestern einfach scheiße. Das war scheiße von Jack mit dem auf den Hund schießen, das war scheiße von Johnny, der da rumgeschrien hat und einen auf große Fresse gemacht hat. Ja, dann frage ich mich aber, wenn ihr das alle so scheiß findet, warum nur ich mich aufgeregt hab. Ich hab mich aufgeregt. Davon hab ich nichts mitbekommen. Natürlich. Du hattest doch Kontakte überall hin, ne? Was denn für Kontakte? Ja, du bist doch überall irgendwo vernetzt. Ja. Hast du Kontakte ins Krankenhaus? Ja. Kannst du was organisieren, ohne dass ich dir sag, wofür das ist? Kommt drauf an, was denn? Schlüssel? Bestimmt. Am besten ich muss mal für oben und unten. Und am oben besten und sogar unten. Noch heute. Ich muss mal rumfragen. Ja, ich melde mich. Alles klar. Das ist echt... Jo, rein. Pass auf. Um dir so ein bisschen Infos zu geben, ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem. Ja. Und der bietet Sachen an. Der bietet Sachen an? Ja, okay. Du kannst dir bestimmt schon... Der bietet halt extrem gute Sachen an. Der will aber einen Vertrauensbeweis. Okay. Boah, die ist überall aus. Der will Schlüssel haben. Dann informiere ich mich. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich extrem ich mach mal. Wichtig. Wenn was ist, kannst du dich gerne melden. Ja, versuch mal dran zu kommen und sag Bescheid. Hm? Alles jo, klar. Mach ich. Hau rein. Tschüss. Ach, Mila, was... Das war John. Mila, was ich dir sagen wollte, ne? Ja. Bonjour. John hat doch... Schimmelpöl der Zahnriemen. Du bist ein Dämmer. Er meinte, der muss kurz irgendwas deeskalieren und ist rausgegangen. Ja, wie sieht's aus, wenn wir gleich zu Codys? Ja. Fuck. John, sagst du, der hat doch einen Bruder, der war bei den Medizinern. Der John hat überall irgendwelche Leute. Da war doch sein Bruder da, Ford, oder nicht? Ah, nee, das war Schoko. Das war Schoko. Der Schoko-John. John hat gerade auch am Telefon gemeint, dass was gestern passiert ist, ist Schmutz. Und er hat sich auch darüber aufgeregt. Aber ich verstehe nicht, wenn so viele Leute sich darüber aufgeregt haben oder das selber scheiße finden, warum die gestern nichts gesagt haben. Warum war ich der Einzige mit Mila, die sich gestern dagegen aufgelehnt haben? Und zwar so krass, dass der sagt, ich soll mich aus dem Park verpissen. Ich glaube, das war der Gruppenzwang. Das hat sich da alles ziemlich schnell hochgeschaukelt. Das ging ja schneller als sonst was. Schneller als eine Superkalifragilistik-Expialigetisch sagen kannst. Ja, aber dann noch so rumzukichern und irgendwie... Genau das, was Mila jetzt sagt.
eine auf, ich gebe dir Geld, damit du nochmal nachtrittst oder so zu machen. Wer hat das gesagt? Einfach Schande. Keine Ahnung, einige haben da so rumgegackert. Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich zugestehen, dass ich mich verleiten lassen habe. Da habe ich den Max geboten, Geld, dass er nochmal nachtritt. Ja, ist halt und was scheiße. Hat Memo gesagt? Hat Memo auch was gesagt? Memo war halt dabei. Na, warte, ich war Güffelmüller. Davor oder danach? Nö, allgemein. Der hat gesagt, dass er keine Lust auf ein Köpek im Park hat. Aha. Also auch wieder so ein Mitläuferding. Also Memo war auch gerade ganz schlecht drauf im Park. Ja, der soll die Schnauze halten. Der stand gestern vor Cody's, Mila hat den geblamed dafür. Und Memo dann wieder, was laberst du? Bist du behindert? Ich hab gar nichts gesagt. Typisch Memo wieder. Ich hab mich ein bisschen verleiten alle keine lassen. Eier in der Hose. Keiner hat Eier in der Hose, dem Parole zu bieten. Oder zu sagen, genau die gleiche Sache mit dem Kiez. Alle kamen mal an Jama und so. Dilda, wir haben keinen Bock mehr, mit denen irgendwas zu machen, aber keiner hat die eine Hose, denen das zu sagen. Alle mal herhören. Ich hab 5-mal gesagt, ich hab keinen Bock auf die Pisser. Ich hab 9 Verbündeten. Wen? Und Dempo und ich wollten den Kiez sowieso schon töten. Genau. Was? Wollten wir wirklich? Recht beim ersten voll. Treffen. Das hat dem Johnny auch nicht gepasst, dass ich gestern gesagt habe nach der Aktion, ich werde nie wieder was mit dem machen, ne? Nie wieder. Okay, jetzt darf ich auch kurz sagen was? Ja. Jetzt ganz ohne Spaß. Ich habe 9 Verbündeten. Der Goofy hat ja eben gefragt, was ein Beat hier ist, ne? Aha. Ja. Ich habe gerade mit denen telefoniert. Er kennt nicht so gut Johnny und gegen Jack hat er sich nur geboxt. Gestern, als die Aktion entstanden ist, ist er abgehauen und hat den Streit mitbekommen, hat gesagt, da will ich nichts mit zu tun haben. Der ist nun ganz allein an irgendeinem BMX-Bahn. Sollen wir den holen? Soll ich mal gucken gehen? Ja, Tavis, geh mal abchecken. Der Bitty ist aber netter. Ich war schon länger mit dem unterwegs, der ist nett. Ja, Bitty liebt mich. Wo ist er denn? Genau. Dann fahr du mit Demba mal dahin und guck, ob der allein ist. Dann bring den her. Okay. Alles klar. Wollen wir nicht schon mal zu Cody's? Gleich, Mila. Wir haben wollt noch Zeit. Genauso wie sollen wir danach auch kommen, Gang? Was? Sollen wir danach auch kommen? Ja klar, ihr sollt mit dem herkommen dann. Oder hier. Wollt ihr genauso wie ihr gestern und wie ihr am Park wart und so da zu Cody's gehen? Das ist doch voll auffällig. Ruhe, super Lucky. Ist mir egal, ob ihr ihn dann snitcht, Alter. Lass mich bitte meine P einfach zucken, ohne zu spoilern, Alter. Komm schon. Aber Cody's ist halt immer noch Cody's. Ich will oder? Nicht bannen, jeder. Alter. Aber ich werd bannen. Ja, aber da hilft auch die Mütze nicht, Mila. Guck dir meine Frisur an. Nein, oh warum? Herr, wir können zu Cody's. Die Scheiße, aber den sollte er seinen Leute schicken. Dann weiß ich wenigstens, was Sache ist. Sollte mir nur einmal kommen. Und wer was machen würde. Ja. Ich habe gerade nur meine Chance gesehen, mich zu verkleiden. Tut mir leid. Ach, du hast dich verkleidet. Wie verkleidet? Denkt ihr, ich habe Angst vor denen? Wollt mich verkleiden. Setz die Hut wieder auf, danke mir. Setz nochmal ab, ich habe nicht hingeguckt. Nein, bitte nicht. Mach ich finde den Hut cool. Setz nochmal ab. Der Hut ist cool, aber nicht das, was da... Nicht das! Das kommt, wenn man sich 3 Wochen nicht mehr wäscht. Tattelmila. Der will eh davon erfahren, dass die Lager sich jetzt spalten, ne? Wen meinst du? Ja, Johnny und so. Ja, das, ja, wird, der Jack, das wird der Jack ja jetzt schon merken, wenn Stück ja, für klar, Stück wenn Stück für Stück alle aus dem Park abhauen. Wo müssen wir denn alle zusammen im Trailer schlafen? Ich schlaf mit JFK zusammen. Oh. Okay, nein, warte, ich wollte im Sarg schlafen. Schlaf du im Sarg. Sollte nicht Penguin, sollst einfach nur nicht anfangen zu spoilern, Alter. Mir ist aber egal, ob hier einer steht, der mich verliert. Ich einfach da. Einfach zugucken, chillen. Hast du das Auto gesehen, mit dem ich hier bin, JFK? Hast du das Auto gesehen, mit was wir hier sind? Nö. Der hat mit so einem Chibberig, Junge, Alter. Wir waren gestern mit diesem Escalade unterwegs. Wir können meinen nehmen, ich hab den Rancher XL mit, oder wie der heißt. Landstalker. Ja, was, Landstalker. Wenn die anderen das orten lassen? Können die gar nicht, dafür hat keiner einen Schlüssel, außer Cody. Oh, für meinen Leichenwagen hat Johnny einen Schlüssel. Ja, aber das machen die Orden das nicht. Warum fahren wir dann mit der Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass nicht mal die Nachtschicht was machen wird. Ich glaube, am Ende ist das Ganze nicht mal ganz so wild. Nö, das wird nicht so wild sein, aber es kann ja sein, dass Johnny es drauf anlegen will. Ja, und dafür. Ich sag ja, ich ecker schon seit 3-4 Tagen mit dem an, auch mit der Geschichte mit der Frau, die im Park war. Was für die uns zwar und ja, da ist so eine Olle. Die waren in so einer Gang, keine Ahnung. Mit ihrem Freund und die haben die Gang verlassen. Dann wurde der Freund getötet, geblattoutet.
Dann hat er die Schiss. Was? Und das sollten wir klären und für 200.000 und so. Selbst an dem Abend habe ich mich schon mit Johnny gestritten. Telefon. Ja, Mr. Cringetopia. Du Wichser. An unten würde ich sofort drankommen. Okay. Ja, besser ein von jetzt zwei als gar keinen, ne? Ist richtig. Oben müsste ich reden. Oben habe ich vielleicht eine Chance. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ja, oben habe ich auch nur eine Chance. Ja, dann würde ich erstmal den ersten entgegennehmen, wenn du den jetzt schon besorgen kannst. Ja, das könnte ich in der Nacht dann besorgen. Heute Nacht? Ja. Okay, wir haben eben noch, ich glaube, entweder Zeit bis morgen oder bis nächste Woche Samstag. Aber das kläre ich gleich. Mhm. Ich sag dir dann nur Bescheid. Aber so schnell wie möglich ist am besten halt. Ja, ja. Okay, wunderbar. Okay, dann bis später. Wir sind übrigens gleich bei Cody, ne? Okay, ja, ich komme da gleich hin. Okay, ich rufe nochmal an, wenn wir da hinten auf dem Weg sind. Mach bis das gleich. Okay, einen Schlüssel von zwei haben wir schon. Das ist doch hier. Gut. Für unten. Also fehlt im Prinzip noch der eine. Der oben, aber Jess meinte, die könnte den vielleicht besorgen. Sag und John hat auch noch einen. Den der oben fragen kann. Ansonsten Jeff fragen, was sein Bruder sagt. Ja, mit dem müssen wir erstmal quatschen. Aber Choco ist glaube ich, so der wachsendste von uns allen mit dir zusammen, JFK. Der will auch verstehen, was ich meine. Ja, JFK ist schon ganz schön erwachsen. Ich bin auch alt. Das und weise. Irgendwie. Hä? Was? Was? Nein, aber der ist eigentlich mal echt gut drauf. Das ist unser neuer Agent. Der und Steffi sind eigentlich ganz cool. Willkommen in der Rebellion, Bitty. Aber jetzt ohne Spaß mir ist eine Idee gekommen. Willkommen im Resozialisierungspark. Wir sind die Watchdogs. Guck mal, Karl, ich bin halt bei Teil kreativen Tag. Ja, aber wo ist Tyrese? Der ist alles abchecken, hat der gesagt. Ich glaube, der holt Bier. Der ist besoffen, so. Alter. Was checkt der ab, Junge? Der sieht alles doppelt. Ich sag, der holt Bier. Der geht tanken. Pass auf, BT ist sehr unauffällig. Es ist nicht auffällig, ob der im Park ist oder nicht. Der kann ein bisschen spähen. Wen kennst du denn alles aus dem Park, BT? Keinen außer mich. Der liebt mich. Hat er meinen Ordner gefunden? Jetzt funktioniert der Chat schon wieder nicht, Alter. Hilfe! Ich habe gesehen, dass dein Handy-Hintergrundbild eins von Dember ist. Gang, gang. Ja, weil BT kennt keiner so wirklich. Der liebt dich. Genau, ob der jetzt da ist oder nicht, so das eine das oder andere. Das ist aber egal. Wichtig ist, was du darüber denkst, was gestern passiert ist, wenn du es mitbekommen hast. Mit dem Hund? Ja, allgemein das auch. Das, was danach passiert ist. Also ich habe jetzt mitgekriegt, dass da ein Schuss gefallen ist, dann bin ich hin und dann habe ich halt die ganze Beleidigungssache mitgekriegt. So. Und dann hat irgendjemand 10.000 geboten, wenn man der den Hund tritt. Das war ich. Gesagt, jetzt geht Chat wieder. Okay. Dann habe ich gesagt, jo, mit der Scheiße will ich nichts zu tun haben und bin dann mit Shorty und noch jemand, irgendeine Frau, bin ich dann einkaufen gefahren. Ja. Ja, ich fahre jetzt runter. Okay. Soll ich dann kommen, wo ihr eben wart, bei dem Handyladen? Ja, wird gleich beurteilt. Wir sind alles im Büro drin. Chill ein bisschen. Alright. Okay, bis gleich. Bis gleich. Hast du seine Erklärung genommen? Ja, dass er nichts damit zu tun haben will und dann abgehauen ist. Ich mag den BT, ich vertraue dem. Ich frage mich halt aber immer noch, so viele Leute finden das scheiße, aber keiner hat was gesagt. Hast du gesagt, dass das eine scheiß Aktion ist? Und ich damit nichts zu tun haben will? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, warum man auf Hunde schießt. Ja, weil der gebissen nicht, hat. Wieso der auf Hunde geschossen weil hat. Der beißen wollte. Vielleicht haben sich auch viele nicht einfach getraut, was zu sagen, weil aber sie der, nicht mehr... Du hast ja gesehen, dass der auch mich beißen wollte, als ich da im Kleidungsladen war mit euch. Ich bin ja auch weggerannt, so. Und den Fahrer weggefahren. Der ist dir nur hinterhergerannt. Und der wurde angefahren. Auch beißen, der war voll aggressiv, Mann. Der meinte so... Wie hat der gemacht? Vielleicht wollte er in deinem Fahrrad beißen, Reifen. Kann sein. Aber der ist ja auch pink in den Laden gerannt, Mann. Also er ist keiner gefolgt. Das habe ich schon mal abgecheckt. Was hältst du davon, wenn wir den BTS Spion einsetzen? Brauchen keinen Spion. Warte. Donkey Park hat dir erzählt, dass Curtis auf den Hund geschossen hat. Okay, kann ich deine Nummer eben weiterleiten und Curtis ruft dich dann an? Jetzt fangen die auch nur an zu lügen. Ja, okay. Kann ich auch. Kannst du die Nummer eben aufschreiben, dann könnt ihr quatschen. Wer ist denn da?
Wie heißt du? Achso, okay. David heißt er. Er ruft dich an. Du bist von wo? Rolf. Okay. Okay, ja gut, dann ruf ihn jetzt an. Hat er meine Nummer? Ja. Die sagen jetzt, dass ich auf den Hund geschossen habe. Ja, er fragt so, ja, warum chillt er dann mit dem Hund, nachdem er drauf geschossen hat, der Curtis? Und ich so, was? Was geht ab? Was geht? Warum schießt du auf unseren Hund? Wer sagt denn, dass ich auf den geschossen habe? Warte, ich muss gucken. Johnny. Der Johnny. Du hast dich aus Spaß mit irgendeinem Kollegen geprügelt, dann kam der Hund und dann hast du auf ihn geschossen. Nachdem du denen zweimal gesagt hast, Hund, verpiss dich, keine Ahnung. Aber warum schießt du auf den, statt auf eine Mauer zu springen oder so? Ich hab nicht, pass auf. Wir haben den Hund gestern gefunden, ne? Ich erzähl dir jetzt nur mal die ganze Story, ich hab dir heute schon 15 Mal erzählt. Ja. Wir haben den Hund gestern in der Southside am Klamottenshop gefunden und wollten ihn mitnehmen zum Junkie Park. Der ist aber einem Fahrrad hinterhergerannt. Dann wurde er angefahren vom Kiez. Ne? Von Leuten vom Kiez. Ja, angefahren, ja, das hab ich gehört. Pass auf. Dann kam dieser Frank vom Kiez und meinte, wir sollen den Hund im Kopf schießen. Da hätte ich den fast weggeknallt. Dann ist Mila und ich, kannst du alles abchecken gehen? Fahr zum Krankenhaus, frag die Leute. Oder frag Cody. Dann sind wir nach in Norden gefahren zur Tierklinik mit dem Hund. Weil wir die Tierarztrechnung zahlen wollten. Dann wurde der Hund versorgt. Dann haben wir den Hund wieder mitgenommen zum Park. Dann kam einer vom Junkie Park. Der meinte, was will die Dreckstöle hier? Dann habe ich den Typen geboxt. Und der Hund hat den gebissen, den Typen, den Jack. Dann ist der Jack auf einen Guardian geklettert, hat die Knarre gezogen und auf den Hund geschossen. Der Hund hat den Jack nicht mal getroffen. Der wollte den beißen. Dann hat der auf den Hund geschossen. Dann bin ich komplett ausgetippt. Schon in Sicherheit war. Hä? Während Jack schon in Sicherheit war, ja, hat er der stand auf dem Guardian und hat auf den Hund geschossen. Dann haben wir den Hund wieder eingepackt und ich bin komplett durchgedreht. Und die haben mich aus dem Park verbannt. Ich gehöre zum Junkie Park, ne? Okay. Die haben zu mir gesagt, Johnny hat zu mir gesagt, ich bin eine Missgeburt, ich soll nie wieder zum Park kommen. Und wir sind mit dem Hund diesmal nicht zur Tierklinik, sondern zum Krankenhaus gefahren. Und haben den wieder verarzten lassen. Und danach waren wir bei Codys. Und Cody hat uns erzählt dann, dass der Kusch heißt und zu euch gehört. Okay. Frage 1, wie geht's dem Hund? Ja, wir haben den halt freigelassen. Der ist dann irgendwann wieder in den Turf zurück. Weil dann die Aber dem ist gut. Ja, der ist versorgt gewesen. Okay, kannst du mir die Nummer von diesem Jack geben, der auf den geschossen hat? Mila, gib mal die Nummer vom Jack. Ja, Moment. Geh zur Tierklinik, geh in Krankenhaus, frag danach. Dann weißt du, wer mit dem Hund im Krankenhaus war. Und wer sich darum gekümmert hat. 555? Okay. Ja. Sag, Mila. 199? 109? Ja. 67? Was? 67? 67? 43. Ja. 43. Okay. Ich wurde deswegen, weil ich mich um den Hund gekümmert habe, wurde ich aus dem Park verbannt. Und soll mich nie wieder melden. Und ich habe auch gerade ein Gespräch mit Leuten aus dem Park, die zu mir halten, die selber gesagt haben, das war absolute Scheiße, was gestern passiert ist. Ist scheiße, auf einen Hund zu schießen, wenn man schon in Sicherheit ist. Junge, ich bin gestern so durchgedreht. Der eine will in den Kopf schießen, weil der verletzt auf dem Boden liegt. Diese Missgeburten vom Kiez. Wer war das nochmal? Keine Ahnung, wer genau den angefahren hat. Frank? Ja, dieser Frank meinte, man soll den Hund im Kopf schießen. Was geht? Okay. Und dann meine eigenen Leute schießen noch auf den. Auf einem wehrlosen Tier. Bist du im Dienst? Nein. Ah, Gott. Okay, dann danke, ich versuche den mal zu erreichen. Alles klar, mach das. Hau rein. Wer bist du? Klaue, weißt du. Ach so, du als ob die das gesagt haben, doch, Johnny hat das gesagt. Oh mein Gott. Oh, ich werde angerufen. Irgendwas Leitstelle, was kann ich für sie tun? Hier, Mila, warte. Ja. Dankeschön. Curtis? Das ist schön. Wollt ihr nur sagen, dass ich bereit bin? Jungs, komm mal ganz schnell. Okay, wohin? Ja, hierhin. Im Büro rein? Bah, das ist ja... Hab durchgeladen. Hör mal zu. Das ist ja ganz der Hund gestern, der gehörte zu der Grove, das hat Cody uns gesagt, ne?
Ja. Wisst ihr, was Johnny der Grove gesagt hat? Was? Dass ich auf den Hund geschossen habe. Echt jetzt? Mhm. Die Grove hat mich gerade angerufen. Einer von denen. Der ist hingegangen und hat gesagt, ich habe auf den Hund geschossen. Aber das stimmt doch gar nicht. Ja, ach. Oh. Jetzt wisst ihr, ne, was der für eine linke Tour bei mir versucht. Jetzt will der nämlich sagen, dass ich auf den Hund geschossen habe. Weißt du, was der gestern zu mir gesagt hat? Weil ich meinte, wo ist der Curtis, mein Bruder und so. Und hat er gesagt, ja, dein Bruder, wo ist der jetzt? Steht der hier? Und habe ich gesagt, nein, keine Ahnung, wo der hin ist. Jetzt wollen die mir das anhängen, dass ich auf den Hund geschossen. Zum Glück waren wir im Krankenhaus in Nähe, der kann das bezeugen, dass wir uns darum gekümmert haben. Okay, ich würde sagen, Operation Greenlight. Was heißt das? Bitteschön, Curtis. Danke. Das grünes Licht. Hast du mitbekommen, Jess? Nein, ich meine, das weiß ich, aber ich meine, was ist die Operation? Was machen wir da? Keine wir Ahnung. Wir pushen alle zusammen im Trailer. Hoffentlich findet die Grove jetzt raus, dass die Scheiße labern. Aber die werden wahrscheinlich eh nichts machen. Wollen wir nicht einfach in den Aber Haus wisst ihr jetzt, was ich meine? Und der redet von Familie und es soll ein hinterhältige Pfotze. Und geht jetzt dahin und sagt, ich habe auf den Hund geschossen. Obwohl ich dafür verstoßen wurde, weil ich mich um den Hund gekümmert habe. Der hat mich gerade angerufen, der Typ. Also der Milan angerufen und mich dann. Ja. Und so einen wollt ihr folgen? Wieso folgen? Ja. Ich bin doch hier. Hey, ich folge niemanden bis jetzt. Na gut, dann gehe ich jetzt im Park, schieß auf die und sag, das war Güffi. Hey. Stimmt, euch. Achso, nein, Güffi steht hier, verdammt. Nicht, wenn ich schneller bin und sag, du warst das. Ja, lass Verwirrungsangriff-Cover-Taktik machen. Wir schießen beide drauf und sagen, wir waren das beide. Genau. Sagen einfach, Johnny war das. Der Jack hat doch auf die geschossen, sagen wir. Boah, ich würde jetzt am liebsten... Alter. Ich habe eine super Idee. Warte, wo ist Therese? Der ist ein Eiling, hat er gesagt. Oh. Jess, kannst du das Ding für oben besorgen? Was, die Schlüssel? Nur einen für oben. Schlüsseli für oben. Oh, wird schwierig, muss ich mal schauen. Ich kann dir auch Geld geben. Wie viel brauchst du? 1000, 2000? Ich habe genug Geld. Okay. Das ist halt echt wichtig. Du kannst meine Liebe gebinden, wenn du willst. Wir brauchen den Schlüssel. Ich weiß halt nicht, ob ich das machen kann. Das ist schwierig. Versuch dein Bestes. Du gewinnst meine Liebe. Die tracken halt alles so. Komisch, der Schlüssel für unten bin nicht getrackt. Ja, ich glaube, dass das da vielleicht noch nicht so war. Also es ist halt so, so hat mir das mein Chef gesagt, weil der. Kannst du nicht einfach sagen, du hast ihn im Auto gelassen, der wurde geklaut? Und was, wenn der blufft? Ich muss mal gucken. Ich überlege mir da was, vielleicht kriege ich das hin. Wie schnell könntest du das hinbekommen? Rein hypothetisch. Morgen? Ich kann auf ihn abstechen für dich, wenn du willst. Ach. Ich hab's dir vorhin gesagt, ich kann deinen Chef verprügeln, wenn er dich ärgert. Nee, lass den, ich brauch den. Der bezahlt mich. Ich schenk dir meinen Besen zu Weihnachten. Geh weg. Mich würde so interessieren, was Jamal davon hält, ne? Das ist ein Nimbussi. Aber ich hab den Jamal leider schon vor lange nicht mehr gesehen. Der ist in seinem Zuckerkeller und ich reiche ihn ab und zu im Essen rein. Der beißt mir immer fast die Hand ab. Ja, genau das. Jamal kenn ich noch von früher. Lange nicht mehr gesehen. Ich wusste gar auch nicht, dass er auch hier ist. Auch vom Kindergarten, ne? Nee, von Schule. Also ja, aber da war der, wo ich drauf war. Hey, du lügst, Jamal war nicht. Ja, bitte? Weißt du, was gerade passiert ist? Was denn? Wir haben gestern nach der ganzen Aktion bei Curtis rausgefunden, dass der Hund zu Grove gehört, ne? Ja. Und gerade hat einer von der Grove die Mila angerufen. Warte, Chap, hör mal ab. Hör mal bitte. Gerade hat einer von der Grove die Mila angerufen. Ja. Und danach hat er mich angerufen. Und weißt du, was Johnny denen gesagt hat? Was denn? Dass ich auf den Hund geschossen hab. What the hä? Ja. Das ist kein Witz. Zum Glück waren wir im Krankenhaus und die Leute können bezeugen, dass wir uns um den gekümmert haben. Das ist so dumm. Das ist so unfassbar dumm. Ja, der versucht jetzt wahrscheinlich mit allen Mitteln mich zu ficken, ne? Ja, das... Boah. Der geht dahin, weshalb auch immer, und sagt, ich habe auf den Hund geschossen. Das ist unfassbar dumm.
Ja gut. Habt ihr aber, den Grove habt ihr aber gesagt, dass ihr im Krankenhaus wart, klar. Und so, dass das nicht so ist. Ich hab gesagt, geht zur Hundeklinik, geht zum Krankenhaus, geh, frag Codys, den haben wir das auch erzählt, der hat das auch mitbekommen. Ja, ja. Kannst du jeden fragen gehen, was passiert ist? Was haben die dazu gesagt? Ja, der ruft den, der wollte die Nummer vom Jack haben. Weil ich dem gesagt hatte, Jack hat auf den geschossen. Mhm. Und vielleicht ist Jack so dumm und sagt ihm jetzt, ja, ich war das, und dann sehen die, dass Johnny gelügt hat. Aber die sehen dass Johnny gelügt hat, indem die im Krankenhaus gehen. Oder zu dieser Tierärztin. Da gibt's ja nur eine, glaube ich. Ja, da gibt's nur eine. Ja, gut. Also musst du für dich selber wissen, aber hier bildet sich gerade ein Lager, ne? Ja, also ich sag dir ganz ehrlich so, ich werd keinen von beiden verraten so. So, ich sag dir, wenn irgendwas gegen dich ansteht, weil ich halt keinen Bock hab, dass irgendwie dir was passiert, ich hab auch keinen Bock, dass irgendwas von den Jungs passiert, weißt du? Nö, da wird nichts passieren. Ich werde aber auch keinen von beiden verpfeifen, so. Nein, das musst du ja nicht, aber da wird nichts passieren. Ich bin da nicht lebensmüde, ich renne da nicht da rein mit einer Knarre. Wenn die ganzen Psychopathen da sind. Ich werde einfach das Kanus einstürzen lassen. Mhm. Und dann gehen aber alle unter. Aber. Ruhe, Craig, geh mal weg von mir. Wird man halt sehen, ich wollte dir das nur sagen. Ja, alle Dudes. Okay. Na, wenn du was ist, kannst du auf jeden Fall anrufen. Ja, ich habe gerade mit Jazz gequatscht, die sagt, die Schlüsse von oben werden getrackt oder so, keine Ahnung. Die getrackt? Ja, also, ja, das ist dann. Ja, halt mit so Wert, die rausgenommen, wie auch immer. Aber kann ja einfach sagen, so, ja, die wurde überfallen. Hm. Ja, muss halt gucken, ich muss halt nur mit Cody quatschen. Ja, ja. Alles gut. Okay, dann bis später mal. Jo, hau rein. Ich hab dir im Nacken geküsst. Was denn jetzt? Geld ist nicht wichtig, ich hab genug Geld. Was ist Goofy? Gibst du mir 50? Wofür? Oh, du hast viel Geld, hey! Bin jetzt hier! Du bist ja auch hier! Ja, keine Ahnung. Ja. Sollen wir bei Codys das Essen gehen? Boah, Essen ist geil. Fehlt jetzt nur einer hier? Ja, Tyrese, der Betrunkene. Wo ist denn der? Ja. Das weiß ich nicht. Was ist der Frage? Oder der hängt irgendwo ein Yellow Jack hin und sagt, weiter da. Ja, das kann auch sein. Aber Plan B ist, wir haben ja neulich so eine Kiste mit Sprengstoff gefunden. Einfach. Ist Abu Chaka eingetroffen? Bitte? Was? Nee, Tories einfach das Ding umschnallen und dann ab dafür. Der macht das. Hinten auf Gepäckträger von Chopper. Von Roller. Ich wurde zum Genie geboren. Geboren. Ich bin Araber, ich kann das installieren. Ja, sind wir zu Codys? Okay, Essen. Let's go. Haben wir genug Autos? Ich muss was erledigen, ich komme dann hoffentlich nach. Mal gucken. Okay. Ja. Ich fahre mit geboren. Ich muss auch noch Termine mit Patienten ausmachen und so ein Shit. Mach mal Termin mir. Ja, ich muss jetzt auch für diese MPO da zwei Termine machen oder drei. Ich mach mit. Weißt du schon, nee, wie viele Kurse du noch machen musst? Ja, also es ist halt zum Beispiel, du hast ja verschiedene Sachen jetzt so, diese Traumatherapie und Schizophrenie und so Shit halt. Und das sind halt alles eigene Fortbildungen quasi. Dann ist das so, dann gibt es halt eine kleine Prüfung theoretisch. Und du musst erst alle machen, bevor du Patienten annehmen darfst. Weiß nicht, ob alle, aber auf jeden Fall so ein paar. Weißt du, wie viele das sind? Nee, ne? Nee, aber theoretisch so die grundlegenden Sachen kann ich ja so machen. Wenn jetzt aber du Curtis darfst da ja oben nicht. Auf dem Dach steht und sagt, er bringt sich um so, dann werde ich. Dann mach ich das. Nee. Dann müssen wir erst aufs Dach steigen, damit du uns behandelst. Aber jetzt, nee, ich auch bin so, auch ganz wenn traurig. Sagt, mir geht's ganz schrecklich. Hilfe. Mir geht's so schlecht. Wir brauchen einen Termin so traurig. Bei dir. Ja, genau so ein Ding. Dann sind ja, schizophren. Das war kein Witz, du bist durchgefallen. Ich hab. Warte. Deine Mütze schief. Wieder, du musst dir was ausdenken, schnell. Depariert. Depression. Oh. Depression hab ich. Wie, du hast Depression? Ja. Warum? Ich biete dir ein geiles Leben. Wir haben in einem Trailer geparkt. Genau. Gepennt. Wir haben miteinander gekuschelt. Mit Tigerfell vom Kamin.
Ja, und ich habe ganz viele Bohnen gegessen. Guck in die Gesichter von Curtis und mir, wie kann man da traurig sein? Ein Brettchen? Und einen toten Hase hat ihn gegessen. Ja. Mit Fell. Oh, ja. Ich habe meinen Burger nicht gefunden. Ich wusste schon immer, dass das Mädchen mit Haare auf der Zähne ist. Und auf der Brust. Ja. Mir fällt gerade was auf. Was ist eigentlich mit deinem Triggerwort? Funktioniert das noch? Bauchnabel? Mein Glutes haben sich dumm gekümmert. Puh. Ja, die hat nämlich die Bauchseife fallen gelassen im Knast. Ja. Mir geht's gut. Ich brauch keine Hilfe. Hör auf zu lachen. Danke. Alten Po lecker. Mir fällt immer noch was auf. Hm. Nee. Wie lang Curtis, ne? Sieht die Kunden aus. Das ist kein Kunden, das ist eine Lederjacke. Wir wollten eigentlich campen gehen, wir haben uns angezogen, weil es ganz kalt ist. Aber dann haben wir einen Rock angehabt und dann dachten wir, okay, können wir nicht. Alter. Ich wusste ja nicht, dass man draußen kann. Wer wurde denn sonst? Wer hätte das denn wissen können? Memo hat zum ersten Mal im Leben besser geschlafen als wir. Ich? Auf der Toilette, ja. Also ich habe mal auf so ein Video gesehen, wie so ein Typ in einem Haus gecampt hat. War das ein Camper? Auch hier campen. War das ein Seebär? Oh. Hatten die Seebär-Abwehrunterhosen an? Ja. Glaub schon. Aber spielt keine Ukulele. Werd mir jetzt eine Lederjacke kaufen. Wollen. Mit Rüssel? Ja. Und kleine Reihe Reichen. Haben, Curtis? Ich hab die vom Penner geklaut auch. Ja, da gibt's nichts zu lachen. Du hast mich immer noch allein gelassen. Wir mussten Milas Höschen verbrennen, weil der Kamin fast ausgegangen ist. Da wäre fast die Bude gefackelt. Die hat doch eh fast die eins an. Wenn, ist das voll geschissen. Ja, das stimmt gar nicht. Das stimmt. Aber das Feuer hat die ganze Nacht gehalten, ja? Also das wäre bei den Rocket. Das stimmt immer noch. Ich sag doch, da war aber komischerweise sind die Flammen brau. Die sind braun und blau. Also gemein. I don't like this. Proof my curve. Ja. Aber ich werde mir jetzt erst eine Lederjacke kaufen. Wir sind ab sofort die Lederjacken mit Ledernacken. Sieht auch gut aus jetzt. Wir sind die Bogenschützen aus dem Süden. Ja, ahu. Brrr. Wir sind Robin Hood. Lass jetzt losgehen. Hut, Hut. Ja, lass mal Codys fahren. Okay. Wenn ihr was braucht, dann ruft an. Ich muss ja, ich brauche was, aber du kannst nichts besorgen. Ja, ich muss mal gucken. Ich komm das ist lebenswichtig. Gib dir Mühe. Ja, all ich gebe mir Mühe, versprochen. Die größte Mühe. Ja. Noch mehr Mühe. Schriftteppichboden. Ne? Macht dir ganz viel Mühe. Ja. Tschüss. Seitdem mag der dich, seitdem du weißt, dass du Geld hast. Ich weiß. Ich mag Geld. Ja, mir ist Geld egal. Ich hab. Motor an. Steig jetzt mal in meinem Ferrari. Nach. Okay. Sag, wir fahren nicht hinterher. Ich bringe mir das Gefühl, dass die uns verpetzt. Glaubst du? Mhm. Oh, oh. Und was mit Option, mit Green Light? Was? Green Light, Operation Green Light? Was willst du hingehen auf die schießen? Nee. Watch. Nein, das mit den Dealern. Ach, das tut doch nicht weh. Aber dann kriegen die kein Geld mehr. Wenn die machen doch so schon nicht viel Geld dadurch. Echt nicht? Mhm. Dann sag ich Denver, dass er doch dumm ist. Hoffentlich meint Cody nicht bis morgen.
hungrig werden? Kommst du da raus? Einfach rüberrutschen. Mal am Strand fahren, vielleicht geht da irgendwas. Das macht dann einmal 380 Dollar. Hey, das geht. Das geht. Okay, eine nach dem anderen, dann krieg ich das hin. JD, du nimmst 2 Burger, eine Pommes und 2 Kriminelle, right? Jo. Wie, man kann Menschen kaufen hier? Ja, Menschenhandel ist jetzt legal in Los Santos. Cool. Wer bietet was für Mila? 20 Dollar. 2 Kaukoppen. Ein Penny. Hey! Mila! Ja, ich bin's. Was geht? Ich bin bei Codys und was geht bei dir? Ja, ich bin auch bei Cody. Oh, wollen wir uns treffen? Was? Wollen wir uns treffen? Was ist das denn? Das musst du mir erklären. Wir treffen uns. Sehen. Hallo. Treffen. Wir können ein Date haben. Mieten. Ja, bisschen Monopoly. Ja, auf Nee, mach cool. Ich glaube, sie will mit dir Finger in den Bauch stecken. Och nee, nicht schon wieder. Oh. Dann hat sie wieder Trauma. Hör auf. Ja, und was darfst du dich sein, Mila? Ich möchte ein Kaulquappen-Eis. Ein Kaulquappen-Eis? Ich möchte ein Ü-Ei. Ü-Ei haben wir leider nicht. Da müsst du ans Peter anrufen. Der verkauft so Süßigkeiten-Shit. Ja, woher soll ich denn wissen, wer ist? Willst du die 223, dann kriegst du Knappers und Pürre-Torte. Ja. Musst du anrufen. 222. Kann ich nicht. Hast du keine Schicht? Okay. Ich möchte Kaulquappen-Eis und ein Vanillemilchshake. Wie verlegen sie gleich? Hör auf zu sammeln, du vergisst immer zu schlucken. Könntest du das für dich sein? 2 Cheeseburger zu Schokoshake. 2 Schokoshake. Bitte. Right, mach dir fertig, die andere Bestellung nimmt. Und gleich kurz 3 Minuten deine Zeit. Oh, das wird teuer, hm? Oder auch 4. Du weißt, dass ich Stunden und krieg. Damit. Kriegst du eine geklatscht. Ich bin über Platz, ich komm gleich zu euch. Tap, Andrew, mach dir die andere Bestellung. Nö, ich arbeite heute nicht mehr. Der Wichser. Direkt dafür reinhauen. Viel Spaß bei der Bestellung. Hey, was geht? So, jetzt aber hat bestellt? Ihr? Ich also, bin zuerst dran. Ja, ihr habt gesagt, okay, was du haben willst. Okay, dann machst du mit ihm. Benjamin! Hey! Hallo? Ich hab gesagt, was du haben willst. Ich nehme deine Bestellung auf. Endlich mal jemand! Ihr blöden Penner! Erstens, Pick und zweitens, bei Chicken Burger und zwei große Nummer 9. Keine Ahnung. Was sind denn Nummer 9? Daniel. Das Nummer 9. Hier sehen. Eistee für sich. Ist Schoko nicht gerade herumgerannt? Der war gerade noch hier, ja. Hm. Hallo. Tag. Tag, Tag. Hallo, Homura. Aha. Wingardium Leviosa. Das heißt aber Leviosa. Leviosa. Wo ist denn der hin? Weiß es nicht. Will gerade Pipi machen vielleicht? I want Pipi Max. Jeff? Schuckbärchen? Ukulu? Oh.
Warum gehst du nicht in den Telefon? Ich hab grad gemacht. Warst du kurz im Kofferraum? Ich war so konzentriert auf meinen Pips. Ich hab dich angerufen, du gehst nicht dran. Ja, ich hab das gar nicht mitgekriegt, gerade erst. Wie geht's dir? Ja, nicht gut. Wo bist du überhaupt? Hä? Gerade erst rausgekommen? Ich bin, ja, ich bin schon die ganze Zeit unterwegs. Also. Aber ich hatte kein Handy. Okay. Hast du schon mal bekommen gestern? Nur so angeschnitten oder so von Weitem habe ich es gesehen, ne? Mhm. Was hast du? Ach so, du was war, standst du daneben, was? Naja, von Weitem, ne? Stand vorne da, wo die ganzen Autos stehen, wo da Jack rumgeschossen hat. Ach, du hast gesehen, dass Jack rumgeschossen hat? Ja. Weißt du, was Johnny der Grove erzählt hat? Weil der Hund kam von der Grove. Okay, ne, das habe ich mitbekommen hier. Das hat, hat Cody dir das nicht gestern hier erzählt? Ja, genau. Ja, weißt du, was Johnny zu Grove gesagt hat? Nee. Dass ich auf den Hund geschossen habe. Okay. Okay. Die Lager teilen sich gerade, ne? Das gefällt mir nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe nur einen großen roten Knopf. Und das heißt, alles zu verraten, was ich weiß. Überall Leben, alles zu stecken. Und das ganze erbeutete Zeug zu nehmen und das zu verkaufen. Hm. Denkst du, hast du wirklich nur den einen Knopf? Ja. Wer tut am meisten weh? Ja, aber der tut ja allen weh, oder? Naja, nicht wirklich. Man muss ja auch beweisen, wer wo dabei war und so, aber... Keine Ahnung, ja, was soll ich machen? Guck mal, was mit für Mittel der arbeitet. Fängt schon an rumzulügen. Weil das nicht verkraften kann, weil das ein dreckiger Schwanzlutscher ist. Ich hab Johnny jetzt aber auch schon seit... Also gestern habe ich mit ihm nicht gesprochen und heute... Der war wohl heute Mittag unterwegs, weil er sich mit Jazz getroffen hat. Der hat nämlich das Zeug, was wir bei Jazz gebunkert haben, direkt abgeholt. Weil der Vorkehrungen trifft, weil der Angst hat, ne? Dass ich die unter Druck setze oder so. Okay. Aber der hat eine Sache dabei nicht beachtet. Also ich habe da nur so einen Trumpf, was die betrifft, im Ärmel, aber... Ich wusste gar nicht, dass Jess überhaupt was hat. Ja, ja. Ich dachte, der, der arbeitet schon dagegen, so, weil der Schiss hat, dass ich alles verrate. Ja, aber ich schätze dich gar nicht so ein. Das hat Jess mir gesagt. Dass der heute Mittag gekommen ist und das Zeug geholt hat. Was die noch von uns hatte. Ich meine, ich schätze dich nicht als Verräter ein. Also, keine Ahnung. Ja, wenn ich es nur... Keine Ahnung, wenn, die Cops rufen, wenn irgendwie Quatsch passiert oder so. Das ist ja das eine, aber... Wenn der mich dazu drängt... Guck, der geht zu Grove hin und sagt, ich habe auf den Hund geschossen. Hat die Grove das erzählt, oder? Die Grove hat... Einer von der Grove hat Mila angerufen. Und Mila hat die Nummer weitergegeben. Und der ruft mich an und sagt... Der David hat mich angerufen. Ja, genau der. Der hat mich auch angerufen. Ja, okay. Und der ruft mich an und sagt, warum schießt du auf den Hund? Sagst du, wer hat gesagt, dass ich auf den Hund schieße? Meinte so Johnny. Und jeder von uns weiß, also, ne? Und auch die im Krankenhaus, dass ich nicht auf den geschossen habe. Wann hat er das denn gesagt? Weil ich habe vorhin mit dem telefoniert. Vor 20 Minuten oder so hat er mich angerufen. Also ich habe vorhin telefoniert mit dem. Was heißt vorhin? 19 Uhr. Und weil der mich angerufen hatte und ich habe gefragt, was los ist. Und er so, ja, da hat wohl jemand auf den Hund geschossen. Ich wollte wissen, wer das war. Aber das hat sich schon geklärt. Ja, weil der irgendjemand angerufen hat oder... Irgendwo halt, zu mir hat er am Telefon gesagt, Johnny hat das gesagt. Okay. Und dann habe ich dem die Story erzählt, dass der jetzt angefahren wurde vom Kiez, dass die den Hund plätten wollten, dass wir danach in der Tierklinik waren und danach da wieder hingefahren sind und dann Jack auf den Hund geschossen hat und wir wieder zum Krankenhaus mit ihm mussten und ich dann so getiltet war, dass Johnny zu mir gesagt hat, dass ich eine Missgeburt bin und aus dem Park verschwinden soll und ich soll nie wiederkommen. Das macht er jetzt. Mir gar nicht. Ja. Aber ich wiederhole mich heute schon den ganzen Tag. Sein dummes Gequatsche von seiner Familie, wir müssen zusammenhalten, bla bla bla. Anscheinend hat das alles keinen Wert. Nee, ich glaube, das, was ihr braucht, ist mal, dass ihr euch mal aussprecht, oder? Warum soll ich mit dem reden? Code Green. Code Green. Oha, was heißt Code Green? Was soll ich mit dem quatschen jetzt, wenn er schon so anfängt jetzt. Ja, ich glaube erstmal schon mal gar nichts, was die Grove erzählt.
Aber das ist ein anderes Thema, wer jetzt geschossen hat oder nicht. Meine, wenn das stimmt, dann ist natürlich scheiße, aber ich glaube jetzt erstmal nicht irgendwas, was die Grove hat. Aber warum sollten die sagen, Junior hat denen das gesagt? Keine Ahnung. Aber warum sollte... Ich weiß nicht. Ja, aber wahrscheinlich, weil der seinen Kopf aus der Schlinge ziehen will. Gegen die Grove? Keine Ahnung, kann so sein. Ach, ja, ich weiß, dass keiner die angreift. Ich weiß, dass die jeden Tag Faxe machen, keiner kommt zum Park und macht irgendwas. Ja, nee, das meine ich ja nicht, aber Grove ist doch gar nicht mehr existent. Das sind doch bloß noch Mechanikerschrauber. Bedeutet ja nicht, dass die Grove irgendwas macht, aber die wollen halt wissen, was abgegangen ist. Weil das deren Hund ist. Nein, jetzt nicht. Ich mag das nicht, wenn das so ist. Ja. Yes. Bist du? Ich bin hinter Cody mit Jeff am Quatschen. Achso, okay. Nimmst du mein Zeug entgegen? Warte mal kurz. Hier ist so laut. Entschuldigung. Darf ich mal? Achso, schön, was? Christian, Mila. Warte. Nimmst du mein Essen entgegen? Ja. Ich komme sofort. Ja, okay. Weißt du, was das Krassere daran ist noch? Mhm. Gestern hatte mich jemand kontaktiert. Und der will Sachen verkaufen an uns. Okay. Ne? Ach, der, auf den wir schon so lange warten? Ja. Okay. Der kam gestern. Der weiß ja nichts davon, dass da jetzt gerade die Lager sich teilen und so. Na gut, das ist ja auch nichts, was jetzt irgendjemand angeht, ne? Nö, aber ich hab dem halt direkt gesagt, ne? Also beziehungsweise ich hab einen kleinen taktischen Move gemacht und mit dem Handschlag eingegangen, dass der nur Geschäfte mit mir macht. Weil ich es nicht zulassen werde, dass Johnny das macht. Und wir haben jetzt bis Samstag, ich weiß nicht, ob es morgen oder nächste Woche Zeit, etwas zu organisieren. Und wenn wir das bis dahin nicht hinbekommen, wird er sich nie wieder bei uns melden. Okay. Und es gibt keine Geschäfte. Das ist aber nicht der Kopf von Fischer. Hm? Was das ist denn? Aber nicht der Kopf von Fischer, den wir besorgen sollen. Nee. Okay. Sind eigentlich zwei sehr einfache Dinge. Eine Sache davon haben wir schon. Sind halt Schlüssel, okay. Ne? Schlüssel? Für Krankenhaus. Oben und unten. Einen davon haben wir. Hätte ich das mal gewusst, als ich da gearbeitet habe. Hätte ich mal welche nachgemacht. Ach, das besorgen wir so. Kannst du mich zu ihr sperren? Ist auch ganz egal, ob ich die Sachen besorge und das selber in der Hand habe oder ob ich das nicht besorge. Am Ende tut halt dem Park richtig weh. Was du möchtest, ne? Ja, ich hab... Ja, also ich möchte nicht in deiner Haut stecken gerade. Weiß nicht, was ich mache. Keine Ahnung. Mal gucken, was sich nur so ergibt, was ich nur an Infos reinkriege. Wenn es hart auf hart kommt, ziehe ich halt das Kartenhaus auseinander. Und dann ich bin gezwungen dann, was zu tun. Ich bin gezwungen, das Kartenhaus einstürzen zu lassen. Und ich bin nur gezwungen, dann Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht möchte. Ich habe keine Angst vor denen. Ich habe auch keine Angst vor den Nachtschicht. Ich habe vor niemandem Angst. Ja, darum geht's ja auch nicht. Du sollst keine Angst haben. Ja, ich meine, ich rede nicht so von dieser Angst, sondern dass ich so einen Respekt von denen habe, dass ich nichts mache. Ja, das ist aber, man müsste also, ich merke langsam, wie krank ich werde. Ich renne nur mit einer SMG da rein, ist mir scheißegal. Nein, das machst du nicht. Wenn die mich zwingen, mache ich das. Es zwingt dich keiner. Also, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Dialog finden. Also du musst mit Jack reden. Ich werde mit keinem von denen quatschen. Das hatten wir nicht. Da sind wir schon weit drüber hinaus. Dass ich mit einem von denen quatsche. Ich denke, das ist doch erst gestern passiert, oder nicht? Ja. Hast du schon mal mit jemandem von denen gesprochen? Nein, ich brauche auch nicht mit denen reden. Warum denn auch? Ich weiß genau, wie das endet. Einer von denen will wieder so tun, als wäre der Big Boss und ich habe Unrecht und ich folge gerade rum. Und ich kümmere mich ja eher um den Hund, anstatt um die Leute und um die Familie. Weil die zu dumm sind. Die spielen sich nur auf, die denken, die wären die Kingpins der Stadt. Denen gehört alles. Die spielen sich ab, denken, die wären der große Boss hier. Und die haben immer recht.
Dabei sind das beide Lutscher. Und Lügner. Aber lügen kann ich auch. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, genau. Aber da gehe ich nach, ob das wirklich so ist. Also ob die Grove Scheiße erzählt. Ob dazu gehen wir, dass der das gesagt hat. Dann steht der vor allem schlechter. Als ob, wenn du zu Johnny gehst und ihn fragst, hast du das zu der Grove gesagt, als ob er sagt, ja, hab ich. Wenn er das zugibt, dann weiß jeder Bescheid, was das für eine Bitch ist. Ach, das ist eine scheiß Situation. Aber irgendwie habe ich Bock drauf. Weiß nicht. Wenn man ja, jetzt so muss lange doch, unter... muss doch irgendeinen Weg geben. Was müsste man denn machen, damit du einen Schritt kommst? Mir gefällt der Gedanke, dass ich dem eine Knarre in den Mund check. Dem Johnny? Hm? Weißt du, wenn du dich so... Irgendwann musst du deinen Meister finden. Das ist im Leben immer so. Du übertreibst so lange, bis jemand kommt und dir in die Fresse haut, bis du wieder auf den Boden der Tatsachen kommst. Und das fehlt bei dem. Seid ihr nicht miteinander verwandt? Ist mir doch egal. Okay. Scheint ja nichts wert zu sein. Ich bin gerade ratlos, also. Und ich stehe immer mehr unter Druck. Oder ich bilde mir das ein. Ja, vielleicht machst du dir den auch selber. Ja, aber berechtigt. Also. Ich schrecke auf jeden Fall von nichts zurück, mir ist egal. Auch wenn ich sterbe, ist mir auch egal. Also mittlerweile wird mir das wirklich. Warum? Ganz ehrlich, mittlerweile ist mir das alles egal. Wenn er mich in eine Ecke drängt, bin ich wie eine Ratte und dann komme ich. Ist mir auch egal, wer da steht. Dann fahre ich da mit einem brennendes Auto rein und mach alles weg. Soll die ganze Stadt sich einscheißen vor den Psychopathen, vor der scheiß Nachtschicht und so. Ich hab keine Angst vor denen. Ich kenne die schon mein ganzes Leben. Aber ich sag, wenn es knallt, dann knallt es richtig. Und dann nehme ich alle mit. Muss ich ja. Was steht ja auch keiner hinter mir. Außer vielleicht mein Bruder und Nila und so. Und auch JFK, aber die verstehen das. Alle anderen verstehen das irgendwie nicht. Oder die doch, interessiert das nicht verstehen. Oder die halten sich raus. Also wie gesagt, ich kann dich verstehen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt mit Johnny noch nicht gesprochen. Ja, aber das möchte mal gern wissen, was du daran an seinen Aktionen verstehst. Jetzt mal abgesehen von der Grove. Ich weiß halt nicht, was vorgefallen. Also, naja, gut, wir haben den Hund gefunden, der wurde angefahren vom Kiez. Okay, auf den Hund zu schießen. Pass auf, das habe ich heute schon 50 Mal erklärt. Wir haben den Hund gefunden, der ist zum Junkie Park gerannt, der wurde angefahren vom Kiez. Dann kam der Frank, der dreckige Choleriker, wieder und meinte, man soll den Hund im Kopf schießen. Dann war ich kurz davor, den wegzuknallen. Dann sind wir mit dem Hund in die Tierklinik gefahren und Johnny hat mit dem Frank und so gequatscht an der Ecke. Wieder irgendwelche Scheißgespräche über irgendwelche Aktionen, die sowieso sinnlos sind. Dann sind wir zurück zum Park und dann kam Jack aufs Auto zugelaufen, schon richtig so geplant. Gründe weiß ich nicht. Und meinte, was will die Dreckstolle hier? Dann habe ich den geboxt, dann hat der Hund den gebissen oder wollte den beißen, weil der Hund mich verteidigen wollte. Dann ist Jack auf den Guardian gesprungen und hat auf den Hund geschossen. Und dann bin ich ausgerastet. Ja, genau, das habe ich gesehen. Und warum hat Johnny gesagt, du sollst dich jetzt... Wir haben halt den Hund in Cavalcade gepackt, Mila und ich, weil der am Bluten war. Wir wollten zum Krankenhaus fahren. Dann kam Johnny und ich war so tiltet, dass ich zum Johnny gesagt habe, soll die Fresse halten. Und da meinte der, ich bin eine Missgeburt und ich soll nie wieder zum Park kommen. Weil der sich wieder aufspielt. Weißt du, steht dann wieder mit seiner geschwollenen Brust ohne Haare da. Und tut so, als wäre der mega krasse OG. Und irgendein Boss von irgendwas, als hätte er noch irgendwas geplant. Als hätte er irgendwie Ahnung von irgendwas. Das ist das, was der mir hinterher geschrien hat. Und dann habe ich gesagt, okay. Und seitdem habe ich nicht mehr den gequatscht. Die haben dann wohl gestern davon erfahren, dass der eine Typ da mit mir quatschen wollte, der Wichtige, über Cody irgendwas weitergequatscht hat hier. Mhm. Und dann wurde angerufen, aber die haben Mila angerufen.
Und Mila meinte so, irgendjemand will sich entschuldigen und so. Aber erst nach der Aktion halt, ne? Nachdem die rausgefunden haben, dass der gequatscht hat. Okay. Sieht für mich natürlich so aus, ne? Jetzt wissen die, okay, der Typ ist da. Jemand Wichtiges. Jetzt müssen wir das schnell mit dem klären, weil der nur mit mir geredet hat. Auch wieder irgendwie so ein Verrat an sich. Ja, und dann die Sache mit Jess. Ich habe halt Jess nach einem gefragt, weil ich wusste, dass die Schlüssel hat, ne? Und ich habe die gefragt. Klar. Und ich habe die gefragt, ob die das organisieren kann. Und weißt du, was die mir gesagt hat? Ich habe heute Mittag schon mit Johnny gesprochen, der hat schon alles abgeholt. Okay. Kann ich kurz stören? Ich gehe nochmal in der Booth was essen, dann gucke ich, dass ich den Tyrese finde. Komme ich mit dem Tyrese wieder? Ja. Ich rufe dich dann wieder an, ne? Ja. Okay. Der hat schon alles von Jess besorgt, was die bei uns gebunkert hat. Aber eine Sache hat er halt vergessen. Aber ich habe Jess auch schon getestet, ob die mich verrät. Na gut, mit Jess weiß ich nicht. Ich bin da vorsichtig. Ich hab auch keine Ahnung. Der Logan erzählt ja, die ist mit dem Logan von Yardi zusammen. Wer? Logan von den Yardi. Ach, Jess ist der mit Jess zusammen? Gesagt, dass er mit Jess zusammen ist. Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, zu wem die hält oder... Ja, ich weiß halt auch nicht, deswegen bin ich da vorsichtig. Aber mir ist das egal. Wenn ich erfahre, dass die mich verrät, mache ich die platt. Komplett. Ach man, das ist aber eine verzwickte Situation. Und meinst du nicht, dass ihr euch einfach nur da jetzt an dem Tag überschlagen habt, alle beide? Ich bin ehrlich, ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht und auch selbst reflektieren gedacht. Ja, das glaube ich. Um zu gucken, ob ich was falsch gemacht habe, aber ich habe eigentlich nur gehandelt wie ein ganz normaler Mensch. Ich meine, okay, wir bauen Scheiße, ne? Ich habe auch schon auf Cops geschossen und so. Ja, okay, aber da geht's um ein Tier und. Und mir sind halt immer die Wörter eingefallen und die Sätze von Johnny und so. Ja, du musst das und das machen für die Familie, wir müssen zusammenhalten. Auch das mit JFK hat er mir vorhin erzählt. Weil JFK bei einer Aktion nicht mal mitmachen wollte, hat Johnny den auch dicht gelabert, von wegen, wir müssen alle an einen Strang ziehen und so. Und dann gehen die so auf mich drauf, weil ich mich aufreg wegen einem Tier. Und zwar so krass, dass er mich verstößt, so seine eigene Familie, dass er sagt, ich bin eine Missgeburt und soll mich verpissen. Und jetzt anfängt so bei sich versuchen abzusichern und wahrscheinlich davon ausgeht, dass ich alles verraten werde. Daran merkt man doch schon, dass der Angst hat. Der denkt jetzt, ich renne los und gehe zum Fischer und wie die ganzen Motherfucker heißen, mit denen die am Quatschen sind und mit denen die da Infos tauschen, auch gegen andere und so. Und denkt jetzt, ich verrate alles. So sehr scheißt er sich in die Hose. Aber zugeben würde er es niemals. Weil der muss ja seine Position behalten, ne? Er darf sein Gesicht nicht verlieren. Weil noch mehr Leute den sonst den Rücken kehren. Und der am Ende ganz allein da steht. Oder mit Jack nur. Wenn die merken, was er für Faxen macht. Die haben recht. Alle haben recht, wenn die sagen, dass ich nicht so solche kriminellen Energien habe wie die. Ich habe halt nie auf der Straße abgehangen. Aber die sollen nicht denken, dass ich dumm bin. Ja, aber die denken, die werden schlau. Weil die schon ihr ganzes Leben lang solche Sachen machen. Und auf der Straße abhängen und zinken und verraten zu ihrem Vorteil. Und nur an das Business denken, auf die Familie anscheinend scheißen. Und dass der ihr Wort gar kein Gewicht hat. Die denken halt, die sind schlauer. Ich bin jetzt im Überlegen, wie man das lösen kann, aber mir fällt nichts ein. Du kannst das nicht lösen. Man muss halt, keine Ahnung, irgendjemand muss den ersten Schritt machen. Du kannst das nicht lösen. Der wird niemals da stehen und sagen, ich hatte Unrecht und so. Wird er niemals machen. Nein, aber ich glaube, dass er das nicht so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Weißt du, also, man doch. Kennt das ja in so einem Rage, wenn doch. Man was sagt, was man nicht so gemeint. Es ist halt immer schwierig, sowas dann zurückzunehmen. Ich glaube, du kennst Leute nicht, die so ein großes Ego haben. Und sich so aufspielen. Die kannst du nicht bekehren, die kannst du nicht belehren. Die sind so felsenfest davon überzeugt von ihren Ansichten, dass die sich niemals umstimmen lassen. Und das ist er. Ist ja nicht schon seit gestern so, ist ja schon seit Tagen so, dass immer mit dem Aneck. Ja? Hast du gar nicht mitbekommen.
Klar, die eine, diese komische Frau bei uns war, die sind 200.000 angeboten hat, damit wir da irgendwie so eine kleine Straßenklicke zunichte machen. Diese fünf Mann da. Ah, die Jules, ne? Da hatte ich doch auch schon Stress mit dem. Da habe ich doch auch schon gesagt, der soll die Fresse halten. Da kann ich die Jules verstehen, die wurde monatelang geladen. Es ging nicht um die. Es ging darum, dass wir im Kreis standen und ich da hingekommen bin. Und dann gefragt habe, wer die ist und so. Achso, okay. Und der zu mir meint, ich weiß nicht mehr genau, was der gesagt hat. Der hat sich auf jeden Fall wieder wie der Oberboss aufgespielt. Und dann habe ich zu dem gesagt, er soll die Fresse halten. Und dann meint er wieder, ja komm raus aus dem Kreis, dann boxen wir uns. Halt hab wieder einen auf Pablo Escobar gemacht. Und sonst bin ich auch immer angeeckt. Weil ich das halt nicht mit mir machen lasse, ne? Ich lasse nicht auf mich runtergucken und mich behandeln wie ein Stück Scheiße. Nur weil er ja in irgendeiner Fantasiewelt lebt. Weil er denkt, er wäre der große Boss. Weil die überall Faxen machen und keiner kommt zum Park und denkt, alle haben Angst vor denen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass Johnny dich immer mitgenommen hat, wenn irgendwas Wichtiges war. Ja, der wollte mich ja ausbilden. Der wollte ja... Der hat ja quasi das, was ich jetzt in meinem Kopf habe, hat er ja erschaffen. Dass ich überhaupt an sowas denke. Ich habe schon Rachegelüste. Ich stelle mir schon gerne vor, wie ich dem Messer im Schädel reingramme. Damit Ruhe ist. Soll jeder seines Weg gehen. Klar, warum nicht? Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Vor allem, wenn du dann sowas hörst, ne? Wenn die Grove anruft und... Warum sollten die das erfinden und lügen? Ach, warum sollte Johnny lügen? Was eine Bitch ist. Warum sollte der denen erzählen, dass du das warst? Keine Ahnung. Damit also er außer hält um die, also das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, ist, dass es gesagt hat, dass er hofft, dass die dich versuchen anzufassen, damit die dann auseinandergenommen werden Quatsch. Von uns. Weil so wär's. Also du kannst mir auf keinen zeigen. Nee, der hat das wahrscheinlich gesagt, um das zu vertuschen, weil keiner so wirklich cool damit ist, was gestern abgegangen ist. Mit jedem, mit dem ich jetzt gequatscht habe, auch mit diesem Beatty, der gar nicht zu uns gehört, der nur so bei uns abhängt. Der hat gesagt, als der das gestern mitbekommen hat, ist der mit diesem Shorty direkt abgehauen. So, die wollten da gar nichts mit zu tun haben. Keiner ist damit cool und das will der halt versuchen zu vertuschen. Der hat halt gemerkt, dass der einen Fehler gemacht hat und weiß, dass die Leute einen Fick auf den geben könnten, wenn das rauskommt. Dass der so reingeschissen hat. Davor hat er, glaube ich, wahrscheinlich Angst. Ist schwer, aber ich bin zu allem bereit, ist mir scheißegal. Und je länger das dauert, umso krasser wird das auch, hundertprozentig. Ja, das glaube ich, aber das fährt sich fest. Wie gesagt, ihr müsst dringend miteinander reden, wenn das irgendwie geklärt werden soll. Selbst wenn der kommen würde und würde sagen, lass uns quatschen, werde ich nicht machen. Warum bist du denn so stur? Weil ich das nicht machen werde. Weil wenn ich jetzt nachgebe, ich habe das Mila gestern auch schon erklärt, wenn ich jetzt komme und nachgebe, kennst du das so? Du unterdrückst eine Person oder behandelst eine Person schlecht und die wehrt sich dann. Und wenn die dann auf einmal so, man wundert sich erst, okay, die wehrt sich. Aber wenn die dann wieder aufgibt, dann weißt du, okay, mit der kann ich das immer machen. Und ich werde mich niemals unterdrücken lassen. Nein, du sollst nicht angekrochen kommen, sondern ihr sollt auf Augenhöhe ein Gespräch führen. Das wird aber nicht auf Augenhöhe sein, weil der noch seinen Meister nicht gefunden hat. Ich werde erst mit dem reden, wenn er seinen Meister gefunden hat. Und das bedeutet, ich werde einen Baseballschläger im Arsch stecken. Oder ich werde ihm eine Kugel verpassen. Damit er merkt, jetzt sind wir auf Augenhöhe. Erst dann kann man mit dem quatschen. Da muss was passieren, 100 Pro. Ja, vielleicht muss ich kloppen, bis einer am Boden liegt, dann kann der andere nicht wegrennen. Dann wird geredet. Das hat nichts mit Wegrennen zu tun. Nein, ich sag nur, also irgendwie, keine Ahnung, wir müssen das ja irgendwie zusammenkriegen. Also, aber du musst das auch wollen, wenn du das nicht willst. Nein, ich will das nicht. Der muss erst seinen Meister finden. Dann können wir reden. Dann steht der nicht vor mir und denkt, der wäre der Boss. Weil dann steht er vor mir und weiß, ich bin bereit, Sachen zu tun. Bis zum Ende. Dann würde ich sagen, ist die Ausbildung abgeschlossen. Vielleicht ist das deine letzte. Ich glaube, ich brauchte gar keine Ausbildung. Ja, gut, ich habe schon in Zeiten der 56 die Leute nicht ernst genommen. Wie die da saßen. Diese ganzen möchtegern Anführer ihrer Gruppen und Straßengangs, die
jeden dritten Tag ihr Zuhause wechseln und du darfst die Farbe nicht tragen und ich... Unsere Autos sind alle blau, lila, gelb und diese ganzen Vollidioten. Das sind Kinder, Junge. Da bin ich voll, ich da nochmal. Ich saß da in der Projektmappe und die erzählen da irgendwas von Big Business Plänen mit Passwörtern auf einer Route und irgendeiner Flag und wie die alles wegwichsen und dann erlebe ich, dass die einmal Stress haben und dann ihre Schwänze einziehen und sich verpissen. Und ihr Zuhause, was die beschützen wollten, wo die geboren sind, aufgewachsen sind, ihre Zuhause verlassen, nur weil es mal ein bisschen knallt. Was sind das für Witzfiguren? Dann irgendwelche Vollidioten in der Eastside, wo die ganze Familie in einer Gang ist und die alle ein rotes Hemd tragen und auf den Dächern chillen und Mau Mau spielen und so ein Quatsch. Ich meine, man kann ja Spaß haben. Was machen wir? Aber wir sind aber auch keine Gang. Richtig. Wir beschützen keinen Turf. Wir haben keine emotionale Bindung zu der Gegend, wo wir herkommen. Was sind das da? BOM und wie die alle heißen. Wir haben Stress und übernachten bei irgendwelchen Mexikanern im Norden, zelten da. Aber rennen rum mit einer Knarre. Und sagen, uns gehört das, der Pilzhandel und verstecken sich dann. Ich glaub, seit wann macht eine Farbe dich zum Mann? Seit wann macht eine Knarre dich zum Mann? Diese ganzen Vollidioten. Den Yardis gehört jetzt die Pilzroute. Ja, die sind nur die einzigen, die du ein bisschen ernst nehmen kannst, weil die Dinge durchziehen, die dir auch sagen und die sich nicht verstecken. Was geht ab? Die würden sich niemals im Leben würden die sich verstecken. Die stehen zu dem, was die sagen und ziehen das da durch. Alle anderen verpissen sich. Ziehen dann weiter mit ihrem Wanderzirkus aus roten Autos oder blauen Autos ab in den nächsten Turf. Ja. Schmeißen irgendwelche Gangster ein, so ein gegen Witzfiguren. Ich glaub, hier vorne kommen wieder irgendwelche Lila an, ne? Ja. Das ist ein absoluter Wanderzirkus, was hier abgeht. Wie soll man solche Vollidioten ernst nehmen? Denken, wer eine Mama, die eine Knarre in der Hand haben. Verstecken sich irgendwo unten in den reichen Gebieten. Und chillen da vor irgendeinem Haus, was denen nicht gehört. Tragen irgendwelche Flags und reden was von Familie und Ehre und was weiß ich. Ja. Die Boys over Money. Verstecken sich eine Woche. Money. Genau, der Block ist mehr wert als Geld. Rekrutieren irgendwelche Vollidioten am Stadtpark und dann stehen die wieder bei sich zu Hause oder wechseln sogar hier zu Hause. Das Größte, was du eigentlich verteidigen solltest, wenn du... Oh mein Gott. Tragen irgendwelche Hemden aus den 80s, Alter. Machen auf Straßen gegen diese Wikipedia-Gangster. Zu viele Dokumentationen geguckt, die Idioten. Ja. Teilen sich mit 17 Gangs eine Route. Damit die ja abgesichert sind, dass keiner denen ihr Spielzeug wegnehmen kann. Und dann kommen da so ein paar Bekloppte in eine Badehose mit Keksmasken, im Unterhemd mit Cowboystiefeln und fucken dich ab und die machen gar nichts. Die stehen da rum und lassen sich abziehen. Ja, und wissen am Ende sogar noch, wer das war und keiner kommt. Keiner macht was. Und ich rede nicht davon, dass die kommen mit Waffengewalt. Sondern dass die mal kommen und Eier beweisen und sagen, Jungs, beim nächsten Mal knallt's. Stell dir mal vor, du bist hier auf der Straße und jemand kommt und klaut dein Handy. Jedes Mal, wenn er dich sieht, der kommt schon aus 100 Metern vor dir, lacht dir in die Fresse, klatscht dir und nimmt immer wieder dein Handy weg. Und du stehst da mit deiner Fleck und deiner 50er Kaliber und schreist gegen, gegen und laberst gegen Scheiße. Aber wer einer zieht die Fleck an? Dann gibt's aber Krieg. Der hat unsere Flecke abgezogen, das ist Disrespect. Aber irgend so ein Hillybilly aus dem Norden kommt jede Woche, klatscht ein und klaut dein Handy. Oder du bist in einem Motorradclub. Deine scheiß Old Lady sitzt hinten im Schuppen. Zwei Wochen näht die Patches für dich zusammen. Mit ihren gebrochenen Händen und mit ihren drei Zähnen im Maul. Die haut die Patches da zusammen, näht die fertig. Holt die Kutten, holt das Leder. Mach dir die Kutten fertig. Da kommen irgendwelche Psychopathen, die eine Lederjacke anhaben aus dem Kleiderschub. Und du fährst dir den hin und sagst, du tragst unsere Kutten aus dem Kleiderschub, Junge. Hallo. Die müssten mit ihren verfickten Motorrädern eigentlich mit verkackten Dings fahren, Alter. Mit wie heißt die Scheiße, wenn man kein Fahrrad fahren kann? Mit Stützrädern müssten die da dran haben. Solche Idioten sind das.
stehen mit 50 Mann im Park. Ja, so weit wollen wir nicht nochmal sehen. Die haben uns auch Kunden angehabt. Ja, wenn es im Sonderschlussverkauf zu kaufen gibt, dann seid ihr auch kein Motorradclub, ihr Hänger. Das Piercing jetzt schon wieder. Boah. Bitteschön. Hallo, willkommen. Du siehst der Adrettas heute. Ja, bonjour. Dann kommen da irgendwelche Psychopathen in Badehose mit Flipflops, Alter. Gang, gang. Guck dir mal den Park an. Guck dir mal den Park an, wo wir wohnen. Solche Leute kommen dann dahin. Die nehmen das an und die fragen sich, warum man die nicht ernst nimmt. Sorry, du Model. Warum da irgendwelche Leute in Badehosen kommen und dein Handy klauen und dir das Geld aus der Tasche ziehen. Alter. Hier müsstest du eine Mauer drum ziehen, über die South halt vor allem, eine Bombe reinwerfen und einen Deckel drauf. Und dann macht das einmal pff. Und dann ist alles wieder gut. Dann machst du dir 5 Baumärkte hin, 2 Spielplätze, einen Fußballplatz und dann hat die Sache erledigt. Wo ist eigentlich Giffy hin? Der ist kurz in der Buch. Was essen. Und Tyrese suchen, glaube ich. Ach so. Da sollten wir vielleicht auch mal ein Krankenhaus suchen. Ist der im Krankenhaus? Wir sind ein Haufen voller Psychopathen ohne Perspektive, Alter. Die jeden Tag eine Modenshow veranstalten. Ich verstehe das alles nicht. Und ich soll lernen. Ich sollte eine Ausbildung machen, weil ich keine Ahnung davon habe. Ich werde den Tag nie vergessen. Bis jetzt läuft deine Ausbildung noch sehr gut. Aber ich werde den Tag nie vergessen, wo ich hinten bei der 56 auf diesem komischen Drecksofa saß, obwohl die angeblich Millionen scheffeln. Und dann sitze ich auf so einer vollgepissten Couch und die irgendwas vom Business erzählen. Das werde ich im Leben nicht vergessen. Ich glaube einfach, das ist nicht mein Leben. Bei uns im Park ist es lustig. Wir sind ja auch keine Gang oder so. Wir sind nur teilweise Familie. Und Leute einfach, die, weißt du, keine Ahnung, Spaß haben. Ein paar Freunde, die Spaß haben wollen. Ja. Ja, und einfach glücklich durchs Leben laufen und die einfach mit diesem Motto Dreistigkeit Sieg durchs Leben gehen. Eat, pray, love. Aber wenn von uns einer ankommen würde und würde sagen, wir sind jetzt eine Straßengang oder eine Mafia oder ich würde mir die Kugel geben. Und jetzt stecke ich in so einer verfickten Situation, wo dieser Schwanzlutscher Johnny so welche Faxen macht und das nicht versteht. Wie willst du dem Intelligenz einprügeln, dem Idioten? Wie willst du dem beibringen, dass das, was der macht, nicht in Ordnung ist? Oder dass der auch mal Fehler macht und das einsehen muss? Schwierig. Und die anderen sind nicht mal die Schlimmsten. Wir sind die Schlimmsten. Oder die Leute aus dem Park, das sind die Schlimmsten. Definitiv. Die stehen den ganzen Tag nur irgendwo in ihr Zuhause und leben in ihrer Bubble. Und fühlen da diesen Gangsterfilm oder was weiß ich, Alter. Aber wir sind noch schlimmer. Wir sind Pest, wir sind wie eine Seuche. Genau, wir kommen nämlich raus und zerstechen die Bubble. Die Herpes. Herpes ist ein guter Vergleich. Wirst du nicht mehr los. Ach, Curtis. Boah, ich werde depressiv, wenn ich darüber nachdenke. Ich gebe mir gleich die Kugel, Alter. Nee. Nee, lass doch Freunde bleiben. Dann springt Denver dazwischen. Irgendwie, keine Ahnung. Wir müssen irgendwo, ich weiß nicht. Da muss es irgendeine Lösung geben. Ohne, dass jemand stirbt. Irgendeiner muss sterben. Ja, die Grove. Warum die Grove? Ich denke, denen gehört der Hund und dann ist es unser Hund. Ne, wir dürfen ja keine Hunde haben. Au. Wir sind ja
Junkie Park ist ja, sind der Tierhasser. Ja, da stehen Schilder extra. Ja, ja. Hier nicht auf no, no dogs allowed. Genau. Würde das da stehen, ja, okay, würde die Hälfte also nicht mal da stehen dürfen. Auch wenn von der unter den Rasen kackt und nur Samba kommt raus, dann gibt's auch Bokasala. Das muss man auch wieder selber wegmachen. Ja. So gehört sich da. Wo ist denn der, ja, wo ist denn der Cody? Der sucht dich schon. Glaubt. Der war gerade drin, glaube ich. Der ist drin, ja. Ich bin jetzt Topmodel. Ja, bitte. Ja, hast du eine Minute zwei? Ich bin so woke. Ja, hab ich. Ja, dann geh ich rüber zu diesem Hotel, wo der Typ gestern stand. Ja, okay. Easy. Bis gleich. Bis gleich. Welche normale Stimme, das ist meine normale Stimme, Bruder. Ach, ich will gar nicht wissen, wie viele sich jetzt davon getriggert fühlen, was ich gerade im Stream gesagt habe, Alter. Würde mich nicht wundern, wenn da jetzt was kommt. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen, was der OOC zu uns sagt oder was der MEP sagt. Das, was wir deine Drohne hören, da müssen wir gegen kämpfen. Safecall kommt aber, 100 Pro. Brief und Siegel gebe ich da drauf, Alter. Erinnert euch an meine Worte. 20.11., Alter. Ja, wurden schon Clips gemacht. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Selbst wenn die Gruppe sich gespalten hat, kriegen die alle auf die Fresse, wenn die kommen. Komisches Hotel, hier wohne ich. Du wohnst, ja? Aber ja, das ist ein Hotel, oder nicht? Nee, guck rein. Ist das hier nicht Malibus Finest oder so? Mit der Heimatage? Tahiti steht da vorne dran. Ich wohne oben im Block 14. Oder Wohnung 14. Das ist gut zu wissen, dann weißt du, wo ich einbrechen muss. Ja, gibt nicht viel zu holen. Du scheinst ja richtig dicke mit dem Typen von gestern zu sein, ne? Weiß nicht, ich kenne den. Ist doch egal, aber der hat gestern irgendwas gemeint von wegen, du hast Wünsche, ne? Kann sein, dass er das ja, gesagt hat, ja? Der hat mir das gesagt, dass du einen großen Wunsch hast. Okay. Aber der meinte auch irgendwas von Samstag. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob morgen oder nächste Woche Samstag. Weil Real Talk bei uns ist gerade ein bisschen am Krisen alles, ne? Ich hätte es ja mitbekommen, dass ihr irgendwie Beef habt wegen der Wertigkeit eines Hundes für verschiedene Leute. Naja, oder ja, so. Was heißt Wertigkeit, aber es gibt halt ein paar Leute, die ein bisschen zu arrogant sind und zu ein großes Ego haben. Bei uns. Okay. Und die müssen auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Und das passiert nur, wenn derjenige seinen Meister findet. Aber das wird passieren. Meister. Aber ich kümmere mich um deinen Wunsch. Die Frage ist halt nur, ob das bis morgen gilt oder nächste Woche Samstag. Weil eins von zwei habe ich schon. Also das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, weil ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, wenn ich Jules treffe. Wir treffen uns immer spontan, ne? Wenn der dir irgendein Datum gesagt hat, dann wird es das sein, was er dir gesagt hat. Aber ich weiß nicht, welches er dir gesagt hat. Was ist denn überhaupt mein Wunsch? Ja, die Schlüssel. Wofür? Krankenhaus. Alright. Einen davon habe ich, krieg ich heute Nacht. Bei den okay. anderen ist angeblich ein GPS-Gerät dran. Aha. Ja, frag mich nicht, die Leute, ne? Okay. Keine Ahnung, Schlüssel sind doch im Prinzip Metallteile, wo Plastik drum ist. Dann sollen die den halt so lange auf dem Boden ja, haben, aber bis die das haben Plastik ab ist. Angeblich hat Paleto-Krankenhaus da irgendwie abgesichert. Keine Ahnung. Okay. Ist ganz egal, wir kommen da eh dran und wenn ich die abschlachte. Right. Das geht aber dann auf deine Kappe, das mit dem Menschenleben. Weil ich du willst es ja unbedingt umgebracht. Haben. Ich bin nicht mal kriminell, Curtis. Du bist nicht kriminell, deshalb besorgst du uns auch Autos, ne? Mit denen wir halt Sachen machen können. Ich war übrigens dabei, falls ich du das weiß. Vergessen hast. Wir haben uns da gesehen, du ja. kleiner dreckiger Lügner, du. Ich bin kein Lüger. Aber immerhin hast du vielleicht jetzt, nachdem du mit Jules gequatscht hast, gerafft, dass ich nichts Böses wollte, sondern eher was Gutes, ne? Na, das Ding ist halt, gestern war ich mega paranoid wegen dem Stress halt intern, ne, bei uns. Ich hab das halt erst danach erfahren. So, Johnny kam halt rein und ich war halt so, Alter, wie dumm das Curtis so, ne? Was soll ich denn noch sagen? Und dann meinte ich so zu Johnny, ey, sag Curtis mal, dass ich den wirklich nicht verarsche, so. Und dann meinte Johnny, nee, das musst du dem selber sagen, ich hab voll Beef mit dem, so. Und dann, hat er das dann erst erzählt, so. Wusste ich halt gar nicht. Da ist halt gerade ein bisschen schwierig. So, wenn ich dir mal so einen Vorgeschmack geben könnte, du weißt halt, dass wir uns gestern um den Hund gekümmert haben. Mhm. Und einer von uns hat auf den Hund geschossen, der Jack.
Ja, das habe ich auch gehört. Und heute hat die Grove mich angerufen und hat mir gesagt, dass Johnny zu denen gesagt hat, dass ich auf den Hund geschossen habe. Warte, so habe ich auch reagiert. Warte mal. Wer hat dich von der Grove angerufen? David oder so heißt der, David. Ja, aber der weiß, dass das nicht so ist. Ja, aber der hat zu mir im Telefon gesagt, als ich den gefragt habe, wer sagt, dass ich auf den Hund geschossen habe, meinte der Johnny. Also, ich habe ja gestern die Geschichte von Mila und von Johnny erzählt gekriegt und in beiden Geschichten hat John, Jack, irgendjemand den angeschossen, aber nicht du und nicht Johnny. Ja, das meint auf jeden Fall der Typ von der Grove. Keine Ahnung, okay. was für ein Zauber das wieder gezogen wurde. Keine Ahnung, ja, siehst du, so, das ist dieses schöne Posting. So. Ja, die Leute sollen einfach die Fresse aufmachen und miteinander reden und nicht immer über 1000 Leute, weißt du? Ja, aber du kennst doch Los Santos, Mann. Ich habe mich gerade schon hinterm Laden drüber aufgeregt. Das sind zu 98% sind das ja alles Schwanzköpfe, die hier rumrennen. Die versuchen etwas zu sein, was die nicht sind. Mit ihren verwichsten Flecks und was die alles haben. Keiner von denen zieht wirklich mal Operationen durch. Oder ist mal wirklich mal das, was der sagt. Ja, gehört halt viel Laber-Ego dazu. So, ja, ne? Das ist... Keine Ahnung. Das ist halt dieses... Eigentlich müsste man mit einer vollgeladenen SMG rumfahren und alles abknallen, was sich bewegt von denen. Warte mal kurz. Ja? Ja, ich hab das, was du willst. 2 von 2? Nur unten. Ich pack das aber eben in den Wagen rein, damit das sicher ist. Und dann guck ich mal, was ich oben machen kann. Okay. Aber das, gut. Übergeben wir das heute noch, ne? Damit das können wir gerne machen. Ja, ja. Ich pack das erstmal weg, dann mache ich gleich kurz einen Oreo-Schiss, aber anders. Okay. Und dann können wir das gleich gerne machen. 11:30 oder so wäre gut. Ja, easy. Okay. Dann bis gleich. Okay, wunderbar. Jo, hau rein. Also 1 von 2 haben wir. Ja, easy. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Kann ich direkt nachher übergeben. Ja, perfekt. Das ist doch auch, würde ich behaupten, eine Aufgabe, die euch liegt, oder? Mit euren ganzen Medikamenten, die ihr habt, so. Hätten wir keinen Stress gerade intern, hättest du beide Sachen schon. Ich hab mir gedacht, dass Medics eine Aufgabe ist, die zu euch passt, ne? Ich weiß, dass wir sogar einen Schlüssel von oben haben, aber der ist gerade bei wem anders. Und ja, da werde ich, ich werde das alleine organisieren. Das ist dann eine Kleinigkeit. Ja, wisst ihr, wenn dir das leicht fällt, ist doch gut, dass, scheint ja so zu sein, dass du da Interesse dran hast, was auch immer ihr gestern besprochen habt, ne? Du weißt genau, was wir besprochen haben. Tu nicht so. Du weißt. Denk nicht, warum denken gerade, dass ich dumm bin und nicht zuhöre und keine Impfung habe? Weil alle Leute, alle Leute denken auch immer, ich bin dumm und sie kann keine 3 geraden Sätze sprechen, nur weil ich einen Sprachfehler habe. Ist halt, keine Ahnung, die sind halt alle voreingenommen. So. Ist genau wie dieses, du trägst die Farben, die wir auch tragen, so, deswegen bist du dumm oder was fährst du durch unsere Straße mit dem Fahrrad oder keine Ahnung, warum siehst du so dumm aus, warum fährst du den ganzen Tag Fahrrad, warum ist dir das egal? Warum sollte man kein Fahrrad fahren dürfen? Ja, klar, nee, du bist echt ein richtiger Mafia-Boss oder ein Gangster, was weiß ich, OG, weil du mit einem Zenton rumballerst. Boah, die sollen alle Schwänze lutschen, ey. Ich schieb grad so einen Hass auf die alle. Am liebsten würde ich mir ein ganzes Arsenal an Sachen besorgen und einfach alles platt machen. Ich dreh langsam durch. Aber das hat es auch nicht Sinn der Sache, das ist immer noch, ne? Auch die Leute, auf die du gerade wahrscheinlich super da bist, sind ja auch noch deine Familie oder ja, nicht Freunde nur, ich bin auf so. Alle so, alles was hier rumrennt. Alles, was irgendwie denkt, Gangster oder so zu sein. Oder in einem Untergrund zu agieren. Ist ja auch eigentlich voll dumm, oder? Die tun alle so, als wären die übelsten Ehrenmänner und Geschäftsmänner und klugen Köpfe und dann kommen so Aussagen wie, ja, der Hund ist verletzt, schießt in den Kopf und solchen Quatsch von erwachsenen Männern. Haben die keine Freundin, ficken die nicht oder so? Haben die das Druck? Das finde ich auch. An Schwächeren sich vergreifen ist ja auch besser. Ja, so. Das sagt man. Auch dieses mit 5, weißt du, keine Ahnung, einfach jemanden am Park zum Beispiel, irgendjemanden so lange nerven, bis der einen boxt und dann mit 5 Leuten den umboxen oder sowas. Ist, keine Ahnung, wenn sich jemand prügeln will, dann soll er sich 1 gegen 1 prügeln. So. Wenn jemand große Fresse hat, muss er auch damit klarkommen, dass er entweder im Dreck liegt oder nicht. Nö, das wollen die nicht. Da versuchen die sich ja zu verbünden. So wie das in der Stadt rumgesprochen wird, dass der Park mit den Yardis richtig cool ist. Und die zusammen agieren und auf andere Leute draufgehen, weil alleine sind wir ja schwach. Okay. Ach, Mann. Ehrlich gesagt, weiß doch auch keiner, also
die wenigsten Leute wissen doch bestimmt, wer bei dem Park da irgendwie zu, das seid doch, also ihr seid doch nicht alle so eine Gang oder was auch immer, wenn man das schimpfen mag, so eine Gruppe. Da hängen doch auch 1000 Leute den ganzen Tag rum. Ja, aber das wird einem ja auch vorgeworfen. Das wird ja einem auch durch die Blume vorgeworfen, ne, Cody? Dass man sich ja so Schutz holt. Weil da auch Leute rumstehen, die nirgendwo zugehören oder so. Hä, wie da? Ja. Wenn sie mir jetzt verbieten, wo ich abends rumchillen darf, ich stehe auch abends an der Growth Tank mal. Ja, du weißt doch, dass wir dich extra anrufen, damit du da hinkommst, damit wenn jemand da hinkommt und rumballert, du mitlaufen kannst. Ich bringe demnächst auch noch meinen Kinderwagen mit, so dann heißt es, die schießen auf Kinder. Aber solche Aussagen kannst du ja nicht ernst nehmen. Das kommt von Leuten, die klingen so, als hätten die schon 5 Kinder und würden 2 Schachteln kippen und einen Tank rauchen. Whisky und Rivalstimme? Wo der Kiefer mal knackt, kennst du die? Oh. Solche Leute sind das. Wollt gleich endlich noch was essen, Curtis, danke. Ich dreh durch hier. Ach, willst du einfach mal ein paar Tage entspannen, so? Na, das trifft schon hart, wenn es um die eigene Familie geht, ne? Ja, aber lass mal ein paar Tage da, weißt du, du musst mal von dem Gedanken loskommen, dich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Einfach mal kurz Gedanken woanders, so ein bisschen runterfahren, so, dann hat man erst wieder die Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ich kenne das doch selbst, wenn ich mich irgendwo drüber ärgere und dann unbedingt eine Lösung finden will, dann klappt das nie so. Aber ich kann nicht. Irgendwann gestern, ich glaube, das war gestern so eine schlimme Erfahrung für mich, dass es in meinen Kopf so einen Schalter umgelegt hat. Ich kann nicht loslassen. Und von Stunde zu Stunde wird das immer schlimmer und ich habe das Gefühl, dass mein Kopf plötzlich nicht bald durchdreht. Aber so komplett. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, halt dass da so eine richtige Veränderung. Es kommt so eine richtige Veränderung auf mich zu. Dass ja, ich pass komplett. Auf, dass du nicht so wirst, wie du dich doof findest. Oder wie das, was du vorhin als doof beschrieben hast. Weil wahre Stärke ist, wenn man auch auf die anderen zugehen kann. Und dann sowas, weißt du, jetzt nicht so hippie-mäßig so. Wahre Stärke ist, wenn du verzeihen kannst. So. Aber manchmal ist es doch schlau, auf Leute zuzugehen, um daraus dann irgendwas Neues zu schöpfen, weißt du? Ja, aber sehe ich aus wie ein Samurai? Ich komme aus einem Park, wo die Leute mit Badehosen und Badelatschen rumrennen. Ja, und? Köpfchen ist alles so. Und du hast gesagt, du bist nicht dumm, sondern mach mit Köpfchen. Aber man kann nur beides kombinieren. Man kann nur Köpfe haben und trotzdem aggressiv, gewalttätig sein. Ja, aber dann sind die Köpfe meist danach kaputt. Das ist der Preis, den du zahlst dafür, wenn du dich in den Untergrund begibst. Ich glaube, das haben einige Leute auch noch nicht verstanden. Weißt du, diese Kausalität, diese Aktion und Reaktion. Wenn du dich dafür entscheidest, in deinem Leben sowas zu machen, dann musst du mit den Konsequenzen leben und darfst nicht rumholen. Das gilt auch an die Leute, die auf der Straße rumrennen mit einer Fleck und übelst den Gangster machen, aber wenn die verhaftet werden, zum Anwalt mutieren. Und dann irgendwas vom Gesetz erquatschen, obwohl es eine Ehre ist, in State Prison zu kommen. Das ist doch wie eine Ausbildung, wenn du hinkommst. Das ist doch eine Errungenschaft, das ist ein Achievement. Ich weiß nicht, ich war noch nie im Knast. Ich habe auch nicht so Böcke dafür. Tatsächlich mag ich mein Leben so, wie es ist, mit einer Dusche, wo ich die Tür zumachen kann und sowas. Naja, so wie du das machst, finde ich das auch okay. Ich habe auch den Tom von der Waschstraße. Direkt um die Ecke. Ja, weißt du, ich bin viel zu etipetet dafür, dass ich da irgendwie in den Knast gehen wollen würde. Wenn das jedenfalls mal so ist, dass man. Ich werde es nicht ändern können, sondern ich werde dafür sorgen, dass das nicht so der Fall ist. Ich lebe gerne in meinem eigenen Leben, was für mich schon ziemlicher Luxus ist, meiner Meinung nach. Ja, ich habe schon gehört, du hast irgendjemand von uns Geld geliehen, oder? Dummes Scheiß-Telefon. Trotzdem. Ja, ich hab den leider gekauft für Craig. Ich glaube, das bekommst du nie wieder. Doch, der zahlt den halt einfach ab. Ich hab die Papiere für die Karre. Wenn er das einfach nicht abbezahlt, nehme ich die, stelle die auf die Kreuzung und zünd die an. Du hast einem Typ wie viel Geld gedient? Eine halbe Million? Ja, eine halbe Million. Du hast einem Typ eine halbe Million Dollar gedient, der abends in seine Socken reinwichst. Ja, und? Er hat mir 120.000 Dollar dafür wiedergegeben. Das heißt, ich könnte ein Auto für 500.000 Dollar, für 380.000 Dollar, was ich jetzt noch überbezahlt habe, einfach anzünden. Das ist Spaß. Keine Ahnung, Geld ist mir halt scheißegal, also, weißt du, ich hab ein Auto. Und dann fackeln die deinen Laden ab, oder der. Weil die nämlich krank sind in dem Park. Ja, dann baue ich halt einen neuen Laden, so. Ey, ohne Scheiß, Geld ist mir halt wirklich völlig egal, also, ich könnte auch einfach mein Konto leer räumen, das Einlass in Gulli schütten und dann Benzin darauf und anzünden. An dem Gulli brennt das nicht, so, aber, weiß nicht. Boah, Geld ist auch so eine Sache. Geld ist, keine Ahnung, ich habe gestern auf meinen Kontostand geguckt. Millionär geworden gefühlt. Ich habe gestern auf meinen Kontostand geguckt, sehe so 80.000 Dollar, was eine Menge Geld ist für andere Menschen. Und denke mir so, fuck, ich kann nicht zurück zum Park. Und mache mir dann schon Sorgen, okay, ich muss bald Leute befallen gehen, damit ich über die Runden komme. Ist das so?
Ja, wenn du nichts hattest und auf einmal dann zu viel Geld kommst und auf einmal ein Auto fährst von 500.000 und du eine riesen Familie hast, wo Geld gar kein Problem mehr ist und du dann auf einmal wieder ohne da stehst, machst du dir schon Gedanken. Wenn du vorher die ganze Zeit dich in Sicherheit gewogen hast, weißt du? Dir kann eh nichts passieren so. Wenn du auf einmal ganz alleine da stehst, dann machst du dir dann schon Gedanken darum. Ja, sollte es leider kommen, dass du wirklich mal Geld brauchst für einen Moment oder so, dann ruf einfach an. Kannst was haben, so. Bevor ich das mache, gehe ich, glaube ich, lieber Läden ausrauben. Was? Aber dann musst du mit der Konsequenz leben, dass du dann das deine Mahlzeit im Hotel kriegst. Das tue ich ja, das ich ja mit mir selber. Das mache ich ja. You're right. Wie gesagt, so. Aber was Geld für ein Mann bin ich, wenn ich nicht wie ein Mann handle? Leben wie ein Kind, aber handeln wie ein Mann. Tue ich, solange ich noch kann. Ach, huh. Alter, der Rhyme ist fett, der Rhyme ist fett. Bitte aber. Ich würde mir doch keinen. Also, ich würde nicht betteln und um Almosen betteln gehen. Deine kein Betteln, wenn ich es dir von mir anbiete, Alter. Nee, dann steht man. Dann hat man immer eine Schuld. Halt nicht, so. Dann steht man immer in der Schuld. Ja, für den Betrag, den man sich geliehen hat, so. Sei nur ein Angebot, ja? Müsst ihr selber wissen, so. Niemand kann jemand anders. Wenn es wirklich schwer geht, dann komme ich drauf zurück. Ja, wie gesagt, ich hab's dir angeboten, das Angebot gilt, ja? Meld dich halt, wenn dem was ist, so. Du bekommst dann einen Anruf aus dem State Prison. Ja, hä? Ist mir egal, so. Wenn selbst wenn es eine Kaution ist, dann fahr ich ja hin und bezahle eine Kaution. Ich hab das Chap auch schon angeboten. Ich finde das ätzend, wenn Leute, ich kann im State sitzen können, wenn sie auch für Kohle rauskommen. Du meinst Chap, so. Der verhaftet wurde, der sich ficken lassen hat durch einen Honeycomb, ja, von halt, den Cops? Selbst wenn das sau dumm von ihm war. Und der dann gesagt hat, dass das gegen das Gesetz, dass die Polizei sowas macht? Den Chap meinst du? Ja, ist mir scheißegal, warum der im Knast saß, weißt du? Er ist mein Freund, so. Und ich habe keinen Bock, dass meine Freunde im Knast sitzen, damit zahle ich lieber Geld dafür, dass sie rauskommen und wieder ihr Good Life haben, da wo sie sind, so. Cody, du solltest Priester werden. Nee. Alter, dieser dumme Priester, also, der geht mir manchmal heftig auf die Nerven. Kennst ich du den? Ich habe den schon 500.000 Mal angerufen. Damals, als ich kurz davor stand, Dinge zu tun, mit denen ich nicht so cool war und wollte einfach mal den, vielleicht mal ein Stück den religiösen Weg einschlagen und vielleicht um, wie nennt man das? Dass der liebe Herr im Himmel mir verzeiht für meine Sünden, die ich tue. Und ich habe den 100 Mal angerufen, aber der Typ hat sich nie gemeldet. Und ich habe den kennengelernt in Bahamas, ne? Bei einer Party mit 2 Minuten. Ey, da hab ich den auch kennengelernt, wie er sich mit Fische angeschrien hat. Die sind vorne vor Bahamas beide rumgelaufen und haben sich übelst beleidigt. Der saß da mit seiner Priesterrobe mit 2 Noten. Ich glaube, der hat sogar Koks geballert. Ja, der ist ja auch nicht so ganz, ganz sauber, glaube ich. Ach, ja. Es ist so. Solange jetzt weiß ich immer noch nicht, ob morgen die Frist ist oder nächste Woche. Was ist denn da? Ja, dann, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, so. Du hast einen Deal abgeschlossen mit jemandem. Ja, der hat nur Samstag gesagt. Ja, dann Samstag, dann wird man den nächsten Samstag meinen, so, denke ich mal. Wenn man den Samstag danach meint, sagt man ja noch ein Datum, damit die Leute wissen, dass man nicht den nächsten Samstag. Ja, ich glaube, der war auch ein bisschen neben der Spur. Wir sind auch ein Stück gelaufen mit dem in so ein Industriegebiet rein und bei, keine Ahnung. Ja, das klingt, ja. Bisschen verwirrt. So wie man ihn kennt, ne? Bisschen durcheinander, aber auf jeden Fall auch, wer weiß, was er machen will, denke ich mal. Der hat mir ja kein Datum gesagt und du bekommst ja schon 1 von 2. Falls er sich bei mir melden wird. Aber der hat gesagt, er findet mich, sage ich einfach, ich bin davon ausgegangen, dass nächste Woche Samstag. Ja, wenn ihm das da mitgeteilt werden soll oder so, dann. Und ist er schon die Hälfte geliefert? Ja. Ich denke, wenn die Lieferung an mich gehen soll, dann werde ich bestimmt gefragt, ob es angekommen ist. Dann will denn sonst? Der hat deinen Namen gesagt. Ja, dann soll das wohl zu mir gehen, da. Und ich kenne keinen anderen Cody. Was verändert. Ich kenne nur diese übelste. Wenn der Cody sagt, dann wird das schön, dann wird das schön an mich gehen, so. Okay. Du hast um 23 Feierabend, ne? Ja, um 23. Ist er gleich. 24 Minuten. Ich denke mal, so um 11:30 komme ich dann. Ja, ruf mich einfach an, dann treffen wir uns irgendwo, wo nicht die anderen sind und so. Dann. Aber du bist nicht so ein Typ, der im Krankenhaus geht in die Leichenhalle, ne?
und da irgendwie Fleisch besorgt für die Cheeseburger? Ja, Curtis, jetzt weißt du, warum unsere Burger so gut schmecken. Du willst gar nicht wissen, wofür das ist. So. Weißt du, kennst du ja das Unicorn, ne? Mhm. Wenn Leute kein Geld fürs Unicorn haben, so. Ach, halt's Maul, blablabla. Ruhe. Du bist so ein Ekliger. Du hast damit angefangen. Aber auch geile Rolle, die der spielt, Alter, das würdest du niemals denken. So, bis gestern wusste ich gar nicht das. Ja doch, bis zu der Autosache wusste ich, dass der Auto Dreck am Stecken hat. Aber er regelt halt aus seinem Schuppen, Alter, wie so Shisha-Café. Ach, wir haben ein bisschen Recherche betrieben. Was denn? Erzähl mal, Schoko. Okay, dann nicht. Ja, sag mal, nochmal zu diesen, ja genau, der Cody hat nämlich gerade zu mir gemeint, dass der vorhin schon den Cody angerufen hat, heute Mittag irgendwann, und da schon wusste, wer wirklich auf den Hund geschossen hat. Keine Ahnung, warum der dann am Telefon zu mir sagt, Johnny hat das gesagt. Also wie gesagt, ich habe den jetzt gerade auch angerufen, habe den gefragt, wer ihm das erzählt hat, und er sagt, ja, Johnny hat das erzählt. Und dann hat er das aber so komisch erzählt. Er hat erzählt, der Curtis hat den Hund verteidigt, hat sich mit jemandem geboxt, dann hat der Hund den Curtis angegriffen und deswegen hat der Curtis auf den geschossen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollst du denn für den Hund kämpfen, wenn der Hund dich angreift? Wer, dieser David hat das gesagt? Ja, genau. Johnny, und da habe ich ihm gesagt, bist du sicher, dass du das richtig verstanden hast, dass Curtis das war, oder hast du das durcheinander gehauen? Und dann gesagt er, das weiß ich jetzt gar nicht. Er spielt mir ein, das war so. Ich weiß nicht. Es ergibt halt keinen Sinn, weil alle wussten, dass Jack das war. Standen ja auch ein Haufen Leute da rum. Oder die nicht zu uns Feuer gießen. Ja, keine Ahnung, was für ein Zauberhut, die schon wieder ihre Informationen besorgen. Aber ich frag mich, warum interessieren die sich die ganze Zeit, wer jetzt. Weißt du, was ich meine? Nee. Wer Stress mit wem hat? Wer interessiert sich dafür? Ja, dieser David, der hat ja heute Morgen schon irgendwen gefragt. Warum Bruder, ich hab keine Ahnung, was die wieder für Pläne schmieden. Ja, aber das ist ja das Komische dran. Wahrscheinlich denken die jetzt, oder wenn sich das so rumspricht in der Stadt, dass wir uns ein bisschen zerrütteln, denken die, okay, jetzt sind die nur noch 10 Leute, jetzt ficken wir die. Genau. Und ich gebe dir Brief und Siegel, die fahren da hin und da stehen nur 10 Leute und die kriegen trotzdem auf die Fresse. Apropos, hier waren gerade die Lilan, wollten zum Junkie Park. Welche Lila denn? Die haben uns angesprochen, ob wir in der Junkie Park sind. Oder irgendwie jede Gang, die Lila trägt, jede Gang, die hier ist, trägt Lila. Nee, die hatten nur Lila. Ohne Lila und Schwarz. Keine Ahnung, irgendwelche Schwanzlutscher. Ja, wir würden so aussehen. Ich hab gesagt, wir gehören nicht zum Junkie Park. Also, kennen ihn. Sollen zum Junkie Park fahren, wenn sie. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt sogar noch so passieren, dass die Leute das mitbekommen und dann denken, okay, jetzt ficken wir die. Vielleicht wollen das die Leute ja. Ja, sollen die machen, aber die vergessen, dass die Nachtschicht da ist. Und die Nachtschicht sind auch nur die Leute, die abends rumgehen und Faxen machen. Ja. Wir haben noch nie zusammen mit den Leuten, mit die da abhängen, diese 20 so aus unserer Familie, irgendwas gemacht. Das waren immer nur Nachtschicht. Das waren 6, 7, 8 Leute. Jeder hat immer von 8 Leuten auf die Fresse bekommen. Was denken die denn, was passiert, wenn wir alle kommen? Was denken die denn, was passiert, wenn man Jamal von der Leine lässt? Ja. Oder einen Tyrese, Alter. Der Makush, kennst du den? Die nicht? Haben nämlich überhaupt gar keine Bedenken. Den Tyrese könntest du mit einem Messer ins PD schicken, der wird alle abstechen, bis er stirbt. Wenn der überhaupt so weit kommt, der Besoffene. Aber ich hab dich schon unterbrochen. Und die brauchen noch gar nicht denken, nur weil wir uns zerstritten haben, dass ich nicht zum Park gehe und andere Missgeburten abknall. Auch wenn ich Streit mit Johnny hab. Auch wenn ich den am liebsten ein Messer in den Schädel rammen will, bin ich trotzdem da. Kann sein, dass eine Kugel doch Johnny trifft aus meiner Knarre, aber. Aber erst nachdem die anderen liegen. Ja, war Bildzündung. So, upsi. Kollateralschaden. Huch. Wieso habe ich jetzt gerade das Bild im Kopf, wo du immer versuchst, das Magazin in die Waffe zu kriegen? Und dann geht die los? Mittlerweile kann ich das. Okay. Ich habe mit Mila geübt, die hat mir gezeigt. Ja. Profi. Profi. Genau. Kann das auch? Ich kann die sogar durchladen. Soll ich zeigen? Nein! Klar! Uff. Alle Herrlich, zwei! Ich vertraue dir Ich hab dich unterbrochen. Du wolltest gerade was erzählen. Ja. Bring Cody? Was denn? Ich weiß nicht, du kamst und hast gesagt Cody und dann haben wir dich unterbrochen. Ach so, ich hab die Info besorgt, bis zu welchem Samstag wir das besorgt haben müssen. Der weiß das selber nicht.
aber der kriegt halt einen von zwei von seinen Dingern da für den Typen. Der hat da irgendwie auch Connections zu. Und dann verschieben wir das einfach auf den nächsten Samstag. So schwer sollte doch nicht sein. Aber was Jazz erzählt hat, von wegen GPS am Schlüssel und so, das Bullshit. Die können nur nachvollziehen, was für Türen und so die geöffnet hat. Wenn überhaupt. Aber an dem Schlüssel ist nichts dran, wo man die nachvollziehen kann. Welche Tür aufgemacht wurde. Na, und oder wer irgendwas rausgeholt hat was nur. Was macht ihr hier? Was geht ab? Heute ist doch kein Dings. Ach, kein Bar. Jutta und Richard wurden gerade auf dem Highway niedergeschossen. Was? Wer? Von wem? Von so Dorftrolls. Von so Hillebillys? Von was? So eine Hinterwäldler, zwei Stück. Lost North? Nee, das waren wirklich richtige so Hinterwäldler. Achso, also Lost Süd. Ich glaube, deren Kinder. Das waren so Schwibschwester, Cousinschwestern. Ja, Max, das ist auf jeden Fall das, was sich jetzt rumspricht. Die denken jetzt, oh, Junkie Pack hat sich getrennt oder so. Ja, geh in den Kreis. Und jetzt gehen wir da mal reinficken, Alter. Aber da haben die sich geschnitten mit ihrem verfickten Meta-Informationen, wo die das alles herbeziehen, Alter. Wenn ich einmal mitkriege, dass da Schüsse fallen, gehe ich da sofort. Dann ist mir scheißegal, ob ich mit Johnny Stress habe. Oder den am liebsten umbringen würde. Das wird nicht passieren. So. Wie gesagt, kann nur passieren, dass ich Johnny trifft. Ich dachte wirklich, hätte jemand einen ziehen lassen. Hey, genau. Mein Kopf brennt schon wieder. Nein, ich habe noch nie so viel nachgedacht wie heute. Dann lutsch an einem Feuerlöscher. Worüber denkt ihr nach? Übers Leben. Und hast du überhaupt gestern was mitbekommen? Du alter Sockenfick. Nee, wir waren nur das, du kleiner Schuldenmacher. Sockenfick. Jetzt Maul. Bezahl aber meine Schulden, du Sack. Siehst du, und das ist das, genau das, was ich vorhin meinte. Guck mal, wie der rumrennt. Captain America. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, so einer kommt, alle drei Tage zu dir nach Hause, klatscht den und klaut dein Handy. Ja, selber schon. Und dann rennt er mit seinem Flipflop weg. Und dann rennt er mit seinem Flipflop weg und das klingt sogar noch so, als würde er deine Mutter knallen. Gottschütze Amerika. Und dann lässt er sich mit einer Kanone wegschießen. Ja, in der Halbzeitshow. Die nackte Kanone, Alter. Ich glaube, ich besorge uns mal eine Runde Milchshakes. Gibt Wünsche? Mila, wo ist eigentlich meine, Sohn? Vanille, ich hab dir das schon gegeben. Hast du schon in meine Tasche gesteckt? Nein, du weißt doch, dass du mir dann immer auf den Arsch schauen sollst, damit ich das mitbekomme. Ich hab dir das da hinten schon gegeben, als ich hierher kam. Boah, hör auf, du Schmerz, Alter. Ich krieg Aggression. Schmatz lauter! Schmatz mir ins Ohr rein. Steffi, kannst du auch mal kurz schmatzen, bitte? Why? Bitty, komm schon, sei. Why? Bitty, riech an meinem Finger. Why, Kiki? Und wie gefällt dir das? Kacke. Ja, ich hab absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Sind wir back in office? Müsste ich jetzt 30 Sekunden Entscheidung treffen, würde ich, glaube ich, mit einem brennenden Auto da reinfahren und den ganzen Block in die Luft lernen. Okay, lass abhauen. Ein Problem. Wir haben kein Auto. Ja, doch, ich hab einen alten Voodoo gekauft gestern. Problem gelöst. Ja. Also glaub Kuri. Oh, Schüsse, Popcorn. Okay. Mach ich bis gleich. Ja, bis gleich. Bis gleich. Jemand ein Tauchergerät an? Nee, der wohnt in Aquarium. Abo. Mila, kannst du was auf Französisch sagen? Bonjour, oui, oui. Oh, mein Ei zuckt wieder. Je m'appelle Mila. Je m'appelle Mila? Ja. Was heißt das? Ich heiße Mila. Ich weiß doch, wie du heißt, du Knallkopf. Oh, Papa. Meine Eier sollen auch mal endlich zucken. Du musst Stromtherapie machen. Soll ich dir da einen Elektroschocker ranhalten? Ich habe zwei A75 Batterien zusammengebunden und jetzt in meinem Schwanz gehalten. Der sah aus wie ein Zitteraal. Why Kiki do this? Wegen dem Didgeridoo. Didgeridoo? Hat der geflattert? Ja. Sah aus wie ein Technopilz. Boah, wenn der das gesagt hat, nicht so der Gurf, dann schlag ich den tot. Hat der nicht. Das haben die sich ausgedacht. Dann mach ich den platt. Den miesen Wichser. Wichser. Dann kriegt er meinen Zorn zu spüren. Ja, dann mach ich Fusionen mit Mila. Ja,
Oh. Oi. Da ist Knarre aus Versehen losgegangen, oder? Nee. Jetzt fragt er, ob wir in den Junkie-Paar sind. Die sehen so aus. Oh, ich will den Feuerwehrhelm. Jetzt ist Quake dabei, aber. $50, Sasuki Suki Suki. Das ist das neue Taxi. Sehr nice. Ja, yeah, ist nice. Code 6, Dienstpause, halbe Stunde wieder da. Ich wusste gar nicht, dass das Ding eine Lowrider-Funktion hat. Wie ist die Nummer auch von dem Taxiunternehmen? Ist das nicht das Safety Car von der Bushaltestelle? We're wise, we're wise. Was? We're wise. Das war Französisch. We're wise. Ach so. Das ist Englisch. Hört sich an wie ein Rapper. Ich bin Rapper. Bist du MC Will Wise? Nee, OG Toasty. Und ich bin Topmodel. Mhm. Ja. Topmodel? Topmodel. Die macht Werbung für Rückenpflaster. Und jetzt Mila. Wow. Du willst Vogue? Dann kriegst du natürlich auch Vogue. Mein Freund. Was? Schau zu. Gleich fällt ihre Hüfte wieder raus. Yeah, baby, yeah! Ist sie das Vorherbild von Anti-Faltencreme? Das Handmodel. Ach so. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Handmodel für Socken. Für Prothesen. Ich bin einfach sexy. Ja! Lila, was war bei dir? Vanille oder Schoko? Vanille. Vanille. Danke. Ich kenne noch jemanden, der so gelaufen ist. Mein Opa. Nach, ja, so, einem Fall, nach so einer kaputten Hüfte. Bitte, ne? Mit Holzbein. Wo ist denn eigentlich Opa, hey, Opa, hey, Doni? Wo ist mit mir? Bitte Schoko oder Vanille? Wo ist mein Vanille-Shake? Ist der noch nicht tot? Den hab ich bekommen. Der redet gegeben? Hey, gib mir den wieder. Ja, gut. Danke. Will jemand einen Schuck Champagner aus meinem Tetrapack? Hast du dir wieder Pennerbrause gekauft? Ey, das ist wohl. Das ist richtiger Champagner. Ja. Im Trinkpäckchen abgefüllt. Guck mich an, ich bin ein Kennerin. Brauchst du noch so eine Tüte dafür? Ich hab noch einen. War auch kein Du Tier. Hast den Trailer aus dem Hundenapf gesoffen gestern. Ey, lass mich in Ruhe. Was für Kennerin, Bruder. Du solltest es nicht sagen. Nimm dir einfach die Tüte. Mach die über die Flasche. Genau, wir sind in Amerika. Amerika. Ich bin so geboren. Fuck America. Fuck mal leid, verlauf mal dick. Ja. Das ist mein Kennzeichen. Hab ich schon gesehen. Geil, ich liebe das. Krieg Bock auf jemanden zu schießen. Und ich kann nicht mal Super Nintendo spielen. Why? Weil Tyrese das im Pfandleier gebracht hat. Super Tyrese. Nee. Super Teil. Toll, wo ist der eigentlich? Wo ist der Penner? Ja, der liegt bestimmt wieder besoffen irgendwo. Ich hatte es immer mit. Ich auch eine. Er sollte von Corona eintreiben. Ja, ich hab mir einen neuen Super Nintendo geholt. Wo, wann denn? Wir waren die ganze Zeit zusammen. Gar nicht wahr. Ist das die neue Spasti 5? Ich war gerade los. Aha, mit welchem Auto bist du wohin gefahren? Bin gelaufen. Im Norden gibt's keinen Play Super Nintendo Shop. Dahin, du warst nicht in der Stadt. Wie bist du aus dem Norden in die Stadt gekommen? Gerade eben, als du dein Gespräch hattest. Aha. Du Pflaume. Ich hab gehört, du hast halt die Schnauze, Po lecker. Für Alkohol. Du bist ein Po lecker. Mhm. Po sind lecker. Den holst du sofort wieder. Er hat aufgelegt. Ich weiß es nicht. Nicht damit spielen. Wie viel Controller hast du gekauft? Zwei, aber du kriegst keinen. Warum keine doch. Drei? Weil du Ärger bist. Du bist ein Ärgerer. Halt Tyrese hat den wirklich verpfändet. Du schon seit 5 Jahren schleppe ich deinen dicken Arsch hier durch. Hey. Nicht einmal was zu arbeiten. Ich wollte nur arbeiten. Bitch. Guck mal, der hat rote Haare. Ich war mit dieser Tankstelle arbeiten, du. Stimmt. Aber nein, natürlich, sowas denkst du dir natürlich nicht. Ne? Dass ich arbeiten die Schuhe. Wenn ich Super Nintendo zocken will, dann zocke ich Super Nintendo. Ach ja, die musst du mir erst aus meinen kalten, toten Händen raus. Deinen kalten, fetten Händen. Weißt du was? Mann, bleib jetzt hier, jetzt mach nicht wieder Drama. Nein, weißt du was? Du kannst hier mein Model Arsch lecken. Weißt du, das ist
War gut, Nina. Weiter so. Weißt du, was die gestern Nacht zu mir meinte? Hock dich mal hin, du bist jetzt mein Klappstuhl. Ja. 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 Als wäre das das Normalste der Welt. Da ist er ja. Warum denn nicht? Da ist er. Guck mal, der fährt schon wieder Schlangenlinien hin. Der denkt, wir stehen da hinten. So blau ist der. Nee, der denkt, was machen denn die 20 Leute da? Der wollte eigentlich zum Yellow Jack. Guck mal, wo der parkt. Der ist noch nicht so lange Rocker. Entspann dich mal, der weiß nicht, wo er parken muss. Aber der geht schon krass. Bitte, bitte dreh das Moped um, bitte. Bitte, Mila. Ja, Mann. Gehen Sie da. Geht aber ich. Warum trinkt der das jetzt? Der will das wieder aufstehen. Der hat das ausgebeult. Der hat jetzt erst gefeilt, dass sie davon getreten hat. Was ein Trottel. Ich hab einen Rocker geärgert. Sieh die Kutte aus. Kutte aus. One Slutscher. Weine Nase. Jetzt macht er seine Karte wieder rein. Ist gar kein Moped, ist ein Fahrrad. Mit Ach, da Auspuff. Ist so eine Karte hinten an den Speichern. Ja, ja. So klingt. Oh, Speicher ist aufgebogen. Erstmal einen Lenker wieder gerade treten. Wer tritt als nächstes rein? Ich geh jetzt. Piep, 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 piep. Er darf nicht hierhin ankommen. Oh, der wird aggressiv. Tari ist nicht zuschlagen, sonst kriegst du auch Junkie Pack verbot. Genau, ich schieß dir in deinen Fuß. Was seid ihr denn so gemein zu mir? Was hab ich euch denn wieder getan? Du hast den Super Nintendo verpfändet. Wie viel Bier hast du wieder Nintendo weggemacht? Weiß nicht, 12, 3, 4 Kästen. Und dann kannst du nur Moped fahren? Frag nicht wie. Ach ja, kann da einer vielleicht einen Krankenwagen mal rufen? Warum? Warum? Ich fühle mich die ganze Zeit. Aber ich will jetzt nicht schon wieder ins Krankenhaus gehen. So. Ich meine, so 5 Tage hintereinander, dann ist mir mein Fahrkünstler Zweifel. Ich weiß es nicht. Du hast Vielleicht die Leber wieder zusammen. Ich kann probieren. Was probieren? Du alte Schnapsdrossel. Hure! Ja, du Hure! Hast du schon so eine Stempelkarte bekommen? Junge, ich hab die Freibier. Ich habe schon viele gemacht, ne? Ich habe auch zwar meinen Arsch verkauft, aber bezahlt wurde ich dafür nicht, außer ein Bier. Hast du da... Ich will gar nicht wissen, wo du das Bier mal aufmachst mit. Bitte mal sehen. Lieber nicht. Ich bin mir nicht sicher. Lieber nicht, oder? Bitte. Also dann schmeckt mein Bier, wie mir das Finger riecht. Nach Arsch. Mein Finger riecht dein Finger. Du riechst nach Watsch aus dem Mund. Du. Watsch. Du blödes Watschloch. Lecker. Mädel, das ist bei mir nichts Neues. Ich stink immer wie Scheiße. Ja, wer schlafen geht mit Popo, der juckt, der steht auf mit Fingern, der stinkt. Ich hab warte. Tun Sie mir mal kurz einen Gefallen, meine Weste, die ist wieder relativ steif, ne? Da müssen wir nochmal ein bisschen draufpinkeln. Können Sie mir mal helfen? Was ist mit Tyrese passiert eigentlich? Warum ist der Rocker auf einmal? Guckt euch mal die Hose an, die der trägt. Guckt euch mal dem seine Schuhe an. Der ist so geboren. Junge, ich darf mir ja nicht mit der Hose deinen Moped verfangen, ne? Dann fall ich wieder hin, so wie gestern. Ja. Tu die Hose doch in den Sockeln und trag einen Handicap. Ich bin ja hier kein Fashion-Rocker. Also. Ah, Mann, Digga. Dämmer, was wolltest du sagen? Ich hab Fragen, warum ist Tyrese Rocker? Ja, weil das seine Lebensbestimmung ist. Nein, der war vorher Junkie. Ich bin von... Wo ist der Unterschied? Student zum Junkie, zum Rocker, zum Obdachlosen, zum Rocker, zum Penner, zum Rocker und ja, ich bin Rocker geblieben. Also du warst die ganze Zeit Rocker?
Das steht dem nicht. Du siehst eher wie ein Penner aus. Der Tony, darf ich mal fahren, das Moped? Vierzylinder. Da lässt er nicht wirklich fahren, ne? Oh, oh, macht er. Klar. Oh, das geht gegen Rocker-Ehre. Der fährt zwei mit Kamar. Hoffentlich fährt Tyrese nachher los in der Auspuffelder. Ich bin nicht schuld, wenn sich der Rocker tot fährt. Ist egal, scheiß auf den. Haben den einen Reifen zerstechen? Ja, der ist besoffen, was denkst du, wie der fährt? So, wer ruft jetzt den Krankenwagen? Ich bin mir nicht mal sicher, ob der überhaupt einen Führerschein hat. Der ist auf dem Weg. Ah, gleich wieder da. Ja, der Krankenwagen kommt. Wolltest du nicht erstmal warten, bis der überhaupt hier ankommt oder ob der den suchen muss? Nee, das passt, passiert doch sowieso. Wie hat der nicht so einen Chip im Mode, Tyrese? Der macht Wheelie. Hat der einen Wheelie gemacht? Ja. Mit dem Roller? Mhm. Der macht Wheelie. Der Typ, ne? Einfach verrückt. Der braucht dringend eine Frau. Ich auch. Das ist doch Steffi. Die hat sich umentschieden. Die nimmt lieber den verkrüppelten Craig. Was? Ja. Herr Miller, willst du mal den richtigen Mann haben? Verpügelt ihn. Box den mal runter von dem. Ich muss da durch. Cody. Cody. Mila, das gehört doch nicht mir. Lass es sein. Oha. Wie macht. Ach so, ich dachte schon. Flickflack Overduck, Junge. 360 Looping. Mir gefällt es, wenn du so aggressiv bist. Ja. Ja, soll ich so einen Autoreifen am Baum aufhängen und du beißt rein? Ja. Ich bin ganz oder warum gar nicht, dass du meine Gefühle ignorierst. Ich was bin denn? Hart. Okay. Hast du gerade gesagt, ich bin hart? Mhm, hat er. Wie hart. Mensch, geht lieber ein Stückchen zur Seite. Ja, wie hart? Dein hart. Was ist denn der Aggregatzustand? Also nicht so. Blau. So viel, nicht so viel. Blau. Mir ist das egal, dass du mich nicht willst, Steffi. Ich brauch deine Gefühle nicht. Okay. Mach Schluss. Nein. Oha. Oha, damit hast du den besten Mann in der Stadt verloren. Aber die waren noch gar nicht zusammen. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass wir auch nicht zusammen sind. Deswegen hab ich besser Schluss gemacht. Jetzt ist Tyrese pissen, oder? Jetzt hab ich's dir gegeben. Dennis, kannst du bitte mein Klappstuhl sein? Nee. Oh, warum nicht? Nimm vom JFK den Klappstuhl. Nee, meiner. Und nimm vom Beatle den. Aber besser nicht, du hast einen Rock an. Oh, was ist denn passiert? Guten Tag, die Herren und die Damen. Guten Tag. Ich hab da ein kleines Problemchen. Ja. Ich bin mit der Schulter, aber sagen wir mal, so mit ungefähr 80 Sachen gegen eine Wand gerannt. So gefühlte 80 Sachen, ja. Gefühlte oder gefühlte? Ja, gefühlte. Okay. Kennst du das, wenn die Tür aufgeht, weißt du, du sag mal, musst schnell auf Klo, aber die Tür ist noch so ein Spalt offen, du rennst voll gegen die Tür. Das tut dann schon mal weh. Mit 80 km. Gefühlte 80 km. Das sieht man auch immer. Dann komm mal beiseite, ich lasse dir immer mal ab. Alles klar. Jetzt sieht und ich aus glaub, wie das, ist das ist meine Kutte, die so stinkt. Ich glaub, das ist Luca. Okay. Wer ist das? Luca. Was der denn verraten hat? Das ist meine Knarre. Nein. Und wie seht ihr das aus? Kollege. Achso. Okay. Der sonst immer die langen Haare hatte. Glück gehabt. Schoko will eifersüchtig. Nein, das ist der eine Luca, weißt du? Ja, der mal Luca. Aus, ne? Ja, da kannst du ein bisschen mehr da sehen. Da mit dem. Wo Chap hochgenommen wurde. Ach so. Doku, glaub mir, das ist geil. Ich hab auch gerade Schuss gemacht. Fühlt sich gut an. Aber das ist ja nicht. Aber ich glaube, der Luca war gestern am Park. Das ist hier, ne? Da, wo die Granate drum ist. Da helfen nice, der hat das Ganze. Der Luca war gestern am Park, das ist der aber nicht. Nee, nicht der. Nee, aber
Denkst du, dass es der ist, der dann den Chap verraten hat? Ich weiß es nicht, aber er, Chap meint doch, er hätte ein bemaltes Gesicht gehabt. Oder ja, tätowiert sogar. Ja auch schminken, kann ja aber auch sein, tätowiert, ich weiß es nicht mehr. Müssen wir nochmal mit ihm reden. Aber wir können Freunde bleiben, Steffi, wenn du willst. Sehen Sie das? Okay. Cool. Ja. Ja. Hält Terry die Luft an, damit er breiter aussieht? Okay. Was machst du denn jetzt? Guck mal, der macht. Was macht er denn? Ich glaube, seine Hosen sind ein paar Nummern zu klein. Ich glaube, der ist da vom Tannenbaumtrichter reingekommen, ne? Vom Schrank gesprungen. Du knackst da jetzt aber nichts rum oder so. Okay. Curtis, kannst mich nach Haus fahren? Mhm. Okay. Willst du schon Hanger machen? Kinder, kann ich locker heben. Ich geh spielen. Basteln? Ja, aber ich bin ja ne... Was gehst du spielen? Wow! Nintendo. Sind kann die abfahren? Du gehst ohne uns Nintendo spielen? Ich mag Nintendo. Aber ihr müsst euren eigenen Controller mitnehmen. Ich hab nur zwei. Ich hab meine Leichen. Ich wollte nur vorgehen. Na gut. Und die schon mal zwei Controller in meiner Tasche. Aber wir müssen noch kurz warten. Ja. Auf wen? Auf John. Wieso leistest du drücken so nach unten, so, weißt du? Wie wenn der Kickdown kommt, so ungefähr. Auf was war? Auf John. Ich muss noch kurz was abgeben. Das ist ganz wichtig. Ich kann nicht zählen, aber ich sag mal 6. Der Avocado-Anwalt? Nicht Abo. Aber ihr könnt schon Super Nintendo spielen. Ich komm nach. Willst du mit Bentley fahren, Mila? Ja. Okay. Bentley. Je. Wo? Du leitest mir den Weg? Ja. Alone in the Dark? Gehst du Super Nintendo da mal? Ganz schon. Langsam, oder was? Und Jeff Kao? Super Nintendo! Ja, ich muss noch locker eine halbe Stunde warten, aber ihr könnt schon vorgehen. Ist okay. Wir bereiten schon mal das warme Bettchen für dich. Ja, ist nice. Ich scheiße dir noch ein bisschen. Ja. Was macht Tyrus schon wieder? Was für ein Mülltag. Ja. Erstmal geht's deinem Kopf noch besser? Ich trinke schon Alkohol die ganze Zeit. Ah, ja, okay. Ja. Okay. Denk nicht so viel nach heute. Schalt mal ab. So, besser so. Morgen ist auch noch da. Oh, ich habe eine Mucke in der Nase. Ja, ja. Oh mein Gott. Boah. Gesundheit erkannt. Die musste raus. Ich hab alles abgekriegt. Gut. Oh, jetzt holt mein Brustkorb weh. Schnell festhalten, sonst fällt er raus. Ja, halt dich mal so ein bisschen gestreckt den Arm. Okay, also. Ja, wie gesagt, mach dir mal ruhig heute Abend. Nein, das kriegst du nicht mehr raus, Junge. Ich bin auf Angriff komplett. Das ist ein Modus. Ich bin so geboren. Okay. Wie bist du geboren? Aggressiv. Dann hol ich mir gleich welche, aber diese Verbrecher. Du bist total gut. Ich kenn euch Verbrecher, ja. Ach, wie hieß denn der Typ da? Das ist mein Film. Paschischik. John Wick? Okay, dann mach ich. Hermine, wolltest du einen Super Nintendo? Hat es nicht auch angefangen mit dem Hund? Fährt den Lucky im Jeff K. Also wer ist denn Lucky? Jeff K. sein Spitzname ist Lucky. Ja, bestimmt sein, ne? Wie drüber. Du weißt. Habt ihr euch hier wieder gekloppt? Nö. Der Rocker ist so blöd zum Motorradfahren. Ach so, was geht bei euch so? Hä? Nur ein russisches Blät, Zucker. Okay. Weil das fucking kaputt ist. Braucht ihr noch irgendwas zu essen? Brauchst du noch irgendwas zu essen oder zu trinken? Nein, alles gut bei mir. Okay. Gib mir die Rechnung. Such doch noch irgendwie Praktikantin oder so. Oh, Opa Donny! Opa Donny! Opa Donny! Ja, hallo! Opa Donny, ich hab dich gehört draußen. Ja, wo warst denn du? Aber in Istanbul, am Lakko, Junge. Was soll das? Hast du gerade gesagt, du warst in Istanbul, am Lakko? Ja, dann.
Solange ich so wohl Rolex habe. Mir hat auch noch gesagt, in Istanbul gibt's Rolex billig. Da habe ich 25.000 Rolex gekauft, denn ich verticke jetzt noch einmal bei dem Idioten Los Santos. Oh, scheiße. Naja, also sagt der Urus Bodo. Wenn du Probleme hast, dann kack dir Rücke. Sag, Alter, ich hab selber Rücke, was willst du am Nachhinein? Oh, shit, Mann. Da gib die Rolex rüber, du armer Nakoyum. Und hör auf mit einem Urus Bunchuchul an. Und dann haben wir die Rolex gehabt. Jetzt habe ich Lieferung gekriegt. Gestern, Gertrud hat sie zusammengepackt. Alles in schöne Tüdele. Und jetzt verticke die da hin. Ich habe dich locker im Monat nicht gesehen. Die Idioten, Los Andes checken doch das eh nicht, dass das da gefälscht ist, sind Menschenkinder. Warte mal, ist er denn mit der Latzhose früher? Mit der ja, Gehirn? Das ist super dumm. Ah, scheiße. Das ist mein Opa. Frisch vom Urlaub lang. Verrückt, Alter. Uff, Alter. Leg mir mal schnell die Istanbul-Galatz der Rache-Kette. Oh, oh, die Gertrud hat einen Bikini-Kauf von Gluck. Von, wie heißt es? Lucci Vuitton. Lucci Vuitton. Ja. Oh, warte mal, Gerl, so warum hast du keinen Zettel da gelassen, dass du im Urlaub fliegst? Was? Warum hast du keinen Zettel da gelassen? Ah, du, ich wollte euch doch nicht nerven und alles. Wir wohnen nicht mehr im Park, ne? Aber das war geheim. Der hat hast du gehört, Flachwichser? Was? Wir wohnen nicht mehr im Park. Was? Was im Park? Ja, in unserem Park. Ach, wir sind weggezogen. Warte, was? Wann? Johnny hat mich rausgeschmissen aus dem Park. Was? Wann? Gestern. Was? Ja. Echt? Hey, ihr wart, seid ihr nicht eine Familie? Ja, aber irgendwie? Der hat gesagt, ich bin eine Missgeburt, ich soll mich verpissen und nie wieder kommen. Wow. Das tut weh, Alter. Aber du kannst trotzdem mit der Wohnung, Opa. Ja, du, jetzt muss ich mal ein bisschen so mal aufbauen, ey. Ihr könnt mir helfen. Was sagst du? Zeig mal, nimm mal deine Brille ab. Komm, ey, guck mal tief in die Augen. Ich muss gucken, ob du ein guter Händler bist. Oh, warte, guck mal. Um Gottes Willen, das ist Stiefel abpfeife, ey. Das sieht aus wie so ein Kaulquapp. Guck mal tief in die Augen. Draußen steht ein Milan-Super, du. Ah ja. Oh, ja. Komm, wir gehen mal raus. Das ist oh, fuck, man. Ey, gib mal die Kette her. Nee, das ist also mal probieren, Lahm. Der hat mir gezeigt, wie man das testet. Nee, lass was bei Grindr. Warum kriegst du 5 Mark? Nee. Geh mal weg mit dem Ding. Scheiße, man, peace, Alter. Leider, wenn man... Ah, shit, man. Alkohol. Ey, wunderschön. Opa, du nicht da. Hallo, ey. Oh, shit, was geht, Lahm? Hallo. Oh, endlich bist du wieder da. Opa, Donny war in Istanbul der Türkisch gelernt. Oh, sag mal, wie hast du dich verändert, ey? Hast du Türkisch gelernt? Du, stimmt das, was die erzählt denn in der Türkei? Was haben die denn gesagt in der Türkei? Dass du der größte Schnepper von Los Santos hast? Immer die Pflanzen gießen, Scheiße. Ja, das stimmt allerdings. Willst du mal sehen? Hier, pack mal an. Pack mal an, natürlich. Oh, kann man den bisschen unter, du, lecker. Rollst du den zusammen oder was? Ja, also mein Moped, ne, das steht auch nicht an einem Ständer, das steht an meinem Ständer. Okay, das liegt auf dem Boden, du Idiot. Aber wie ist denn das? Ich sag doch, das steht auf meinem Ständer. Gehst, das ist doch ein Mods, maximal 10 Minuten in die Präne hängt. Jetzt nimm mal auf Los Santos bitte für mich. Wenn du Winter-Pipi magst, ja? Ja. Pipi mag, das mach schon mal an. Lan, hör mal, ich verzeih mich bitte, du unterbrech mich nicht. So. Edel hat sein Ring kaputt gemacht. Ja. Der Edel. Mann, komm, was ist jetzt los? Ich bin frisch vom Urlaub von Istanbul gekommen. Ich habe immer die Redensweise nämlich an, weil ich die Kultur und so lerne. Und dann war ich das halt so. Du Börek. Ich bringe mich nicht durcheinander. Auf jeden Fall, wenn es Winter ist und ein Pipi so lang ist. Ja, wenn das Wasser da hängt, friert es dich da auch nicht, oder wie? Ey, was ist mit dem da? Hey, hallo, bist du noch hier? Ich hab auch da mal Opa, sag dir mal dein. Gut, dass ich angerufen werde. Sag dir mal dein Ding. Dein Kleingeld. Die Marke. Ja, der Loris, ne? Dann hab ich so ein Eis am Stiel, aber ansonsten ist alles gut da mit dem Loris, ne?
Kerl, ist mir kalt, ey. Ich muss mir erstmal eine Hose kaufen, du Zitron ganz klar. Wir sind ja nicht in Istanbul, ne? Ist ja ein bisschen frischer hier, doch. Ja, du, ich hab gedacht, das hab ich mir total unterschätzt. Bin aus dem Flieger rausgekommen, du. Hängt mir ein Eiszapfer an der Nase, so kalt ist doch. Aber ich will dir mal was sagen, ne? Urland, das ist eine Fälschung, garantiert. Also, Alter, ey, das darf niemand sagen. Dann, das ist mein neues Business. Ich hab in Türkei bei so einem. Guck mal, das sind auch keine Sigiletten, das sind Sigiletten. 25.000 Stück gekauft. Was, 25.000 Rolex hast du gekauft? Ja, verschiedene. Daytona, Datejust, alles. Mit Diamante, ohne Diamante. Ich bin Ben, haut rein. Hang rein. Nein. Edelstahl, Saphirglas, alles am Start. Aber kein Originalen. Ach Quatsch, aber scheiß drauf, das checken die Los Santos in die Vollpfosten da. Wäre für Ticket Erste. Jetzt, wie sieht's aus, willst du oder nicht? Was will ich? Zeig dir mal dein Glas mit dem Kleingeld. Komm, ey, da drück auf 5 Mark. Ups, jetzt ist mal ein Furz rausgefahren. So. Ja, was ist das, Steffi? Ich steck mich hinter euch. Warum? Der Opel-Dunni ist nur richtig hart. Also, wenn Willi jetzt noch dabei wäre, das wäre eine Riesenkatastrophe. Alle früher, wo ich in deinem Alter war, habe ich mindestens 5 Steffis gehabt. Eine hässliche Lachter. Arschloch. Da haben die aus dem Mund gestunken, das glaubst du gar nicht. Manchmal auch mit die nicht mehr hab. Gertrud habe ich geholt, die putzt jeden Tag Gert C. Und ein bisschen rum, frisch machen, da und da. Und dann geht es ab, du. Die Steffi ist aber leck mehr. Ich finde dich auch wieder hübsch, wenn du bei mir. Ich bin der Einzige, der lacht, weil er den versteht. Keiner versteht ihn. Ja, was geht sonst so? Hat der Saulade da auch gar nicht mehr offen, du? Da nicht? Ich hab jetzt gedacht, ein bisschen Potatoes, ein bisschen Tzatziki, Batziki, Matiki. Yes, Doming. Amana Koyum hat den nicht mehr offen. Was war das andere Wort, was du nochmal gelernt hast? Kann sich neben dem stellen. Da, geh mal hin. Geh mal hin, Steffi, du weißt nicht. Komm mal, Steffi, Habibi. Habibi. Kleine Hexe. Steffi, hey. Kleine Hexe. Steffi, kleine Habibi Blocksberg. Ja, Steffi, so ist es halt mit mir. Opa, Wie alt bist du? Opa Donny. Donny, ja. Donny, wie alt bist du? Ach Gott, über das Alter schätzt man nicht, aber steht oder noch wie er ist? Ja, wie wenn einer guck dir mal den Kampfadern an, dann sagst du das schon. Der JFK hat gerade angerufen und gesagt, es gibt noch so einen Taylor-Park, wo wir auch hin könnten. Nein, bist du verrückt, da wohnen die Hocker. Nee, der sagt, es ist da verlassen. Nee. Da feiern Hocker-Party und so. Oh, okay. Unser Zweiler ist groß genug. Seid ihr schon oben? Ich und Dämmer, wir sind hier. Okay, Jeff Kessel soll auch da hinkommen. Ja, okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich wusste jetzt nicht, ob der hilft oder nicht, weil er da stand. Ja. Einfach reingehen, da kommt ja nicht schon jemand. Hey, Jeff. Hallo. Ja, leck mich fett, wenn das nicht Menge Freunde ist. Oh, Pippel die Munker. Und Opa Duni. Der Club der tiefen Stimmen ist jetzt hier, oder was? Oh, hey, Opa, Monka, Monka, Bibi, was geht ab? Ich hab gerade mit Willi telefoniert. Was geht, meine Freunde? Na, wo ist Maschallah, das? Siehst du gut aus, Land? Ja, du, aber auch. Ich bin frisch von Urlaub gekommen, in Istanbul. Ja? Wo warst du, in Istanbul? Istanbul war ich, Kerl. Ja, da kannst du auch. Du mir von mir Rolex kaufen? Nee, aber da musst du dich ja jetzt anders anquatschen. Salam alaikum. Salam alaikum, salam. Ich muss ja sagen, aber du siehst ja eher aus, als würdest du aus der Türkei kommen. Ja, ich? Ja. Hätte Designeranzug, ne? Ja. Auch. Mensch, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Was ist denn hier mit Dingem? Wie hieß sie nochmal? Heideltraut oder was? Heideltraut, Alter. Gertrud. Ja, ich bin ich drüber gerutscht und weg. Das geht bei mir ratzfatz, Kerl.
Hast du ihn geölt oder warum bist du drüber gerutscht? Ah, das ist doch so, ey. Was ist denn schon wieder mit Stream Elements los? Ja. Achso, da kommt die, okay. Muss ein bisschen WD-40. Herr Rupert, danke für den Mist am zweiten. Aber du siehst gut aus. Und gib ihm, ey. Steffi. Nein. Oh, du bist doch noch Single, oder? Nein. Da wäre der richtige Mann für dich, glaube ich. Oder Jeff, was meinst du? Ja, danke. Danke fürs Zuhören. Niemals würde ich jetzt das wollen. Was, ja? Bomba, Bomba, im Hof mit den Steffis. Ich sag dann, ey, lass die Finger von den Steffis weg, die stinken auch. Hey! Aber. Ich bin selber gerade am Trinken. Du weißt, Steffi, das ist ja jetzt nichts gegen dich. Das hat ja auch. Vielleicht bist du auch keine richtige Steffi in dem Sinn, weil du eine Steffi bist, aber vielleicht keine Steffi, weil du jetzt so Steffi bist. Was ich meine? Oder vielleicht eine Stefan. Ah, das, Opa, jetzt hab ich den Opa Donny kaputt gemacht. Opa Donny, das ist mir eine Falle. Ja, klar. Ja, wir zwei gehen mal auf die Pirsch, oder? Wir gehen mal auf Frauenjagd, würde ich sagen. Oh, ja. Dann schmeißen wir zwei blaue Pillen rein, Alter, dann geht's ab, ey. dann geht es richtig rund, einen in den Arsch und einen in den Mund. Das wäre rund. Letztens ja, einen geilen Deckel. Warte mal. Opa, Donny, warte mal. Ich hab eine Bekannte, ne? Die ist total, die macht so schmutziges Zeug und so. Warte, ich ruf die gerade mal an. Ist das Jutta? Warte. Ja? Ja, Jutta, Schatz. Oh nein. Scheiße. Hör mal, was machst du jetzt gleich noch? Lass die Jutta aus dem Spiel. Ich geh schon mal eben vor kurz. Hol die Jutta her, selbst die hau ich weg. Aber ich hab gerade hier. Wenn ich mir das Bild nicht vorstelle, wie diese alten Körper aufeinander klatschen, dann kommen mir die Kotze hoch, Alter. Ich hab hier so ein Niveau-Creme geholt. Aneinander rein, meinst du? Was hältst du von der Idee, wenn ich gleich mal mit einem guten Freund vorbeikomme und wir cremen dich mal ein? Doch, der Donny ist da, der Opa Donny. Kennst du den? Ja, sag mal, ey, die Bohrmaschine ist bereit, ey. Okay. Ja, die kennst du. Was ist denn die Bohrmaschine, mein Lieber? Ich gleich mal, ja. Die war ein bisschen, durcheinander jetzt gerade. Warte, gib mir mal deine Nummer. Das ist super. Da machen wir schon mal. Ich brauch Hilfe bei CK. So, helf mir, bitte. Opa. Oh. Jutta kommt gleich. Ich bin noch hier, wie kann ich dir helfen? Sag uns doch. Opa, 5 von 5. Warte, bevor die Steffi weiter angreifst, du uns Ding nochmal. Nee, die Jutta kommt gleich. Oh, geil. Dann lässt sie kennen. Oh, die ruft an. Scheiße, jetzt krieg ich Ärger. Okay. Ja, ich bin halt dabei, wenn man es braucht, gell? Ja, ich fahr dahin. Ja, soll ich zu CK kommen? Oh, die soll herkommen. Ja, okay. Warum zum Teufel hast du einen Akkuschrauber dabei, du Wichser? Ja, tschö. Ja, tschö. Ach, Mann. Steffi, ich soll zum CK. Du bist in Not, sagte die Jutta. Blöde Kuh. Warum stellt sich hier keiner an die Frage, warum er den Akkuschrauber bei hat? Das hab ich. Ich frag mich eher, wo der Akkuschrauber. Ich frag schon gar nicht mehr. Opa? Du musst immer alles dabei haben, immer gewaffnet sein. Immer das sein. Wo holst du den immer raus? Nein, das hätte ich nicht fragen sollen, ne? Was? Und wo hast du deine Hose gelassen? Der hat doch eine Hose an. Kann das sein, dass der mich gerade am langen Arm verhungern lässt? Nein, das hier ist nur Sportshorts. Ah, Mann, Akkoyum. Ich komm frisch vom Urlaub, Land. War ich Istanbul, hab Rolex mitgebracht, alles und du sagst, wo meine Hose ist. Ja, grüß dich, hier ist der Zahnriemen. Ich wollte mal fragen, brauchst du eine Bohrmaschine? Ja, gelassen. Da war quasi. Ich tausche eine Bohrmaschine gegen den LKW. So. Das ist eine spezielle Bohrmaschine. Kaltes war kalt, aber Opa will ich wirklich wohnen. Ja, dann nicht. Ja, was ist denn jetzt mit der Nummer, du jährig? Ich brauch die ganze Zick. Ja, die hat so einen so, speziellen Aufsatz drauf für die Damen. Ja, wir dann sind's. Warte mal, ich muss mein Handy rausholen. Ja, brauchst du halt was Falsches. Was ist denn das für ein Handy sein? Alle klar, ne? Wollen wir nur ein Angebot also gegen LKW? Opa Donny, hast du da vorne Aufsätze für die Bohrmaschine? Das ist schwierig. Keine hohe Drehzahl, Schlagbohrmaschine, Schlagdrehzahl, immer mal. Also, schon hast du das Ding dabei? Ja, 5 von 5.
5, also 4 mal die 5. Ja. 6, 4. Warte mal, geht jetzt zu 2 deine Bier 5? Wo 2, ja. Das war es. Das war's. Okay, ich lass dich anklingen. Den hat er angepst. Was willst du? Was? Ja. Es kann sein, dass ich das Handy aus habe. Wollte gerade sagen. Was ist das denn? Ah, Kerl, ich kenne mit dem modernen Club doch gar nicht mehr aus. Ich bin froh, wenn ich die Taschensperre rauskrieg. Versuch's doch mal mit der Bohrmaschine. Ja, bitte. Bist du noch in deinem Laden? Nee, ich bin gerade im Forum, du weißt. In was für einem Forum? Im Forum, du weißt, in der Straße, da wo die Ballers wohnen. Was? Ich kann kurz zu mir nach Hause laufen. Was? Wer ist Ballers? Ballers, die früher mal Ballers waren, dann DBC waren und jetzt wieder Ballers sind. Also, ja, sollen wir uns gleich kurz treffen? Ja, können wir machen. Da wo wir gerade waren? Ja, sag mir Zeit. Ja, sag du, ich stehe direkt gegenüber. Ja, dann in einer Minute. Okay, bis gleich. Bis gleich. Hier von den Dragons da oben. Ich bin da sind doch gar keine Patches drauf, Mann. Das kann ich dir kurz sagen. Guck mal hier, da steht Kuschelrock. Der ist vom Fraggle MC. Ja. Der ist der Präsi vom Fraggle MC. Ich bin Spritcola, wie ich Sprit hier trinke, ne? Ja. Wenn dieser Glas hebt, dann müssen andere auch das Glas heben. Willst du mitkommen eben? Wohin? Der hat direkt gegenüber da. Das Ding abgeben. Das funktioniert auch. Achso. Denke ich mal. Also ich habe einmal EMS Lager und ich habe Pillbox Türen. Was ist Pillbox oben? Ne, unten. Und was ist EMS? Das oben? Ist das Lager von denen. Ach so, aber das müssen. Warte mal. Da gaben beides dann. Was geht ab? Was geht ab? Was geht? Jetzt ja. Halt die Klappe. Warte. Das erste, was du mich fragst, wie es mir geht. Du weißt genau, was abgeht. Ich weiß, was abgeht, aber nicht, dass irgendeiner dir was angetan hat. Wer soll mir was antun? Ja, weiß ich ja nicht. Die Leute wollen nur den Drachen nicht immer wecken. Der kleine Pips. Ich rede nicht von dem Drache. Ach so. Ich rede von meinen Arschhaaren. Oh, da hast du viele, hab ich gesehen. Ich hab Was geht denn bei euch im Park ab, ihr Gangster? Gerade ist relativ leer, aber, ja. Irgendwelche Bowlers oder Lila, irgendwas gekleidete wollen wissen, wo der Junkie Park ist und wer dazugehört. Die haben vorhin hier irgendwelche von uns angequatscht. Noch gesagt, gegenüber von der Verwahrstelle, wenn die zu den Cool Kids kommen wollen. Ich weiß nicht mal, ob die das waren. Die haben lila Klamotten getragen. Kann sein, dass die dort waren. Und Cody hat mir gerade irgendwas von der Bowlers Gang erzählt. Ja, das sind die hier gegenüber. Ja, wieder ihn bestimmt irgendwer. Wenn Finn das hört. Finn hat doch schon gesagt, die sollen die Fresse halten. Ja, Finn hat gesagt, wenn die sich Gang nennen, dann reitet er da ein. Lass mal kurz rüber, John. Wir kommen später. Okay. Bis gleich. Aber die wollten nur die für die Türen haben. Wenn wir denen das jetzt nur für das Lager geben, ne? Ja, dann, also dann sollen sie nicht für oben rumheulen. Ja, wir können den ja fragen. Alter, wir werden fast überfahren worden. Das war Bademeister. Und man merkt auch richtig in deren Stimmen, dass die alle keinen Bock haben auf den internen Stress, Alter, des Todes. Hast du dich umgezogen? Ja, right, ist Feierabend. Warte mal, du wolltest nur die Dinger für die Schlüssel haben, ne? Die Dinger für die Schlüssel. Ach, die Dinger für die Türen, ne? Das ist der John, der geht zu uns. Alright. Wieso? Was gibt's noch? Ja, wir haben auch den vom Lager. Also du kommst mit Medikamente und so da dran. Was habt ihr abgemacht? Das, was ihr abgemacht habt, zählt. Oben, unten, Türen. Ja, dann ist oben, unten, Türen. Ja, aber willst du, dass wir den Lager auch haben? Wenn es über hast, dann nehme ich das. Aber warum sagst du, was ihr abgemacht habt? Du hast doch deine Wünsche geäußert. Du musst mir doch sagen, was du haben willst. Nö, ich meine, das, was ihr abgemacht habt.
Ist das irgendwie so ein Attest oder so? Du hast ja eine Abmachung mit jemand anders getroffen, so. Ich weiß ja nicht, was ist eine Abmachung. Du willst ja die Abmachung mit ihm erfüllen und nicht mit mir eine Abmachung. Aber du hast Bedingungen gestellt, Kollege. Ich habe keine Bedingungen gestellt. Ja, oder Wünsche geäußert. Ja, aber wenn jemand anders sich um meine Wünsche kümmert, dann habe ich ja keinen Anspruch darauf, welche Wünsche er mir erfüllt, so. Ja, willst du das Lager auch haben? Ja, wenn es Lust sein willst, gib gerne. Ich habe gerade eine Idee. Ich mache die Schlüssel nach. Kannst du die nachmachen? Ja. Ich glaube nicht. Sicher? Ich glaube, sowas macht der Schlüsseldienst hier nicht nach. Soll ich mal probieren gehen eben? Kannst du gerne machen, ne? Beeil mich, ich bin gleich wieder da. Du bist komisch. Wieso bin ich komisch? Ja, weil du so gut mit dem Typen bist, dass er deine Wünsche nachgeht. Und dann sagst du mir, ja, ich weiß ja nicht, was ihr abgemacht habt. Ja, ist ja auch so, ich weiß ja. Aber der muss dich doch gefragt haben, was willst du haben, und du sagst Schlüssel von oben und unten. Nee, das war anders so. Der oder der hat sich das ausgedacht. Wer weiß, ja? Vielleicht ist es auch einfach eine Sache, die dir gut zuspielt. Und bei der Auswahl verschiedener Möglichkeiten war das die, die man, wenn man dir eine gute Karte zuspielen will, die beste Auswahl war, hm? Ja, dann bekommst du das Lager auch noch. Das ist sogar gut, dass man dann jemanden kennt, der an das Lager drankommt, weil die haben gute Medikamente. Okay. Wie gesagt, weiß ich gar nicht, was die da so lagern, aber ja, scheint interessant zu sein, wenn du sagst, gute Medikamente. Ist Steffi also nicht mal abgesehen mit von dem Deal können wir auch Klamotten besorgen, ne? Okay. Also, dass du als Mediziner da durchkommst. Dann geht dir auch keiner auf den Sack, wenn du da in den Medizinschrank gehst. Ja, aber... Hab ich gleich so vor, alles gut. Flips oder sowas, Alter. Keine Ahnung warum. Ich bin nervös. Wenn du jetzt mit dem Johnny herkommst... Das ist John, nicht Johnny. Ach, mit John meine ich, ja. Ist dir da alles gut mit dem Parkjungs oder wie? Nö, das ist jemand, der hinter mir steht. Der die Aktion auch nicht gut fand. Okay, also ist das so Grüppchenbildung? Ja, die Lager teilen sich gerade ein bisschen. Aber okay. Im Prinzip gibt's hauptsächlich nur um Johnny und mich und vielleicht nur Jack, weil der Verursacher dafür war. Okay, und jetzt gibt's so zwei oder drei Lager? Bisher zwei. Okay, ja, Johnny aber und Jack ich denk, so ich denk mal schon, dass es auch drei Lager gibt, weil es gibt bestimmt auch welche, die keinen Bock haben und die sich da nicht einmischen wollen. Aber das wird sich jetzt zeigen, was passiert. Alright. Ja, gibt bestimmt auch so Harmoniebedürftige, die wahrscheinlich der Meinung sind, dass einfach kein Stress fein wäre. Ja, ich habe noch nicht mit allen gesprochen. Können, glaube ich, nicht mal alle, die da ein paar krumm hängen, so. Aber ja, das sind. Und dann noch mein Namensgedächtnis dazu, so. Als ob die Schlüssel nachmachen. Ich denke, das Telefon. Ja, bitte? Er hat gesagt, nee, ich sehe aus wie so ein Penner von der Straße, der vertraut mir nicht. Und beim Wegfahren hat er noch meine Mutter beleidigt. Bis gleich. Ich glaube nicht, dass der Typ Sicherheitsschlüssel nachmacht. Ich glaube auch nicht. Nee, deswegen hat er mich auch beleidigt. Jetzt weißt du warum. Aber die funktionieren, ne? Ja, perfekt. Sollen wir ausprobieren gehen? Ja, du kannst. Nee. Ja, ist das ja verrückt, der so nicht. Guck mal vor. Da besten wir noch so. Ich habe noch nie einen schwarzen Arzt gesehen. Doch, obwohl Ford, ne? Na klar. Ja, das stimmt. Ja, dann gib den Lagerschlüssel auch ab. Wir brauchen den eh nicht. Jut. So, dann einmal die Türen. Wunderbar. Und einmal das Lager. Was für Trees, Junge? Was für ein Essen, was? Oben, unten? Das ist beides unten. Okay. Ich glaube, EMS-Lager geht auch oben. Das ist halt, wenn du hinter die Theke durch die Tür gehst. Hm? Okay, kenn ich. Also da an das Lager dran. Und das ist für unten. Ja. Sagst du vorhin noch was für oben, das links? Ja, das oben, das Krankenhaus, das wolltest du auch haben. Also das hat der mir gesagt. Right. Hast du dafür einen Schlüssel oder kommt noch nicht? Aber da noch könnte ich dran kommen. Ja, right. Ist ja kein Ding, haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das ist halt die Aktion gewesen, wo die sagen, da ist am Schlüssel GPS dran. Okay, ja. Was halt.
Nee, das ist einfach nur, dass das gecheckt ist, wer welchen Schlüssel rausnimmt. So. Ja, oder so. Aber das juckt mich nicht. Ja, ja, ihr seid kriminell, euch wird schon was einfallen. Sagt der gerade Schlüssel für ein Krankenhaus entgegennimmt. Sagt ja. Zu uns kriminell. Richtig. Die angeliefert haben, ne? Cody, deine Fassade ist schon vorhin gefallen. Du bist ein ganz schlimmer Finger. Habe ich eine kriminelle Tat bisher begangen? Ja, tatsächlich. Du hast den Auftrag dafür gegeben. Hab ich nicht. Doch, die hast du. Die hat irgendein Typ gesagt, dass ich das mir wünsche oder was auch immer, wie du mir die Geschichte erzählt hast. So, ich habe gar keine Ahnung. Und das muss ja der Wahrheit Schlüssel entsprechen, sonst würdest du das jetzt nicht annehmen. Und auch nicht akzeptieren und auch nicht. Ich nehme von dir einfach zwei Schlüssel entgegen. So. Du sagst, die sind dafür. Woher soll ich wissen, dass die da passen? So. Können auch Schlüssel für mein Fahrrad sein. Sicherheitsschlüssel. Ja, Für den Fahrrad. Mein Fahrrad ist mir sehr lieb. Du weißt, die gerne Rennradfahrer. So. Sicherheit geht vor. Safety first, Curtis. Mhm. Solltest du dir merken, weil sonst kommt da... Das brauchst du mir nicht sagen. Zieh mein Ganzkörperkondom an. Alright. Gut, hä? Ich bedanke mich bei euch. So, ich gebe das so weiter und ich nehme eine Imbissbestellung jetzt mal kurz bei den Ballers entgegen. Schönen Abend! Mau rein! Der dreckige Kleine. Der hält sich für so schlau, ne? Der hat uns vor, was weiß ich, 3 Wochen schon Autos besorgt, um damit Reisenamen zu machen. Mhm. Der macht ein bisschen auf Gustavo Brinks oder so. Ja, ja. Oder kommt ein Auto? Warum ich so indiskret bin? Weil ich einen Fick auf die alle gebe, Alter. Ist mir doch scheißegal. Ich mache und sag, was ich will. Ah, gut. Ich bin hier kein Mafia-Typ, Alter, der hier irgendwie... Ankommen wollte ich nur sagen, gell? Ja. Jetzt hängt hier eine Etikette hält oder so. Ich bin wieder da, gell? Wollte euch nur Bescheid sagen. Oh, scheiße. Falls ihr da Wache und Polizisten draußen hätten. Bin wieder ankommen in Los Santos. Was sind der von mit der Polizei. Mit der Polizei. Warum? Der will nur sagen, dass er wieder da ist. Du musst doch wissen, dass der Veteran wieder da ist. Ihr könnt meine Akte löschen. Ich bin wieder da. Oh Mann. Ich mach auch nichts Illegales mehr. Alles löschen bitte. Okay. Ich bin der Opa Donny. Mehr kriegst du nicht. Nix, dein Chef, wie heißt er? Der Washington, sechs, ein schöner Gruß von mir. Er soll meine Akte löschen, ich bin wieder da von Istanbul. Es wird auch nichts mehr gemacht, Illegales. Oh, Scheiße. Frag ihn, ob der einen Rolex kaufen will. Wenn du sechs vom Opa Donny, dann kennt er mich, Menschenskinder. Bin bekannt wie im bunten Hund. Sechs in Washington Bescheid, der soll sich mal bei mir melden, wenn er einen Kaffee trinken will oder einen Rolex kaufen will, der soll zu mir kommen. Ich hab dem schon einige Frauen besorgt damals. Ja, Adela. Also, Opa Donny, der Sultan. Sechs in Washington, gell? Der Opa Donny ist wieder am Start. Istanbul ist vorbei, Geschichte. Jetzt geht's wieder rund in Los Santos. Wird wieder richtig gefickt. Also, ciao. Das war's, glaub, danke, John, ne? Ja, ja. Immer. John? Ja? Was ist jetzt mit dem VCR? Hast du rausgekriegt, ob der komplett blau war oder? Der ist irgendwie blau-metallic. Blau-metallic. Kennzeichen hast du aber nicht. Nee. Ja, aber der ruft mich an, wenn der den wieder sieht. Oha. War wohl irgendwo ich an der Schreinerei da runter. Ich muss kurz in mein neues Zuhause, weil ich habe ein Parkverbot. Junge, soll ich fahren oder so an? Ja. Küss mich. Bald. Beim Taxi, oder? Hallo. Ach, die Dame. Was denn? Ich nicht, als wäre ich deine Freundin. Ich hab nicht gehört. Ach. Ich hab gesagt, willst du bei mir schlafen? Nö, wir haben schon was Neues gefunden. Ach, du musst dir nichts Neues suchen, Gott. Außer wenn aber du was willst. Jetzt? Ja, was, aber... Was? Ach man, was für Parkverbot, man. Du weißt ganz genau, wenn der... Ja, die Schwuchtel nur gesagt. Der ist doch der große Boss, ihr müsst doch auf den hören. Nicht, dass du ihn rauskriegst, dass er dir in den Rücken fällt. Und schickt euch auch noch weg. Nee. Warum soll der uns wegschicken? Ja. Hä? Das hat er gesagt, weil der sauer war, Mann. Ja und? Ja, vielleicht hat er das auch gar nicht so gemeint. Ja, sagst du nicht mal was, wenn du sauer bist? Nicht sowas. Willst du mit dem Onkel reden? Ich bin, was soll ich mit dem reden? Der fällt mir jetzt schon in den Rücken. Ja. Der geht jetzt schon zu Jazz und holt sich Sachen, weil der sich absichern will.
Weil er davon ausgeht, dass ich sein Kartenhaus zerbreche. Er geht davon aus, dass sein eigener aus der Familie dem verpetzten verrät. So stuft er mich ein. Der soll sich ficken. Nein, ich brauche nicht mit dem reden. Jungs, ganz ehrlich, der soll sich ficken. Der soll sich seine macho-haftige OG-Haftigkeit in den Arsch stecken. Und Schwänze lutschen gehen. Ganz einfach. Ja, aber du weißt ja selber, dass der das nicht macht. Ja, doch, macht der Bullen. Das schon seit Tagen. Und gestern ist mir der Schwanz geplatzt. Da muss der sich nicht wundern. Und wenn er dann den dicken OG raushängen lassen will und sagt, ich soll mich verpissen, das ist eine Missgeburt, dann mach ich das. Kann also ja wieder zu Grove jetzt... werden und erzählen, dass ich den Hund angeschossen habe anstatt Jack. Kleine Fotze. Ja, das haben die gesagt. Ja, das haben die aber gesagt. Dann soll der das klären. Wenn du mir jetzt sagst, dass die das gesagt haben, dann fahre ich ja jetzt gleich rein und dann liegen die da alle. Ja, das hat dieser David gesagt, wie der heißt. Der hat gesagt, Juni hat das gesagt. So. Gut, wenn der David gleich da ist, dann liegt er da gleich. Dann kannst du dir das nochmal anhören. Auf geht's. Gut, wir fahren. Der Washington ruft mich gerade auf. Wie heißt der Lade da vorne? So, was war jetzt mit krank werden und Warlord? Was? Wo pennst du jetzt? Wir haben so einen Trailer aufgebrochen im Norden. JFK und Denver sind auch da. Ne, wir zocken Super Nintendo gleich. Okay, mach das schon. Ja, Taui. Tut sie mir nicht gefallen. Was? Hey, tut sie mir nicht gefallen. Was denn? Wenn ich gehst auf haben, nimm mir bitte den Schlüssel ab, dass ich kein Moped mehr fahren kann. Ne, fahr du ruhig mal, du bist noch nüchtern. Nein, nein. Ich leg mich jetzt hin, dann geh ich morgen ins Krankenhaus. Du gehst ins Krankenhaus? Ja, ich leg mich jetzt erstmal hin, ne, und dann gehe ich morgen mit dem verdrehten Bein dahin. Ich bin ja jetzt eher auf Schmerztabletten. Dann sauf, was du... Ja, oder? Du sollst keinen Schmerztabletten nehmen und Alkohol trinken. Ja, irgendwo da oben. Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Ich war jetzt gerade kurz am Park und dann, ja, lag ich da. Oh ja, ich leg mich jetzt hier bei dir in den Bude rein. Na, ne? Du gehst ja da eh nicht mehr pennen. Und das Fenster habe ich ja eh schon gestern kaputt geklappt gehabt. Alles gut? Und lass den Finger von meinem Auto. Das ist nicht beim Pfandleier, da kann ich hier versprechen. Johnny, ich hau ab, ne? Bis morgen. Jo, schlaf gut. Nein, nix zum Pfandleier bringen. Ja, ich bring ab jetzt nichts mehr zum Pfandleier. Ja, gut. Der ist nicht leer. Tschö. Hau rein. Nee, das war in den Projects. Und wenn die Grove lügt, Alter, und die da für Bretter kassieren und die da hinfahren, ist das deren Schuld. Ist mir doch egal. Der Typ hat das zu mir am Telefon gesagt und fertig. Ich kann ja nur mit den Informationen arbeiten, die ich im RP krieg, Alter. Wenn der mich belügt und die da irgendwie Öl ins Feuer gießen wollen, dann ist das halt so. Dann müssen die auch mit den Konsequenzen rechnen. Aber das mit dem Warlord hab ich jetzt gerade nicht verstanden. Meinst du, an Ralle jetzt, meinst du, das juckt mich, dass der Typ kommt und mir Waffen anbietet? Ich scheiß auf die Waffen. Wir brauchen die Waffen auch im Park nicht, Alter. Solche Waffen werden hier überhaupt gar nicht benutzt im EP. Auch wenn 187 und was weiß ich, wer alles noch die Waffen überhaupt hat, die benutzen die nicht. Die sind eigentlich Non-Existenz auf dem Server, weil das viel zu heftig ist, die zu verlieren und weil die Strafen dafür einfach viel zu hoch sind. Ja, ich glaube auch nicht, dass die lügen. Aber wird sich halt zeigen. Das hat gestern aber geile Spannung aufgebaut. Ja, klar, jemand kommt und bietet dir was an. Ich war auch, um ehrlich zu sein, kurz da. Ich habe ganz kurz überlegt, als wir unten an der Metro waren, dass ich den Typ einfach abziehe. Der hat, in meinen Augen hat der nicht so gespielt, als wäre der irgendwie... Ach, Scheiße, Alter. Als wäre der irgendwie so ein ganz hoher europäischer Waffendealer oder so. Das war ganz komisch, wie der sich verhalten hat. Auch das Auftreten, den Kontakt über Cody herstellen und ich habe kein Handy und so. Ja, wir zocken noch 2-3 Runden Geister mit Mila und Jeff K. und Denver. Ist für heute eh alles geklärt. Ich glaube nicht mal, dass die großartig heute im RP alle waren, weil die Diablo zocken. Hat sich ja ein paar Sachen, Infos haben wir ja bekommen, ein paar Sachen haben sich auch so geregelt. Aber man merkt halt beim Bademeister oder beim Maxrad allein das Szenario schon, da wird, glaube ich, nichts so in meine Richtung kommen.
Das wird ein Ding zwischen Johnny, Jack und mir bleiben. Und das wird auf jeden Fall geklärt. Und da werde ich auch nicht klein beigehen. Ich werde einen Teufel tun und dahin gehen und so tun, als wäre alles wieder okay, Alter. Vorher gebe ich den auf jeden Fall, fick ich die. Auf irgendeine Art und Weise. Ich muss ja auch den Charakter entwickeln lassen, so. Ich muss den ja auch irgendwie weiter voranbringen, so. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Die anderen können ja nichts dafür. Auch wenn davon welche reingekickt haben und so. Wie Giffy von erzählt hat, dass der Max angeboten hat, dem Geld zu geben, wenn er den Hund haut und... Also ein Bullshit, Alter. Das wird auf jeden Fall noch knallen. Aber ich scheiße auf den Waffendealer, wir brauchen keine Scorpions. Ich bin jederzeit dazu bereit, den Dealer auch platzen zu lassen. Ist mir scheißegal. Dann ist das halt die Strafe dafür. Dann soll er Johnny auf seine Kappe nehmen, wenn das mit dem Waffendealer nicht funktioniert. Aber der kriegt auf jeden Fall irgendwas. Die Nachtschicht ist bei uns, sind bei uns so ungefähr 10 Leute, die... Wir sind halt nicht so eine Gang, ne? Also nicht wirklich so eine Gang. Bei uns ist das so, dass die Truppe sich darauf spezialisiert hat, Leute zu überfallen. Und die gehen halt jeden überfallen, jede Gang, die gehen selbst den Kiez überfallen, so, selbst Verbündete, die gehen auch die Yadis überfallen und so. Die gehen halt auf Raubzug und das mit den Geiselnamen und so, daraus besteht unser IP. Ne, die streamen nicht. Ja, das sind halt wirklich so richtige Piraten. Die haben selbst mich, die wollten selbst mich schon mal überfallen, am Juwelier. Ja, kann sein, dass Crazy ab und zu mal streamt, aber keine Ahnung.